nichts als ein Hund und ein Blatt Papier. Mondlicht fiel auf Elinors Morgenmantel, auf ihr Nachthemd, ihre nackten Füße und den Hund, der zu ihren Füßen lag. Orpheus Hund. Wie er sie ansah mit seinen ewig traurigen Augen, als fragte er sich warum um aller aufregenden gerüche in der welt sie mitten in der nacht in ihrer bibliothek saß umgeben von schweigenden büchern und einfach nur vor sich hinstarrte ja warum fragte elinor in die stille weil ich nicht schlafen kann du dummes vieh den kopf tätschelte sie ihm trotzdem so weit ist es mit dir gekommen elinor dachte sie während sie sich mühsam aus ihrem sessel erhob Verbringst die Nächte damit, dich mit einem Hund zu unterhalten. Dabei kannst du Hunde nicht mal leiden. Und diesen schon gar nicht, weil er dich mit jedem hechelnden Atemzug an seinen abscheulichen Herrn erinnert. Ja, den Hund hatte sie behalten, trotz der schmerzlichen Erinnerungen, die er hervorrief, und den Sessel auch, obwohl die Elster darin gesessen hatte. Mortola! Wie oft glaubte sie, ihre Stimme zu hören, wenn sie in die stille Bibliothek trat, wie oft sah sie Mortimer und Resa zwischen den Regalen stehen oder Maggie vor dem Fenster sitzen, ein Buch auf dem Schoß, das Gesicht verborgen hinter dem glatten hellen Haar Erinnerungen. Das war alles, was ihr geblieben war, nicht greifbarer als die Bilder, die Bücher heraufbeschwören. Aber was blieb, wenn sie diese Erinnerungen auch noch verlor? Dann würde sie endgültig wieder allein sein mit der Stille und der Leere in ihrem Herzen und einem hässlichen Hund. Ihre Füße sahen so alt aus in dem blassen Mondlicht. Mondlicht, dachte sie, während sie die Zehen darin bewegte. Wie viele Geschichten gab es, in denen es magische Kräfte hatte, alles gelogen. Ihr ganzer Kopf war angefüllt mit gedruckten Lügen. Nicht einmal den Mond konnte sie ansehen, ohne dass ihr Blick von Buchstabenschleiern vernebelt war. Könnte man sich all die Worte doch nur aus Hirn und Herz wischen und die Welt wenigstens ein einziges Mal bloß mit den eigenen Augen sehen? Himmel, Eleanor, du bist ja wieder in einer fabelhaften Stimmung, dachte sie, während sie auf die Vitrine zutappte, in der sie aufbewahrte, was Orpheus außer seinem Hund noch zurückgelassen hatte. Badest dich in Selbstmitleid, wie dieser dumme Hund es gern in jeder Pfütze tut? Das Blatt Papier, das unter dem schützenden Glas lag, sah unscheinbar aus. Nichts als ein ganz gewöhnliches Blatt liniertes Papier, dicht beschrieben mit blassblauer Tinte. Kein Vergleich zu den prachtvoll illuminierten Büchern, die in den anderen Vitrinen lagen, auch wenn man jedem Buchstaben ansah, wie sehr Orpheus von sich selbst beeindruckt war. Ich hoffe, die Feuerelfen haben ihm das selbstzufriedene Lächeln von den Lippen gebrannt dachte Elinor, während sie die Vitrine öffnete. Ich hoffe, die Gepanzerten haben ihn aufgespießt. Oder noch besser, dass er elend verhungert ist im weglosen Wald, ganz, ganz langsam. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich Orpheus jämmerliches Ende in der Tintenwelt ausmalte. Ihr einsames Herz genoss diese Bilder wie kaum etwas anderes. Das Blatt vergilbte bereits. Billiges Papier, auch das noch. Und den Wörtern darauf sah man wahrlich nicht an, dass sie ihren Verfasser in eine andere Welt befördert hatten, direkt vor Elinors Augen. Neben dem Blatt lagen drei Fotos. Eins von Maggie und zwei von Resa, ein Kinderfoto und eines erst vor wenigen Monaten aufgenommen, auf dem sie mit Mortimer zu sehen war. Wie sie beide lächelten. So glücklich. Es verging kaum eine Nacht, in der Elinor sich nicht diese Fotos ansah. Inzwischen liefen ihr dabei wenigstens nicht mehr die Tränen übers Gesicht. Aber sie waren noch da in ihrem Herzen. Salzige Tränen. Voll bis an den Rand war es damit. Ein abscheuliches Gefühl. Verloren. Maggie. Resa. Mortimer. Fast drei Monate war es nun her, dass sie verschwunden waren. Bei Maggie waren es sogar noch ein paar Tage mehr. Der Hund streckte sich und kam verschlafen auf sie zugetrottet. Er schob die Nase in die Tasche ihres Morgenmantels in der Gewissheit, dass darin immer ein paar Hundekekse steckten. Ja, ja, schon gut, murmelte sie, während sie ihm eins der stinkenden kleinen Dinger in die Schnauze schob. Wo steckt dein Herr? Hä? Sie hielt ihm das Blatt Papier unter die Nase und das dumme Vieh schnupperte daran, als könnte es Orpheus tatsächlich hinter den Buchstaben riechen. Elinor starrte die Worte an und formte sie mit den Lippen. In den Gassen von Ombra. Wie oft in den letzten Wochen hatte sie nachts so dagestanden, umgeben von Büchern, die ihr nichts mehr bedeuteten, seit sie wieder allein mit ihnen war. Sie schwiegen sie an, als wüssten sie, dass sie sie alle auf der Stelle für die drei Menschen eingetauscht hätte, die sie verloren hatte. Verloren in einem Buch. Ich werde es lernen, verdammt nochmal. Ihre Stimme klang trotzig wie die eines Kindes. Ich werde lernen, sie so zu lesen, dass sie mich auch verschlucken. Ja, das werde ich. Der Hund sah sie an, als glaubte er ihr jedes Wort. Aber Elinor glaubte sich nicht ein einziges. Nein. Sie war keine Zauberzunge, selbst wenn sie sich ein Dutzend Jahre lang und mehr daran versuchte. Die Wörter klangen nicht, wenn sie sie sprach. Sie sangen nicht. Nicht wie für Maggie und Mortimer oder den dreimal verfluchten Orpheus, obwohl sie sie ihr ganzes Leben lang so sehr geliebt hatte. Das Blatt zitterte in ihren Fingern, als sie zu weinen begann. Da kamen sie wieder die Tränen, obwohl sie sie so lange zurückgehalten hatte, all die Tränen in ihrem Herzen. Es floß einfach über. Elinor schluchzte so laut, daß der Hund sich erschrocken zusammenduckte. Wie absurd, daß einem Wasser aus den Augen tropfte, wenn einem das Herz wehtat! In Büchern waren die tragischen Heldinnen gewöhnlich furchtbar schön. Kein Wort von verquollenen Augen oder einer roten Nase. Ich bekomme immer eine rote Nase vom Heulen, dachte Elinor. Vermutlich komme ich deshalb auch in keinem Buch vor. Ä ä Elinor? Sie fuhr herum und wischte sich hastig die Tränen vom Gesicht. Darius stand in der Tür, in dem viel zu großen Morgenmantel, den sie ihm zu seinem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Was ist? fuhr sie ihn an. Wo war denn nur dieses Taschentuch schon wieder? Schniefend zog sie es aus dem Ärmel und putzte sich die Nase. Drei Monate. Sie sind drei Monate fort, Darius. Ist das vielleicht kein Grund zu heulen? Ja. Guck mich nicht so mitleidig an mit deinen Eulenaugen. Egal wie viele Bücher wir kaufen. Sie wies mit weit ausladender Geste auf die wohlgefüllten Regale. Egal wie viele wir ersteigern, tauschen, stehlen. Nicht eines von ihnen erzählt mir das, was ich wissen will. Tausende von Seiten, und auf keiner steht auch nur ein Wort über die, von denen ich hören will. Was interessieren mich all die anderen? Ich will nur ihre Geschichte hören. Wie geht es Maggie? Wie geht es Reza und Mortimer? Sind Sie glücklich, Darius? Leben Sie noch? Werde ich sie jemals wiedersehen? Darius sah an den Büchern entlang, als ließe sich die Antwort vielleicht doch in einem von ihnen finden. Aber dann schwieg er, wie all die bedruckten Seiten. Ich werde dir eine Milch mit Honig machen, sagte er schließlich und verschwand in der Küche. Und Elinor war wieder allein mit den Büchern, dem Mondlicht und Orpheus hässlichem Hund. <laughs> Nur ein Dorf. Die Feen begannen schon zwischen den Bäumen zu tanzen, Schwärme winziger blauer Leiber. Ihre Flügel fingen das Sternenlicht und Mo sah, wie der schwarze Prinz besorgt zum Himmel blickte. Noch war er so dunkel wie die Hügel ringsum, aber die Feen täuschten sich nie. Nur der aufziehende Morgen konnte sie in einer so kalten Nacht aus den Nestern locken, und das Dorf, dessen Ernte die Räuber diesmal retten wollten, lag gefährlich nahe bei Ombra. Sobald es dämmerte, mussten sie fort sein. Ein Dutzend ärmlicher Hütten, ein paar karge, steinige Felder und eine Mauer, die kaum ein Kind fernhalten konnte, geschweige denn einen Soldaten. Das war alles. Ein Dorf wie viele andere. Dreißig Frauen, Männerlos und drei Dutzend vaterloser Kinder. Im Nachbardorf hatten die Soldaten des neuen Statthalters sich vor zwei Tagen fast die gesamte Ernte geholt. Dort waren sie zu spät gekommen. Doch hier war noch etwas zu retten. Seit Stunden gruben sie, zeigten den Frauen, wie man Tiere und Vorräte unter der Erde versteckte. Der starke Mann brachte den letzten Sack hastig ausgegrabener Kartoffeln. Sein grobes Gesicht war rot vor Anstrengung. So färbte er sich auch, wenn er kämpfte oder betrunken war. Zusammen ließen sie den Sack in das Versteck hinab, das sie gleich hinter den Feldern gebaut hatten. In den umliegenden Hügeln quakten die Kröten so laut, als wollten sie den Tag herbeilocken, und Mo zerrte das Geflecht aus Zweigen über den Einstieg, das den Verschlag vor Soldaten und Streuereintreibern verbarg. Zwischen den Hütten wurden die Wachposten unruhig. Auch sie hatten die Feen gesehen. Ja, es wurde Zeit, dass sie fortkamen zurück in den Wald, wo sich jederzeit ein Versteck fand, obwohl der neue Statthalter immer mehr Patrouillen durch die Hügel streifen ließ. Der Hänfling, so hatten ihn die Witwen von Ombra getauft, ein passender Name für den schmächtigen Schwager des Natternkopfes. Aber sein Hunger auf das wenige, das seine Untertanen besaßen, war unersättlich. Mo fuhr sich mit dem Arm über die Augen. Himmel war er müde. Seit Tagen hatte er kaum geschlafen. Es gab einfach zu viele Dörfer, in denen sie den Soldaten noch zuvorkommen konnten. Du siehst erschöpft aus. Erst gestern hatte Reser das zu ihm gesagt, als sie neben ihm aufgewacht war, ahnungslos, dass sie sich erst zu ihr gelegt hatte, als es draußen schon dämmerte. Und er hatte ihr von schlechten Träumen erzählt und davon, dass er sich die schlaflosen Stunden damit vertrieben hätte, an dem Buch zu arbeiten, das er aus ihren Zeichnungen von Feen und Glasmännern bande. Auch heute hoffte er, daß Reser und Maggie schlafen würden, wenn er zurückkam zu dem einsamen Hof, auf dem der schwarze Prinz sie untergebracht hatte, etwa eine Wegstunde östlich von Ombra und weit entfernt von dem Land, in dem immer noch der Natternkopf herrschte, unsterblich gemacht durch ein Buch, das seine Hände gebunden hatten. Bald, dachte Mo, bald wird es ihn nicht mehr schützen. Aber wie oft schon hat er sich das gesagt, und der Natternkopf war immer noch unsterblich. Ein Mädchen kam zögernd auf ihn zu. Wie alt mochte es sein? Sechs, sieben? Es war lange her, dass Maggie so klein gewesen war. Verlegen blieb es einen Schritt entfernt von ihm stehen. Der Schnapper trat aus der Dunkelheit auf das Kind zu. Ja, sieh ihn dir an, raunte er der Kleinen zu. Es ist tatsächlich, der Eichelherr. Kinder wie dich frisst er zum Abendbrot. Der Schnapper liebte solche Scherze. Mo schluckte die Worte hinunter, die sich ihm auf die Zunge drängten. Das Mädchen war blond wie Maggie. Glaub ihm kein Wort, flüsterte er ihm zu. Warum schläfst du nicht wie die anderen? Das Kind sah ihn an. Dann schob es ihm den Ärmel hoch, bis die Narbe zum Vorschein kam. Die Narbe, von der die Lieder erzählten. Mit großen Augen sah es ihn an, mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Furcht, die er inzwischen in so vielen Augen gesehen hatte. Eichelherr. Das Kind lief zu seiner Mutter zurück und Mo richtete sich auf. Jedes Mal, wenn ihn die Brust dort schmerzte, wo Mortola ihn verwundet hatte, kam es ihm vor, als sei er ihm dort hineingeschlüpft, der Räuber, dem Finollio sein Gesicht und seine Stimme gegeben hatte. Oder war er immer schon Teil von ihm gewesen und hatte nur geschlafen, bis Finollios Welt ihn geweckt hatte. Manchmal, wenn sie Fleisch zu einem der hungernden Dörfer brachten, oder ein paar Sack Getreide, die sie den Verwaltern des Hänflings gestohlen hatten, kamen die Frauen zu ihm und küssten ihm die Hände. "Geh zum schwarzen Prinzen und bedankt euch bei ihm", sagte er zu ihnen. Aber der Prinz lachte darüber nur. "Schafft ihr einen Bären an", sagte er. "Dann lassen sie dich in Frieden." In einer der Hütten begann ein Kind zu weinen. Die Nacht färbte sich rot und Mo glaubte Hufschläge zu hören. Reiter Mindestens ein Dutzend, vielleicht mehr. Wie schnell die Ohren lernten, Geräusche zu lesen, so viel schneller als die Augen es lernten, Buchstaben zu entziffern. Die Feen stoben auseinander, die Frauen schrien und rannten auf die Hütten zu, in denen ihre Kinder schliefen. Moos Hand zog wie von selbst das Schwert, als hätte sie nie etwas anderes getan. Es war immer noch das Schwert, das er in der Nachtburg aufgehoben, das Schwert, das einst dem Brandfuchs gehört hatte. Morgengrauen. Hieß es nicht, dass sie immer beim Morgengrauen kamen, weil sie das Rot am Himmel liebten? Hoffentlich waren sie betrunken von einem der endlosen Feste ihres Herrn. Der Prinz winkte die Räuber zu der Mauer, die das Dorf umgab. Nichts als ein paar Schichten flacher Steine, auch die Hütten würden kaum Schutz bieten. Der Bär schnaubte und stöhnte, und da kamen sie auch schon aus der Dunkelheit. Reiter, mehr als ein Dutzend, das neue Wappen von Ombra auf der Brust, ein Basilisk auf rotem Grund. Natürlich hatten sie nicht erwartet, auf Männer zu treffen. Weinende Frauen, schreiende Kinder, ja, aber keine Männer, noch dazu bewaffnet. Verdutzt zügelten sie die Pferde. Ja, sie waren betrunken, gut, das würde sie langsam machen. Sie zögerten nicht lange, Sie sahen sofort, dass sie weit besser bewaffnet waren als die zerlumpten Räuber und sie hatten Pferde. Dummköpfe. Sie würden sterben, bevor sie begriffen, dass noch anderes zählte. Alle, raunte der Schnapper Mo heiser zu. Wir müssen sie alle töten, Eichelherr. Ich hoffe, dein weiches Herz weiß das. Kehrt auch nur einer nach Ombra zurück, dann brennt morgen dieses Dorf. Mo nickte nur, als ob er das nicht wüsste. Die Pferde wieherten schrill, als ihre Reiter sie auf die Räuber zutrieben, und Mo spürte sie erneut, wie damals auf dem Natternberg, als er Basta getötet hatte. Kaltblütigkeit. Kalt wie der Rauhreif zu seinen Füßen. Die einzige Furcht, die er empfand, war die Furcht vor sich selbst. Doch dann kamen die Schreie, das Stöhnen, das Blut, der eigene Herzschlag laut und viel zu schnell, schlagen und zustoßen. Das Schwert aus fremdem Fleisch ziehen, die Nässe von fremdem Blut auf seinen Kleidern, Gesichter vom Hass verzerrt, oder war es Angst? Zum Glück sah man nicht viel unter den Helmen, sie waren oft so jung. Zerschlagene Glieder, zerschlagene Menschen. Vorsicht! Hinter dir! Töte! Schnell! Nicht einer darf entkommen! Eichelherr. Einer der Soldaten raunte den Namen, bevor er ihn niederstach. Vielleicht hatte er noch beim letzten Atemzug an das Silber gedacht, das er auf der Burg von Ombra für seine Leiche bekommen würde, mehr Silber, als man in einem ganzen langen Soldatenleben zusammenrauben konnte. Mo zog ihm das Schwert aus der Brust. Sie waren ohne ihre Panzer gekommen. Was brauchte man Panzer gegen Frauen und Kinder? Wie kalt einem vom Töten wurde, so kalt, obwohl die Haut einem brannte und das Blut wie im Fieber floß. Er ja. Sie töteten sie alle. In den Hütten war es still, als sie die Leichen den Abhang hinunterstießen. Zwei gehörten zu ihnen und würden nun ihre Knochen mit denen ihrer Feinde mischen. Es war keine Zeit, sie zu begraben. Der schwarze Prinz hatte einen bösen Schnitt an der Schulter. Mo verband ihn so gut es ging, während der Bär besorgt daneben stand. Das Kind kam aus einer der Hütten, das Mädchen, das ihm den Ärmel hochgeschoben hatte. Von weitem sah es wirklich aus wie Maggie. Maggie, Reser. Hoffentlich schliefen sie noch, wenn er zurückkam. Wie sollte er sonst all das Blut erklären? So viel Blut. Irgendwann werden die Nächte die Tage überschatten, Mo, dachte er. Blutige Nächte, friedliche Tage. Tage, an denen Maggie ihm all das zeigte, wovon sie ihm im Turm der Nachtburg nur hatte erzählen können. Nymphen, die Haut schuppig in blütenbedeckten Tümpeln, Fußspuren längst verschwundener Riesen, Blüten, die flüsterten, wenn man sie berührte, Bäume, die in den Himmel wuchsen, Moosweibchen, die zwischen ihren Wurzeln auftauchten, als hätten sie sich aus der Rinde geschält. Friedliche Tage, blutige Nächte. Die Pferde nahmen sie mit und die Spuren des Kampfes verwischten sie, so gut es ging. In die Dankesworte, die die Frauen zum Abschied stammelten, mischte sich Furcht. Sie hatten mit eigenen Augen gesehen, dass ihre Helfer vom Töten ebenso viel verstanden wie ihre Feinde. Der Schnapper kehrte mit den Pferden und den meisten Männern ins Lager zurück. Sie verlegten es fast jeden Tag. Zurzeit lag es in einer dunklen Schlucht, die selbst bei Tag kaum heller wurde. Sie würden nach Roxane schicken, damit sie die Verwundeten versorgte. Während Mo dorthin zurückkehrte, wo Resa und Maggie schliefen, zu dem verlassenen Hof, den der Prinz für sie gefunden hatte, weil Resa nicht im Räuberlager leben wollte und auch Maggie sich nach all den heimatlosen Wochen nach einem Haus gesehnt hatte. Der schwarze Prinz begleitete Mo, wie so oft. Natürlich, der Eichelheer reist nie ohne Gefolge, spottete der Schnapper, bevor sie sich trennten. Mo hätte ihn dafür fast vom Pferd gezerrt. Das Herz schlug ihm immer noch zu schnell von all dem Töten, aber der Prinz hielt ihn zurück. Sie gingen zu Fuß. So war der Weg zwar schmerzhaft weit für ihre müden Glieder, aber ihre Spuren waren schwerer zu verfolgen als die von Pferden, und der Hof musste sicher bleiben, denn alles was Mo liebte, war dort. Das Haus und die halb verfallenen Ställe tauchten jedes Mal so unerwartet zwischen den Bäumen auf, als hätte sie jemand dort verloren. Von den Feldern, die den Hof einst ernährt hatten, war nichts mehr zu sehen. Auch der Weg, der irgendwann zum nächsten Dorf geführt hatte, war längst verschwunden. Der Wald hatte alles verschlungen. Hier nannte man ihn nicht mehr den weglosen Wald wie südlich von Ombra. Hier hatte er ebenso viele Namen, wie Dörfer darin lagen. Feenwald, Dunklerwald, Moosweibchenwald. Dort, wo sich das Nest des Eichelheers verbarg, hieß er Lerchenwald, wollte man dem starken Mann glauben. Lerchenwald? Unsinn. Der starke Mann nennt alles nach Vögeln. Bei ihm bekommen selbst die Feen Vogelnamen, obwohl sie Vögel nicht leiden können, sagte Maggie dazu nur. Baptista sagt, er heißt Lichterwald. Das passt doch viel besser, oder hast du jemals zuvor in einem Wald so viele Glühwürmchen und Feuerelfen gesehen? Und dann all die Leuchtkäfer, die nachts oben in den Baumkronen sitzen. Wie immer der Wald hieß, der Frieden unter den Bäumen verzauberte Mo jedes Mal aufs Neue und erinnerte ihn daran, dass auch das die Tintenwelt war, ebenso wie die Soldaten des Hänflings. Das erste Morgenlicht sickerte durch die Äste und sprenkelte die Bäume mit blassem Gold, und die Feen tanzten wie betrunken in den herbstkalten Sonnenstrahlen. Sie taumelten dem Bären in das pelzige Gesicht, bis er nach ihnen schlug, und der Prinz hielt sich eins der kleinen Geschöpfe mit einem Lächeln ans Ohr, als könnte er verstehen, was das schrille Stimmchen schimpfte. War die andere Welt ebenso gewesen? Warum erinnerte er sich kaum? Hatte das Leben dort aus demselben betörenden Gemisch bestanden? Aus Dunkelheit und Licht? Aus Grausamkeit und Schönheit? So viel Schönheit, das ihn manchmal fast betrunken machte. Der schwarze Prinz ließ den Hof Tag und Nacht von seinen Männern bewachen. Heute war der Gecko einer von ihnen. Er trat mit mürrischem Gesicht aus dem verfallenen Schweinestall, als sie zwischen den Bäumen hervorkamen. Der Gecko war immer in Bewegung, ein kleiner Mann mit leicht vorstehenden Augen, die ihm seinen Namen gegeben hatten. Eine seiner zahmen Krähen hockte ihm auf der Schulter. Der Prinz nutzte die Vögel als Boten, doch meist stahlen sie für den Gecko auf den Märkten. Mo verblüffte immer wieder, was sie alles in ihren Schnäbeln davontragen konnten. Als der Gecko das Blut auf ihren Kleidern sah, wurde er blass. Doch offenbar war der einsame Hof auch in dieser Nacht unberührt geblieben von den Schatten der Tintenwelt. Mo stolperte vor Müdigkeit fast über die eigenen Füße, als er auf den Brunnen zuging, und der Prinz griff nach seinem Arm, auch wenn er selbst vor Erschöpfung wankte. Das heute war knapp sagte er so leise, als fürchtete er, seine Stimme könnte den Frieden verscheuchen wie einen trügerischen Spuk. Wenn wir nicht vorsichtiger sind, werden beim nächsten Dorf die Soldaten schon auf uns warten. Von dem Preis, den die Natter auf deinen Kopf ausgesetzt hat, könnte man ganz Omra kaufen. Ich traue meinen eigenen Männern kaum noch und in den Dörfern erkennen dich inzwischen selbst die Kinder. Vielleicht solltest du für eine Weile hier bleiben. Mo scheuchte die Feen fort, die über dem Brunnen schwirrten, und ließ den hölzernen Eimer hinab. Unsinn, dich erkennen sie ebenso. Das Wasser schimmerte in der Tiefe, als hätte der Mond sich dort vor dem Morgen versteckt. Wie der Brunnen vor Merlins Hütte, dachte Mo, während er sich das Gesicht mit dem klaren Wasser kühlte und den Schnitt am Unterarm auswusch, den ihm einer der Soldaten beigebracht hatte fehlt nur noch dass archimedes mir gleich auf die schulter fliegt und wart aus dem wald stolpert worüber lächelst du der schwarze prinz lehnte sich neben ihm an den brunnen während sein bär sich schnaubend auf der taufeuchten erde wälzte über eine geschichte die ich mal gelesen habe mo stellte dem bären den wassereimer hin irgendwann erzähle ich sie dir es ist eine gute geschichte auch wenn sie ein trauriges ende hat aber der Prinz schüttelte den Kopf und fuhr sich mit der Hand über das müde Gesicht. Nein, wenn sie ein trauriges Ende hat, will ich sie nicht hören. Der Gecko war nicht der Einzige, der den schlafenden Hof bewacht hatte. Mo lächelte, als Baptista aus der verfallenen Scheune trat. Baptista hielt nicht viel vom Kämpfen. Aber von allen Räubern waren er und der starke Mann Mo die Liebsten, und es fiel ihm leichter, nachts vorzugehen, wenn einer von ihnen Resas und Megis Schlaf bewachte. Baptista trat immer noch auf den Märkten als Possenreißer auf, auch wenn seine Zuschauer kaum eine Münze übrig hatten. Das Lachen soll ihnen schließlich nicht ganz vergehen, sagte er, wenn der Schnapper ihn dafür verhöhnte. Er verbarg das pockennarbige Gesicht gern hinter seinen selbstgenähten Masken. Lachenden, weinenden, je nachdem, wie ihm zumute war. Doch als er zu Mo an den Brunnen trat, reichte er ihm keine Maske, sondern ein Bündel schwarzer Kleider. Sei gegrüßt, Eichelherr, sagte er mit derselben tiefen Verbeugung, mit der er sein Publikum begrüßte. Entschuldige, dass es mit deiner Bestellung etwas länger gedauert hat. Das Garn war mir ausgegangen. Es ist Mangelware in Ombra wie alles andere, aber zum Glück hat der Gecko er verbeugte sich in seine richtung eine seiner schwarzgefiederten freundinnen ausgeschickt damit sie einem der händler die dank unseres neuen statthalters immer noch reich sind ein paar rollen stiehlt schwarze kleider der prinz warf mo einen fragenden blick zu wozu das buchbinderkleider das ist immer noch mein handwerk hast du das vergessen und bei nacht ist das schwarz zudem eine gute tarnung das hier Mo zog sich das blutbefleckte Hemd aus. Sollte ich wohl auch besser schwarz färben. Anders wird es kaum noch zu gebrauchen sein. Der Prinz sah ihn nachdenklich an. Ich sage es noch einmal, auch wenn du es nicht gern hören willst. Bleib ein paar Tage hier. Vergiss die Welt da draußen, so wie sie diesen Hof vergessen hat. Die Sorge in dem dunklen Gesicht rührte Mo. Und für einen Moment war er fast versucht, Baptista das Bündel zurückzugeben, aber nur fast. Als der Prinz fort war, verbarg das Hemd und die blutbefleckten Hosen in dem ehemaligen Backhaus, das er sich zur Werkstatt umgebaut hatte, und zog die schwarzen Kleider über. Sie passten tadellos, und er trug sie, als er sich ins Haus zurückschlich, zusammen mit dem Morgen, der durch die glaslosen Fenster drang. Maggie und Resa schliefen tatsächlich noch. Eine Fee hatte sich in Maggies Kammer verirrt. Mit ein paar leisen Worten lockte Mo sie auf seine Hand. Seht euch das an, sagte der Schnapper immer. Selbst die verdammten Feen lieben seine Stimme. Ich bin wohl der Einzige, den sie nicht verhext. Mo brachte die Fee ans Fenster und ließ sie nach draußen flattern. Er zog Maggie die Decke über die Schultern, wie in all den Nächten, in denen es nur sie und ihn gegeben hatte, und betrachtete ihr Gesicht. Wenn sie schlief, sah sie immer noch so jung aus. Wach, schien sie so viel erwachsener. Sie flüsterte einen Namen im Schlaf. Farid. War man erwachsen, wenn man zum ersten Mal verliebt war? Wo warst du? Mo fuhr herum, Resa stand in der Tür und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Ich habe den Feen bei ihrem Morgentanz zugesehen. Die Nächte werden immer kälter, bald werden sie ihre Nester kaum noch verlassen. Das war immerhin keine Lüge. Und die Ärmel des schwarzen Kittels waren lang genug, um die Schnittwunde an seinem Unterarm zu verbergen. Komm mit, sonst wecken wir unsere große Tochter auf. Er zog sie mit sich in die Kammer, in der sie schliefen. Was sind das für Kleider? Buchbinderkleider. Baptista hat sie mir genäht. Schwarz wie Tinte. Passend, oder? Ich habe ihn gebeten, dir und Maggie auch etwas zu schneidern. Du wirst bald ein neues Kleid brauchen. Er legte ihr die Hand auf den Leib. Noch sah man es nicht. Ein neues Kind, mitgebracht aus der alten Welt, doch bemerkt erst in dieser. Kaum eine Woche war es her, seit Reza es ihm erzählt hatte. Was wünschst du dir? Eine Tochter oder einen Sohn? Kann ich mir das wünschen? hatte er zurückgefragt und versucht sich vorzustellen, wie es sein würde, erneut winzige Finger in der Hand zu halten, so winzig, dass sie kaum seinen Daumen würden umfassen können. Gerade zur rechten Zeit, bevor Maggie so groß war, dass er sie kaum noch ein Kind nennen konnte. Die Übelkeit wird schlimmer. Ich werde morgen zu Roxane reiten. Sie weiß bestimmt Rat. Bestimmt. Mo zog sie in seine Arme. Friedliche Tage. Blutige Nächte. Orpheus rückte sich die Brille zurecht und blickte zum Himmel hinauf, als wollte er sich dort über so viel unangemessene Ehre beschweren. Er liebte den Spitznamen, den die Brille ihm eingebracht hatte. Doppelauge. In Ombra flüsterte man ihn mit Abscheu und Furcht, doch das gefiel Orpheus nur umso mehr. Außerdem galt die Brille als Beweis dafür, dass all die Lügen, die er über seine Herkunft erzählte, die reine Wahrheit waren dass er von jenseits des Meeres kam, aus einem fernen Land, dessen Fürsten alle Doppelaugen hatten, was sie befähigte, ihrer Untertanen Gedanken zu lesen. Dass er der uneheliche Sohn des dortigen Königs war, der vor seinem eigenen Bruder hatte fliehen müssen, nachdem dessen Frau in unsterblicher Liebe zu ihm entbrannt war. Beim Gott der Bücher, was für eine armselige Geschichte! hatte Finolio ausgerufen als Farid sie Minervas Kindern erzählt hatte. Dieser Kerl ist so ein Schmalztiegel. Nicht eine originelle Idee hat er in seinem klebrigen Hirn. Nur mit den Einfällen anderer kann er herumfuschen. Aber Finolio verbrachte seine Tage und Nächte damit, sich Leid zu tun, während Orpheus in aller Ruhe daran arbeitete, dieser Geschichte seinen Stempel aufzudrücken, einer Geschichte, über die er mehr zu wissen schien als ihr Erfinder. Weißt du, was man sich wünscht, wenn man ein Buch so sehr liebt, dass man es wieder und immer wieder liest? hatte er verrät gefragt, als sie zum ersten Mal vor dem Stadttor von Ombra gestanden hatten. Nein, natürlich nicht. Wie solltest du? Ein Buch bringt dich sicher nur auf den Gedanken, dass es in kalten Nächten gut brennt. Ich will dir die Antwort trotzdem verraten. Man will mitspielen, was sonst? Allerdings sicherlich nicht als der arme Hofdichter. Die Rolle überlasse ich gern Finolio, auch wenn er selbst darin eine jämmerliche Figur abgibt. Schon in der dritten Nacht hatte Orpheus sich an die Arbeit gemacht, in einem schmutzigen Gasthaus nahe der Stadtmauer. Er hatte Farid befohlen, ihm Wein zu stehlen und eine Kerze, hatte ein schmutziges Stück Papier und einen Griffel unter dem Umhang hervorgezogen und das Buch, das dreimal verfluchte Buch. Wie Elstern, die nach glitzernden Dingen suchten, waren seine Finger über die Seiten gewandert, Wörter zusammenklaubend, mehr und mehr. Und Farid war so dumm gewesen, zu glauben, dass die Wörter, mit denen Orpheus so emsig das Blatt Papier füllte, den Schmerz in seinem Herzen heilen und Staubfinger zurückbringen würden. Doch Orpheus hatte ganz anderes im Sinn gehabt. Er hatte Farid fortgeschickt, bevor er laut las, was er geschrieben hatte. Und noch bevor der Morgen dämmerte, hatte Farid ihm den ersten Schatz aus der Erde von Ombra graben müssen, auf dem Friedhof gleich hinter dem Siechenhaus. Orpheus hatte sich beim Anblick der Münzen gefreut wie ein Kind. Farid aber hatte die Gräber angestarrt und die eigenen Tränen auf der Zunge geschmeckt. Mit dem Silber hatte Orpheus sich neu eingekleidet, zwei Mägde und eine Köchin angestellt und das prächtige Haus eines Seidenhändlers gekauft. Der Vorbesitzer hatte sich aufgemacht, seine Söhne zu suchen, die mit Cosimo in den weglosen Wald gezogen und niemals zurückgekehrt waren. Auch Orpheus gab sich als Händler aus, ein Händler für ausgefallene Wünsche. Und schon bald hatte es sich bis zum Hänfling herumgesprochen, daß der Fremde mit dem dünnen blonden Haar und der blassen Haut, blass wie sie sonst nur die Fürsten hatten, wundersame Dinge besorgen konnte. Gefleckte Kobolde. Schmetterlingsbunte Feen, Schmuck aus Feuerelfenflügeln, Gürtel besetzt mit den Schuppen von Flussnymphen, goldgescheckte Pferde für fürstliche Kutschen und andere Geschöpfe, die man in Ombra bislang nur aus Märchen gekannt hatte. In Fenolios Buch gab es für vieles die richtigen Worte. Orpheus? musste sie nur etwas anders zusammensetzen. Ab und zu starb, was er schuf, nach wenigen Atemzügen oder stellte sich als allzu bissig heraus. Der Fleischberg hatte recht oft bandagierte Hände, aber oft störte das nicht. Was interessiert es ihn, wenn im Wald ein paar Dutzend Feuerelfen verhungerten, weil ihnen plötzlich die Flügel fehlten oder eines Morgens eine Handvoll schuppenloser Nymphen tot im Fluss trieb? Faden für Faden zog er aus dem feinen Geflecht, das der alte Mann gesponnen hatte, und webte eigene Muster, setzte sie wie bunte Flicken in Finolios großen Teppich und wurde reich mit dem, was seine Stimme aus den Buchstaben eines anderen lockte. Verflucht sollte er sein, tausend und einmal verflucht, es war genug. Nichts tue ich mehr für dich, gar nichts. Farid wischte sich die regenfeuchte Erde von den Händen und versuchte aus dem Loch zu klettern, doch Oss stieß ihn auf einen Wink von Orpheus unsanft zurück. Grab, grunzte er. Grab selber! Farid zitterte in seinem schweißnassen Kittel. Ob mehr vor Kälte oder Wut hätte er nicht sagen können. Dein feiner Herr ist nichts als ein Hochstapler. Sie haben ihn schon mal für seine Lügen ins Gefängnis gesteckt und sie werden es wieder tun. Orpheus kniff die Augen zusammen. Er mochte es gar nicht, wenn man von diesem Kapitel seines Lebens sprach. Ich wette, du warst einer von denen, die alten Frauen das Geld aus der Tasche lügen. Und hier bläst du dich auf wie ein Ochsenfrosch, nur weil deine Lügen plötzlich wahr werden. Schleimst dich ein beim Schwager vom Natternkopf und hältst dich für schlauer als alle anderen. Doch was kannst du schon? Feen herbeischreiben, die aussehen, als wären sie in einen Färberkübel gefallen. Kisten voller Schätze. Schmuck aus Elfenflügeln für den Hänfling. Aber das, wofür wir dich hergeholt haben, kennst du nicht. Staubfinger ist tot. Er ist tot, er ist immer noch tot. Da kamen sie wieder, die verdammten Tränen. Farid wischte sie mit seinen schmutzigen Fingern fort, während der Fleischberg so ausdruckslos auf ihn herabstarrte, wie es nur jemand tut der kein einziges Wort versteht. Wie auch. Was wusste Oß von den Worten, die Orpheus zusammenstahl? Was wusste er von dem Buch und von Orpheus Stimme? Niemand hat mich hergeholt. Orpheus beugte sich über den Grubenrand, als wollte er verriet die Wörter ins Gesicht spucken. Und bestimmt muß ich mir keine Reden über Staubfinger anhören von dem, der ihm den Tod gebracht hat ich kannte seinen namen schon als du noch nicht geboren warst und nur ich werde ihn zurückbringen auch wenn du ihn so überaus gründlich aus dieser geschichte entfernt hast aber wie und wann das ist ganz allein meine entscheidung und nun grab oder denkst du aus bund arabischer weisheit Farid glaubte zu spüren, wie die Wörter ihn in feine Scheiben schnitten, dass ich mehr zum Schreiben komme, wenn ich meine Mägde nicht mehr bezahlen kann und meine Wäsche künftig selber wasche. Verdammt, verdammt sollte er sein. Farid senkte den Kopf, damit Orpheus seine Tränen nicht sah. Von dem, der ihm den Tod gebracht hat. Sag mir, warum ich die Spielleute ständig mit meinem schönen Silber für ihre jämmerlichen Lieder bezahle, weil ich Staubfinger vergessen habe? Nein. Weil du es immer noch nicht geschafft hast, für mich herauszufinden, wie und wo man in dieser Welt mit den weißen Frauen sprechen kann. Also höre ich mir weiter schlechte Lieder an, stehe neben sterbenden Bettlern und bestech die Heilerinnen in den Siechenhäusern, damit sie mich rufen, wenn sich dort jemand ans Sterben macht. Natürlich wäre es sehr viel leichter, wenn du die weißen Frauen wie dein Meister mit dem Feuer rufen könntest, aber das haben wir ja wohl oft genug ohne Erfolg versucht, oder? Wenn sie dich wenigstens besuchen würden, wie sie es angeblich so gern mit denen tun, die sie einmal berührt haben. Aber nein, auch das frische Hühnerblut, das ich vor die Tür gestellt habe, hat nichts gebracht. Ebenso wenig wie die Kinderknochen, die ich für einen Beutel Silber einem Friedhofsgräber abgehandelt habe, nur weil die Wächter vorm Tor dir erzählt haben, das würde gleich ein Dutzend weißer Frauen anlocken. Ja, ja! Farid wollte sich die Hände auf die Ohren pressen. Orpheus hatte recht. Sie hatten alles versucht. Aber die weißen Frauen zeigten sich ihnen einfach nicht. Und wer sonst sollte Orpheus verraten, wie er Staubfinger vom Tod zurückholen konnte? Farid zog wortlos den Spaten aus der Erde und begann wieder zu graben. Er hatte Blasen an den Händen, als er endlich auf Holz stieß. Die Truhe, die er aus der Erde zerrte, war nicht allzu groß, doch wie die letzte, bis an den Rand mit Silbermünzen gefüllt. Farid hatte belauscht, wie Orpheus sie herbeigelesen hatte. Unter den Galgen auf dem finsteren Hügel, lange bevor der Speckfürst dort die Eichen für den Sarg seines Sohnes schlagen ließ, hatte eine Bande Wegelagerer eine Schatulle mit Silber vergraben. Danach hatten sie sich im Streit gegenseitig erschlagen, aber das Silber war noch dort, in der Erde, auf der ihre Knochen bleichten. Das Holz der Truhe war morsch und Farid fragte sich, wie bei den anderen Schätzen, die er ausgegraben hatte, ob das Silber nicht vielleicht doch schon unter dem Galgen gelegen hatte, bevor Orpheus seine Worte schrieb. Der Käsekopf lächelte auf solche Fragen hin, nur wissend, aber Farid bezweifelte, daß Orpheus die Antwort wirklich kannte. Na bitte, wer sagt's denn? Für den nächsten Monat dürfte das reichen. Orpheus Lächeln war so selbstverliebt, daß verriet es ihm zu gern mit einer Schaufel Erde aus dem Gesicht gewischt hätte. Für einen Monat! Mit dem Silber, das er und der Fleischberg in lederne Beutel füllten, hätte man ganz Ombra für Monate den hungrigen Bauch füllen können. Wie lange dauert das denn noch? Vermutlich ist der Henker mit dem frischen Galgenfutter schon auf dem Weg hierher. Wenn Orpheus nervös... Gut, sehr gut. Es würde die Dinge komplizieren, wenn der Alte die Worte wieder dem Wein vorzöge. Schon seine letzten Ideen haben nur zu heilloser Verwirrung geführt. Orpheus nahm die Zügel auf und blickte zum Himmel. Es sah nach einem weiteren regennassen Tag aus, grau und traurig wie die Gesichter in Ombra. Maskentragende Räuber, Unsterblichkeitsbücher, ein Fürst, der von den Toten zurückkommt. Kopfschüttelnd trieb er sein Pferd auf den Pfad zu, der nach Ombra führte. Wer weiß, was ihm noch eingefallen wäre. Nein, Fenolio soll sich ruhig um das bisschen Verstand trinken, das er noch hat. Ich werde mich um seine Geschichte kümmern. Ich verstehe sie eh viel besser als er. Farid hörte erneut nicht zu, während er seinen Esel aus dem Gebüsch zerrte. Sollte der Käsekopf nur reden. Ihm war gleich, wer von den beiden die Worte schrieb, die Staubfinger zurückbrachten, solange es nur endlich geschah. Und wenn die ganze verdammte Geschichte dabei zum Teufel ging. Wie immer versuchte der Esel Farid zu beißen, als er sich auf seinen knochigen Rücken schwang. Orpheus ritt eins der schönsten Pferde in Ombra, der Käsekopf war trotz seiner plumpen Gestalt ein guter Reiter, aber natürlich hatte er, geizig wie er war für Farid, nur einen Esel angeschafft, bissig und so alt, dass er kahl auf dem Kopf war. Den Fleischberg hätten selbst zwei Esel nicht tragen können. Und so trottete Oss neben Orpheus her wie ein zu groß geratener Hund, das Gesicht schweißnass vor Anstrengung, bergauf, bergab auf den schmalen Pfaden, die die Hügel um Ombra durchzogen. Also gut, Fenolio schreibt nicht mehr. Orpheus liebte es, laut vor sich hinzudenken. Manchmal schien es fast, als könnte er seine Gedanken nur ordnen, wenn er dabei seine eigene Stimme hörte. Aber woher stammen dann all die Geschichten über den Eichel her? Beschützte Witwen. Silber auf den Schwellen der Armen. Gewildertes Fleisch auf den Tellern vaterloser Kinder. Ist all das tatsächlich Mortimer Volchert's Werk, ohne dass Finolio ihm dazu ein paar hilfreiche Worte geschrieben hat? Ein Karren kam ihnen entgegen. Orpheus trieb fluchend sein Pferd in die Dornen und der Fleischberg starrte mit dummem Grinsen zu den beiden Jungen hinauf, die auf dem Karren knieten, die Hände auf den Rücken gebunden, die Gesichter schmal vor Angst. Der eine hatte noch hellere Augen als Maggie, und sie waren beide nicht älter als Farid. Natürlich nicht. Wären sie älter, dann wären sie mit Cosimo gezogen und schon lange tot. Aber an diesem Morgen war ihnen das vermutlich kein Trost. Man würde ihre Leichen von Ombra aus sehen können, als mahnendes Beispiel für alle, die der Hunger zum Wildern verführte. Doch die Nase des Hänflings würde sie nicht riechen. Starb man am Galgen so schnell, dass die weißen Frauen nicht kamen? Farid griff sich unwillkürlich an den Rücken, dorthin, wo Bast das Messer hineingefahren war. Bei ihm waren sie auch nicht gekommen, oder? Er erinnerte sich nicht. Er erinnerte sich nicht einmal an den Schmerz, nur an Maggis Gesicht, als er wieder zu sich gekommen war, und daran, wie er sich umgedreht und Staubfinger hatte daliegen sehen. Warum schreibst du nicht einfach, dass sie mich an seiner Stelle holen? hatte er Orpheus gefragt. Aber der hatte nur laut gelacht. »Dich?« Glaubst du allen Ernstes, die weißen Frauen tauschen den Feuertänzer gegen einen hergelaufenen Dieb wie dich ein?« Nein, da müssen wir ihnen schon einen fetteren Köder anbieten.« Die Beutel voll Silber hüpften an Orpheus Sattel, als er seinem Pferd die Sporen gab, und Oss Kopf lief so rot an vor Anstrengung, daß es aussah, als würde er ihm im nächsten Moment auf dem fleischigen Hals zerplatzen verfluchter Käsekopf. Ja, Maggie soll ihn zurückschicken, dachte Farid, während er dem Esel die Fersen in die Seiten stieß. Besser heute als morgen. Aber wer sollte ihr die Worte schreiben? Und wer außer Orpheus konnte Staubfinger von den Toten zurückholen? Er wird niemals zurückkommen, flüsterte es in ihm. Staubfinger ist tot, Farid, tot. Na und? fuhr er die leise Stimme an, was heißt das schon in dieser Welt? Ich bin auch zurückgekommen. Wenn er sich nur an den Weg erinnern könnte. Kleider. Ein neuer Morgen weckte Maggie mit blassem Licht, das auf ihr Gesicht fiel, und Luft so frisch, als hätte sie niemand vor ihr geatmet. Vor ihrem Fenster zwitscherten die Feen wie Vögel, die das Sprechen gelernt hatten, und irgendwo schrie ein Eichelherr, falls es ein Eichelherr war. Der starke Mann ahmte jeden Vogel so täuschend nach, dass es klang, als nistete er in seiner breiten Brust. Und sie alle antworteten ihm. Lärchen, Spötter, Spechte, Nachtigallen und die zahmen Krähen des Geckos. Mo war auch schon wach. Sie hörte seine Stimme von draußen und die ihrer Mutter. War Farid vielleicht endlich gekommen? Hastig erhob sie sich von dem Strohsack, auf dem sie schlief. Wie hatte es sich angefühlt, in einem Bett zu schlafen? Sie konnte sich kaum noch erinnern und lief ans Fenster. Seit Tagen schon wartete sie auf Farid. Er hatte versprochen zu kommen. Aber nur ihre Eltern standen auf dem Hof und der starke Mann, der ihr zulächelte, als er sie am Fenster stehen sah. Mo half Reza, eins der Pferde zu satteln, die, als sie hergekommen waren, schon an einem der Ställe gewartet hatten. Die Pferde waren so schön, dass sie bestimmt einst einem der adligen Freunde des Hänflings gehört hatten, aber Maggie vermied es, wie bei vielen Dingen, die der Schwarze Prinz ihnen besorgte, allzu genau darüber nachzudenken, wie sie den Räubern in die Hände gefallen waren. Sie liebte den schwarzen Prinzen, Baptista und den starken Mann. Doch einige der anderen ließen sie schaudern, Männer wie der Schnapper und der Gecko, auch wenn es dieselben Männer waren, die sie und ihre Eltern auf dem Natternberg gerettet hatten. Räuber sind Räuber, Maggie, sagte Farid oft. Der Prinz tut, was er tut, für andere. Aber von seinen Männern wollen sich etliche einfach nur die Taschen füllen, ohne dafür auf einem Feld oder in einer Werkstatt schuften zu müssen. Ach, Farid. Sie vermisste ihn so sehr, dass sie sich dafür schämte. Ihre Mutter sah blass aus. Resa war in den letzten Tagen oft schlecht gewesen. Vermutlich wollte sie deshalb zu Roxane reiten. Niemand wusste bei so etwas besser Rat als Staubfingers Witwe, außer dem Schleierkauz vielleicht. Aber dem ging es selbst nicht sonderlich gut seit Staubfingers Tod. Vor allem, seit er gehört hatte, daß der Natternkopf das Siechenhaus hatte niederbrennen lassen, das er so viele Jahre auf der anderen Seite des Waldes geleitet hatte. Was aus Bella und all den anderen Heilerinnen geworden war, niemand wußte es. Eine Maus, gehörnt wie Staubfingers Marder, huschte vorbei, als Maggie nach draußen trat, und eine Fee schwirrte auf sie zu und griff ihr ins Haar, aber Maggie war inzwischen geübt darin, sie fortzuscheuchen. Je kälter es wurde, desto seltener kamen sie aus ihren Nestern, doch sie waren immer noch auf der Jagd nach Menschenhaar. Nichts hält sie wärmer, sagte Baptista immer, außer Bärenhaar, und das auszureißen ist gefährlich. Der Morgen war so kühl, dass Maggie sich fröstelnd die Arme um den Leib schlang. Die Kleider, die die Räuber ihnen besorgt hatten, wärmten nicht halb so gut wie die Pullover, in die sie sich an einem solchen Tag in der anderen Welt gehüllt hätte, und sie dachte fast mit Sehnsucht an die warmen Socken, die in Elinors Schränken auf sie warteten. Mo drehte sich um und lächelte, als sie auf ihn zutrat. Er sah müde aus, aber glücklich. Er schlief nicht viel. Oft arbeitete er bis spät in die Nacht in seiner provisorischen Werkstatt mit dem spärlichen Werkzeug, das Fennolio ihm besorgt hatte, und immer wieder ging er in den Wald, allein oder mit dem Prinzen. Er dachte, dass sie nichts davon wusste, aber Maggie hatte schon einige Male gesehen, wie die Räuber ihn abholten, wenn sie schlaflos am Fenster gestanden und auf Farid gewartet hatte. Sie riefen Mo mit dem Schrei des Eichelheers. Maggie hörte ihn fast jede Nacht. »Geht es dir besser?« Besorgt sah sie ihre Mutter an. Vielleicht waren es doch die Pilze, die wir vor ein paar Tagen gefunden haben. Nein, bestimmt nicht. Resa sah Mo an und lächelte. Roxane wird schon ein Kraut dagegen wissen. Willst du mit mir kommen? Vielleicht ist Brianna da. Sie arbeitet nicht jeden Tag bei Orpheus. Brianna? Warum sollte sie sie sehen wollen? Weil sie fast gleich alt waren? Brianna war nach Cosimus Tod von der Hässlichen verstoßen worden, als späte Strafe dafür, dass sie die Gesellschaft ihres Mannes der ihren vorgezogen hatte. Danach hatte Brianna zunächst Roxane auf ihren Feldern geholfen, doch nun arbeitete sie für Orpheus. Ebenso wie Farid. Orpheus hatte inzwischen ein halbes Dutzend Mägde. Farid spottete schon, dass der Käsekopf sich nicht einmal mehr die dünnen Haare selber kämmte. Orpheus stellte nur schöne Mädchen ein. Und Brianna war wunderschön, so schön, dass Maggie sich in ihrer Gegenwart wie eine Ente neben einem Schwan fühlte. Und was es noch schlimmer machte, Brianna war Staubfingers Tochter. Na und, ich spreche nicht einmal mit ihr, sagte Farid, wenn sie ihn nach ihr fragte. Sie hasst mich genau wie ihre Mutter. Dennoch, er sah sie fast jeden Tag. Brianna und all die anderen, die schönsten Mädchen von Ombra arbeiteten in Orpheus Haus. Sie aber hatte er schon seit fast zwei Wochen nicht mehr besucht. Nun kommst du mit? Resa sah sie immer noch fragend an, und Maggie spürte, wie sie rot wurde, als hätte ihre Mutter jeden ihrer Gedanken gehört. Nein, sagte sie, nein, ich glaube, ich bleib lieber hier. Der starke Mann reitet doch mit dir, oder? Sicher. Der starke Mann hatte sich zur Aufgabe gemacht, sie und Resa zu beschützen. Maggie war nicht sicher, ob Mo ihn darum gebeten hatte oder ob er es einfach nur tat, um dem her seine Ergebenheit zu zeigen. Resa ließ sich von ihm aufs Pferd helfen. Sie beschwerte sich oft darüber, wie umständlich es war, mit einem Kleid zu reiten und wie viel lieber sie in dieser Welt Männerkleider getragen hätte, auch wenn sie das einst zu Mortolas Gefangener gemacht hatte. Ich bin vor der Dunkelheit zurück, sagte sie zu Mo. Vielleicht weiß Roxane ja auch etwas gegen deine schlaflosen Nächte. Dann war sie mit dem starken Mann zwischen den Bäumen verschwunden und Maggie stand allein mit Mo da, wie früher, als es nur sie beide gegeben hatte. Es geht dir wirklich nicht gut. Mach dir keine Sorgen. Roxane wird Rat wissen. Mo sah zum Backhaus hinüber, in dem er sich eine Werkstatt eingerichtet hatte. Was waren das für schwarze Kleider, die er trug? Ich muss auch fort, aber ich bin am Abend zurück. Der Gecke und Baptista sind im Stall und der Prinz will zusätzlich den Holzfuß herschicken, während der starke Mann fort ist. Die drei werden besser auf dich aufpassen, als ich es kann. Was war das in seiner Stimme? Eine Lüge? Er hatte sich verändert seit Morteler ihn fast getötet hatte. Er war verschlossener und oft so abwesend, als wäre ein Teil von ihm in der Höhle geblieben, in der er fast gestorben war, oder im Turm verließ der Nachtburg. Wo willst du hin? Ich komm mit dir. Maggie spürte, wie er zusammenfuhr, als sie ihren Arm unter den Seinen schob. Was ist? Nichts, gar nichts. Er strich sich über den schwarzen Ärmel und wich ihren Blick aus. Du bist wieder mit dem Prinzen fort gewesen. Ich habe ihn gestern Nacht auf dem Hof gesehen. Was ist passiert? Es ist nichts, Maggie. Wirklich nicht. Mit abwesendem Gesicht strich er ihr über die Wange, dann drehte er sich um und ging auf das Backhaus zu. Gar nichts? Maggie folgte ihm. Die Tür war so niedrig, dass Mo den Kopf einziehen musste. Wo hast du die schwarzen Kleider her? Es sind Buchbinderkleider. Baptista hat sie mir genäht. Er trat an den Tisch, an dem er arbeitete. Leder lag darauf. Ein paar Bögen Pergament, Faden, ein Messer und das schmale Buch, das er in den letzten Wochen aus Resas Zeichnungen gebunden hatte. Bilder von Feen, von Feuerelfen und Glasmännern, vom schwarzen Prinzen, vom starken Mann. Von Baptista und Roxane. Von Farid war auch eines dabei. Das Buch war verschnürt, als wollte Mo es mit auf Reisen nehmen. Das Buch, die schwarzen Kleider. Oh, sie kannte ihn so gut. Nein, Mo! Maggie griff nach dem Buch und verbarg es hinter ihrem Rücken. Vielleicht konnte er Resa täuschen, aber nicht sie. Was? Er gab sich wirklich Mühe, ahnungslos reinzuschauen. Er konnte sich besser verstellen als früher. Du willst nach Ombra, zu Balbulus. Bist du verrückt geworden? Das ist viel zu gefährlich. Für einen Moment dachte Mo tatsächlich daran, sie weiter zu belügen, doch dann seufzte er. Also gut, ich kann dir immer noch nichts vormachen. Ich dachte, inzwischen wäre es vielleicht leichter, weil du fast erwachsen bist. Dumm von mir. Er schlang die Arme um sie und entwand das Buch sanft ihren Händen. Ja, ich will zu Balbulus bevor der Hänfling all die Bücher verkauft hat, von denen du mir so viel erzählt hast. Finolio wird mich als Buchbinder auf die Burg schmuggeln. Wie viele Fässer Wein bekommt der Hänfling für ein Buch, was denkst du? Die Hälfte der Bibliothek soll schon fort sein, damit er seine Feste bezahlen kann. Mo, es ist zu gefährlich, was, wenn dich jemand erkennt? Wer? Niemand in Ombra hat mich je gesehen. Einer der Soldaten könnte dich von der Nachtburg kennen, und der Rußvogel soll dort sein. Den werden ein paar schwarze Kleider kaum täuschen. Ach was, der Rußvogel hat mich zuletzt gesehen, als ich halb tot war. Außerdem sollte er sich besser nicht wünschen, mich zu treffen. Sein Gesicht, vertraut wie kein anderes, wurde nicht zum ersten Mal das eines Fremden. Kalt. So kalt. Nun sieh mich nicht so besorgt an, sagte er und lächelte die Kälte fort. Doch das Lächeln blieb nicht. Weißt du, dass mir meine eigenen Hände fremd werden, Maggie? Er hielt sie ihr hin, als könnte sie die Veränderung sehen. Sie tun Dinge, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie sie tun können. Und sie tun sie gut. Mo betrachtete seine Hände, als wären es die eines anderen. Wie oft hatte Maggie ihnen zugesehen, wenn sie Papier schnitten, Seiten hefteten, Leder spannten oder ihr Pflaster auf ein aufgeschlagenes Knie klebten aber sie wusste nur zu gut, von welchen Dingen Mo nun sprach. Sie hatte ihn oft genug beobachtet, wenn er mit Baptista oder dem starken Mann hinter den Ställen übte, mit dem Schwert, das er seit der Nachtburg trug, dem Schwert des Brandfuchses. Er konnte es tanzen lassen, als wäre es seinen Händen ebenso vertraut wie ein Papiermesser oder ein Falzbein. Eichelherr! Ich glaube, ich sollte meine Hände daran erinnern, was ihr eigentliches Handwerk ist, Maggie. Ich möchte mich selbst daran erinnern. Fenolio hat Balbulus erzählt, dass er einen Buchbinder gefunden hat, der seine Arbeiten so bindet, wie sie es verdienen. Aber Balbulus will diesen Buchbinder sehen, bevor er ihm seine Werke anvertraut. Deshalb werde ich auf die Burg reiten und ihm beweisen, dass ich von meiner Kunst ebenso viel verstehe, wie er von der seinen. Du selbst bist schuld, dass ich es nicht erwarten kann, seine Werkstatt endlich mit eigenen Augen zu sehen. Weißt du noch, wie du mir oben im Turm der Nachtburg von Balbulus Pinseln und Federn erzählt hast? Er ahmte ihre Stimme nach. Er ist ein Buchmaler, Mo, auf der Burg von Ombra, der Allerbeste. Du könntest die Pinsel sehen und die Farben. Ja, flüsterte sie, ja, ich erinnere mich. Sie wußte sogar noch, was er erwidert hatte. Diese Pinsel würde ich wirklich gern sehen. Aber sie erinnerte sich auch noch an die Angst, die sie damals um ihn gehabt hatte. Weiß Resa, wohin du reiten willst? Sie legte ihm die Hand auf die Brust, dorthin, wo nur noch eine Narbe daran erinnerte, daß er fast gestorben war. Er brauchte nicht zu antworten. Sein schuldbewusster Blick sagte deutlich genug, daß er ihrer Mutter nichts von seinen Plänen erzählt hatte. Maggie betrachtete das Werkzeug, das auf dem Tisch lag. Vielleicht hatte er recht. Vielleicht war es Zeit, seine Hände zu erinnern. Vielleicht konnte er tatsächlich auch in dieser Welt die Rolle spielen, die er in der anderen so sehr geliebt hatte, obwohl es hieß, dass der Hänfling Bücher für überflüssiger hielt als Vorogeln im Gesicht. Aber Ombra gehörte dem Natternkopf. Seine Soldaten waren überall. Was, wenn einer von ihnen den Mann erkannte, der noch vor wenigen Monaten der Gefangene ihres finsteren Herrn gewesen war? Mo! Worte drängten auf Maggies Zunge. Sie hatte sie in den letzten Tagen oft gedacht, doch nie auszusprechen gewagt, weil sie nicht sicher war, ob sie sie wirklich meinte. Denkst du nicht manchmal auch, wir sollten zurückgehen? Zurück zu Elinor und Darius? Ich weiß, ich habe dich überredet zu bleiben, aber der Natternkopf sucht immer noch nach dir, und du gehst nachts mit den Räubern fort. Vielleicht merkt Rese es nicht, aber ich schon. Wir haben ja alles gesehen. Die Feen und die Nymphen, den weglosen Wald und die Glasmänner... Es war so schwer, die richtigen Worte zu finden. Worte, die auch ihr selbst erklärten, was in ihrem Inneren vorging. Vielleicht... Vielleicht wird es Zeit. Ich weiß, Fenolio schreibt nicht mehr, aber wir könnten Orpheus fragen. Er ist ohnehin eifersüchtig auf dich. Er wäre bestimmt froh, wenn wir fortgingen und er der einzige Vorleser in dieser Geschichte wäre. Mo sah sie nur an, und Maggie wusste seine Antwort. Sie hatten die Rollen getauscht. Nun war er es, der nicht zurück wollte. Auf dem Tisch zwischen dem grob geschöpften Papier und den Messern, die Finoglio beschafft hatte, lag die Schwanzfeder eines Eichelheers. »Komm her!« Mo setzte sich auf die Tischkante und zog sie an seine Seite, so wie er es unzählige Male getan hatte, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war. Wie lange war das her? So lange. Als wäre es eine andere Geschichte gewesen und die Maggie darin eine andere Maggie. Aber als Mo ihr den Arm um die Schulter legte, war sie für einen Moment erneut in dieser Geschichte. Fühlte sich geborgen, beschützt, ohne die Sehnsucht im Herzen, die nun darin wohnte, als wäre sie schon immer dort gewesen. Sehnsucht nach einem Jungen mit schwarzem Haar und Ruß an den Fingern. Ich weiß, warum du zurück willst, sagte Mo leise. Vielleicht hatte er sich geändert, aber er konnte ihre Gedanken immer noch ebenso gut lesen wie sie die seinen. Wie lange war Farid schon nicht mehr hier? Fünf Tage? Sechs? Zwölf, antwortete Maggie mit kläglicher Stimme und verbarg das Gesicht an seiner Schulter. Zwölf? Sollen wir den starken Mann bitten, ihm ein paar Knoten in seine dünnen Arme zu machen? Maggie musste lachen. Was würde sie nur tun, wenn Mo irgendwann nicht mehr da war, um sie zum Lachen zu bringen? »Ich habe noch nicht alles gesehen, Maggie,« sagte er. »Ich habe das Wichtigste noch nicht gesehen. Balbulus Bücher. Handgeschriebene Bücher, Maggie, illuminierte Bücher, nicht befleckt vom Staub endlos vieler Jahre, nicht vergilbt und vielfach beschnitten. Nein, die Farbe ist gerade erst auf ihren Seiten getrocknet, der einen Band noch geschmeidig. Wer weiß, vielleicht erlaubt Balbulus mir ja sogar, ihm eine Weile bei der Arbeit zuzusehen. Stell dir das vor! Ich habe mir so oft gewünscht, nur ein einziges Mal sehen zu können, wie eins dieser winzigen Gesichter aufs Pergament gesetzt wird, wie die Ranken beginnen, sich um eine Initiale zu schlingen. Maggie konnte es nicht ändern, sie musste lächeln. Schon gut, schon gut, sagte sie und presste ihm die Hand auf den Mund. Gut! sagte sie noch einmal, wir reiten zu Balbulus, aber zusammen. Wie früher, setzte sie in Gedanken hinzu, nur du und ich. Und als Mo protestieren wollte, hielt sie ihm erneut den Mund zu. Du hast es selbst gesagt, damals in der eingestürzten Mine. Der Mine, in der Staubfinger gestorben war. Maggie wiederholte Moos Worte mit leiser Stimme. Sie schien sich an jedes Wort aus diesen Tagen zu erinnern, als hätte sie ihr jemand ins Herz geschrieben. "Zeig mir die Feen, Maggie, und die Nixen und den Buchmaler auf der Burg von Ombra. Lass uns herausfinden, wie fein seine Pinsel wirklich sind." Mo richtete sich auf und begann das Werkzeug zu sortieren, das auf dem Tisch lag, so wie er es in seiner Werkstatt in Elinor's Garten immer getan hatte. Ja, ja, das sind wohl meine Worte, sagte er, ohne sie anzusehen. Aber in Ombra herrscht jetzt der Schwager des Natternkopfes. Was denkst du, was deine Mutter sagen würde, wenn ich dich in eine solche Gefahr bringe? Ihre Mutter, ja. Sie braucht es doch nicht zu erfahren. Bitte, Mo, du musst mich mitnehmen. Oder, oder ich sag dem Gecko, er soll dem schwarzen Prinzen verraten, was du vorhast. Dann wirst du nie bis nach Ombra kommen. Er wandte das Gesicht ab, aber Maggie hörte, wie er leise lachte. Oh, das ist Erpressung. Hab ich dir so etwas beigebracht? Er drehte sich mit einem Seufzer um und sah sie lange an. Na gut, sagte er schließlich. Sehen wir uns zusammen die Federn an und die Pinsel. Schließlich waren wir auch schon gemeinsam auf der Nachtburg. So finster kann die von Ombra im Vergleich dazu nicht sein, oder? Er strich sich über den schwarzen Ärmel. Was bin ich froh, dass die Buchbinder hier keine kleistergelbe Tracht tragen, sagte er, während er das Buch mit Resas Zeichnungen in eine Satteltasche schob. Was deine Mutter betrifft, ich will sie nach unserem Besuch auf der Burg bei Roxana abholen, aber erzähl ihr nichts von unserem Ausflug. Du denkst dir vermutlich längst, warum ihr morgens schlecht ist, nicht wahr? Maggie sah ihn verständnislos an und kam sich im selben Moment so dumm vor, so unendlich dumm. Bruder oder Schwester? Was wäre dir lieber? Mo sah plötzlich so glücklich aus. Arme Elinor, weißt du, dass sie auf die Nachricht gewartet hat, seit wir bei ihr eingezogen sind? Und nun haben wir das Kind mit in eine andere Welt genommen. Bruder oder Schwester? Als Maggie klein gewesen war, hatte sie eine Weile so getan, als hätte sie eine unsichtbare Schwester. Sie hatte ihr Tee aus Gänseblümchen gekocht und Kekse aus Sand gebacken. Aber wie lange wisst ihr es schon? Es stammt aus derselben Geschichte wie du, falls du das meinst. Aus Elinors Haus, um genau zu sein. Ein Kind aus Fleisch und Blut, keins aus Worten, keins aus Tinte und Papier. Obwohl, wer weiß, vielleicht sind wir nur von einer Geschichte in die andere gerutscht. Was denkst du? Maggie sah sich um, betrachtete den Tisch, das Werkzeug, die Feder und Moos schwarze Kleider. All das war aus Worten gemacht, oder? Fenollius Worten. Das Haus, der Hof, der Himmel über ihnen, die Bäume, die Steine, der Regen, die Sonne und der Mond. "Ja, was ist mit uns?", dachte Maggie. "Woraus sind wir gemacht, Resa, ich?" Mo und das Kind, das kommen wird. Sie wusste die Antwort nicht mehr. Hatte sie sie je gewusst? Es schien, als flüsterten die Dinge um sie her von all dem, was sein würde und all dem, was gewesen war. Und als Maggie ihre Hände betrachtete, war es ihr, als könnte sie Buchstaben darin lesen. Buchstaben, die sagten, und dann wurde ein neues Kind geboren.

Finolio tut sich leid. Finolio lag im Bett, wie so oft in den letzten Wochen. Oder waren es schon Monate? Egal. Missmutig blickte er hinauf zu den Feennestern über seinem Kopf. Fast alle waren verlassen, bis auf eines, aus dem es endlos schnatterte und kicherte. Es schillerte bunt wie ein Ölfleck auf dem Wasser. Orpheus. Die Feen in dieser Welt waren blau zum Teufel. Schwarz auf weiß war das nachzulesen. Was bildete dieser Kalbskopf sich ein, sie bunt wie den Regenbogen zu färben? Und was es noch schlimmer machte, sie vertrieben die Blauen, wo immer sie sich breit machten. Bunte Feen, gefleckte Kobolde, angeblich liefen auch schon ein paar vierarmige Glasmänner herum. Der Kopf tat Fenoljo weh, wenn er nur daran dachte. Und es verging kaum eine Stunde, in der er das nicht tat, in der er sich nicht fragte, was Orpheus nun gerade wieder zusammenschrieb in seinem großen, feinen Haus, in dem er Hof hielt, als wäre er der wichtigste Mann von Ombra. Fast jeden Tag schickte er Rosenquarz zum Spionieren dorthin, aber man konnte nicht sagen, dass der Glasmann allzu viel Talent für diese Aufgabe bewies. Nein, wahrlich nicht. Außerdem hatte Finollio den Verdacht, dass Rosenquarz statt zu Orpheus viel lieber in die Gasse der Näherinnen schlich, um dort seinen weiblichen Artgenossinnen nachzustellen. Nun, Finollio, dachte er mürrisch, du hättest diesen Glasköpfen eben etwas mehr Pflichtbewusstsein in ihre dummen Herzen schreiben müssen. Leider nicht dein einziges Versäumnis. Er griff gerade zu dem Rotweinkrug, der neben seinem Bett stand, um sich über diese deprimierende Erkenntnis hinweg zu trösten, als eine kleine Gestalt etwas atemlos oben an der Dachluke erschien. Na, endlich! Rosenquarzglieder, sonst blassrosa, waren karmesinrot angelaufen. Glasmänner konnten nicht schwitzen, sie verfärbten sich, wenn sie sich allzu sehr anstrengten. Auch diese Regel hatte natürlich er selbst aufgestellt. Er konnte beim besten Willen nicht mehr sagen, warum. Aber was kletterte der närrische Kerl auch über die Dächer? Was für ein Leichtsinn mit Gliedern, die schon zersplitterten, wenn die dummen Dinger vom Tisch fielen? Ja, ein Glasmann war sicherlich nicht die Idealbesetzung für einen Spion, aber andererseits waren sie bei ihrer Größe ausgesprochen unauffällig. Und wenn ihre Glieder auch arg zerbrechlich waren, so war ihre Durchsichtigkeit doch mit Sicherheit eine ganz exzellente Eigenschaft für geheime Erkundungen. Nun, was schreibt er? Erzählt schon. Fenoglio nahm den Krug und tappte auf nackten Füßen zu dem Glasmann hinüber. Einen Fingerhut Rotwein verlangte Rosenquartz als Bezahlung für seine Spionagetätigkeit, die, wie er nicht müde wurde zu betonen, keineswegs zu den klassischen Aufgaben eines Glasmanns gehörte und daher zusätzlich entlohnt werden musste. Der Fingerhut war kein allzu hoher Preis, wie Fenolio zugeben musste, aber bislang hatte Rosenquarz auch noch nicht allzu viel herausgefunden. Außerdem bekam der Wein ihm nicht. Er wurde nur noch aufmüpfiger davon und musste stundenlang rülpsen. »Kann ich vielleicht erst einmal zu Atem kommen, bevor ich Bericht erstatte?« sagte er mit spitzer Stimme. »Na bitte, aufmüpfig! Und wie schnell er immer beleidigt war!« »Du atmest doch, und reden kannst du offenbar auch!« Finolio pflückte den Glasmann von der Schnur, die er ihm an der Dachluke befestigt hatte, damit er sich von dort abseilen konnte, und trug ihn zu dem Tisch, den er auf dem Markt gegen sein Schreibpult eingetauscht hatte. »Also, noch einmal«, sagte er, während er ihm einen Fingerhut aus dem Weinkrug schöpfte. »Was schreibt er?« Rosenquarz schnupperte an dem Wein und rümpfte die dunkelrot verfärbte Nase. »Dein Wein wird auch immer schlechter,« stellte er mit beleidigter Stimme fest. Ich sollte eine andere Bezahlung verlangen. Verärgert zog Finolio ihm den Fingerhut aus den gläsernen Händen. Noch hast du dir nicht einmal den hier verdient, polterte er. Gib es schon zu. Du hast erneut gar nichts herausgefunden, nicht das geringste. Der Glasmann verschränkte die Arme. Ach nein. Es war zum Verrücktwerden. Und man konnte ihn nicht einmal schütteln aus Angst, ihm dabei einen Arm oder gar den Kopf abzubrechen. Mit finsterer Miene stellte Finollio den Fingerhut zurück auf den Tisch. Rosenquarz tauchte den Finger hinein und leckte ihn ab. Er hat sich wieder einen Schatz herbeigeschrieben. Schon wieder? Teufel! Er verbraucht mehr Silber als der Hänfling! Es wurmte Finollio immer noch, daß er nie selbst auf diese Idee gekommen war. Andererseits, er hätte einen Leser gebraucht, um seine Worte in klingende Münzen zu verwandeln, und er war nicht sicher, ob Maggie oder ihr Vater ihm für solch prosaische Ziele ihre Zunge geliehen hätten. Gut. Einen Schatz, was noch? Oh, er schreibt einiges, aber er scheint mit dem wenigsten zufrieden zu sein. Habe ich schon erzählt, dass jetzt zwei Glasmänner für ihn arbeiten? Der Vierarmige, mit dem er sich überall gebrüstet hat? Rosenquartz senkte die Stimme, als wäre es zu furchtbar, es auszusprechen. »Er soll ihn vor Wut gegen die Wand geworfen haben. Jeder in Ombre hat davon gehört, aber Orfeu ist bezahlt gut.« Fenolio ignorierte den vorwurfsvollen Blick, den der Glasmann ihm bei dieser Bemerkung zuwarf. »Und so arbeiten jetzt diese zwei Brüder für ihn, Jaspis und Eisenglanz. Der ältere ist ein Scheusal, er...« »Zwei? Wozu braucht der Kalbskopf zwei Glasmänner? Pfuscht er nun schon so eifrig in meiner Geschichte herum, dass einer nicht ausreicht, ihm dafür die Federn zu spitzen?« Phenolio spürte wie der ärger in den magen säuerte auch wenn es eine gute nachricht war daß der vierarmige glasmann das zeitlich gesegnet hatte vielleicht dämmerte es orpheus langsam daß seine schöpfungen nicht das papier wert waren auf dem er sie schuf gut was noch rosenquartz schwieg er hatte beleidigt die arme verschränkt er mochte es gar nicht wenn man ihn unterbrach herrgott nun ziehe dich nicht so Finolio schob ihm den wein etwas näher Woran schreibt er noch? Neue exotische Jagdbeute für den Hänfling, gehörnte Hündchen für die Hofdamen, oder hat er vielleicht beschlossen, dass meiner Welt gepunktete Zwerge fehlen? Rosenquarz tauchte erneut den Finger in den Wein. Du musst mir neue Hosen kaufen, stellte er fest. Ich hab sie mir zerrissen bei der elenden Herumkletterei. Außerdem sind sie zerschlissen. Du kannst ja gern herumlaufen, wie es dir gefällt, aber ich lebe nicht unter Menschen, um schlechter gekleidet zu sein als meine Vettern im Wald. Oh, an manchen Tagen hätte Finollio ihn am liebsten in der Mitte durchgebrochen. Deine Hosen? Was interessieren mich deine Hosen? fuhr er den Glasmann an. Rosenquarz nahm einen tiefen Schluck aus dem Fingerhut und spuckte sich den Wein auf die gläsernen Füße. Der ist nicht besser als essig, zitterte er. Dafür habe ich mich mit Knochen bewerfen lassen? Dafür habe ich mich durch Taubendreck und über zerbrochene Ziegel geschlichen? Ja, sieh mich nicht so ungläubig an. Dieser Eisenglanz hat mich mit Hühnerknochen beworfen, als er mich bei Orpheus Papieren ertappt hat. Er hat versucht, mich aus dem Fenster zu stoßen. Mit einem Seufzer wischte er sich den Wein von den Füßen. Also gut. Da war etwas über gehörnte Wildschweine, aber ich konnte es kaum entziffern. Dann irgendetwas über singende Fische, ziemlich albern, muss ich sagen. Und erneut etliches über die weißen Frauen. Das Doppelauge sammelt offenbar immer noch alles, was die Spielleute über sie singen. Ja, ja, aber das weiß ganz Ombra. Dafür warst du so lange fort. Finolio vergrub das Gesicht in den Händen. Dieser Wein war wirklich nicht gut sein kopf schien jeden tag mehr zu wiegen verflucht rosenquarz nahm einen weiteren schluck auch wenn er dabei gequält das gesicht verzog gläserner dummkopf spätestens morgen würde er wieder magenkrämpfe haben nun wie auch immer dies ist mein letzter bericht verkündete er zwischen zwei rülpsern ich werde nicht noch einmal den Spion spielen, nicht solange dieser Eisenglanz dort arbeitet. Er ist stark wie ein Kobold, und er soll schon mindestens zwei Glasleuten die Arme abgebrochen haben. Ja, ja, schon gut. Du bist eh ein jämmerlicher Spion, murmelte Finolio, während er zu seinem Bett zurückwankte. Gib es zu. Du bringst wesentlich mehr Leidenschaft dafür auf, den Glasfrauen in der Gasse der Näherinnen nachzuschleichen. Denk bloß nicht, dass ich das nicht weiß. Mit einem Stöhnen streckte er sich auf seinem Strohsack aus und starrte zu den leeren Feennestern hinauf. Gab es ein jämmerlicheres Dasein als das eines Dichters, dem die Worte ausgegangen waren? Gab es ein schlimmeres Schicksal, als zusehen zu müssen, wie ein anderer die eigenen Worte verdrehte und die Welt, die man erschaffen hatte, mit geschmacklosen, bunten Tupfern versah? Kein Burgzimmer mehr, keine Truhe voll feiner Kleider und ein eigenes Pferd für den Herrn Hofdichter. Nur wieder die Kammer unter Minervas Dach. Und es war ein Wunder, daß sie ihn noch einmal aufgenommen hatte, nachdem seine Worte und Lieder dafür gesorgt hatten, daß sie keinen Mann mehr hatte und keinen Vater für ihre Kinder. Ja, ganz Ombra wußte, welche Rolle Finolio bei Cosimos Krieg gespielt hatte. Und es war schon erstaunlich, daß sie ihn noch nicht aus dem Bett gezerrt und erschlagen hatten. Aber Ombras Frauen hatten wohl zu viel damit zu tun, nicht zu verhungern. Wo sollst du denn sonst hin? hatte Minerva nur gesagt, als er vor ihrer Tür gestanden hatte. Auf der Burg brauchen Sie ja nun keinen Dichter mehr. Dort singen Sie wohl künftig die Lieder des Pfeifers. Womit sie natürlich recht behalten hatte. Der Hänfling liebte die blutigen Verse des Silbernasigen. Wenn er nicht gerade selbst ein paar schlecht gereimte Zeilen über seine Jagdabenteuer zu Papier brachte, zum Glück ließ wenigstens Violante ab und zu noch nach Fenoglio schicken, natürlich ohne zu ahnen, dass er ihr Worte brachte, die er Dichtern einer anderen Welt gestohlen hatte, aber schließlich bezahlte die Hässliche auch nicht sonderlich gut. Die Tochter des Natternkopfes war ärmer als die Hofdamen des neuen Statthalters. Also musste Fenoglio zusätzlich als Schreiber auf dem Markt arbeiten, was Rosenquartz natürlich dazu veranlasste, jedem, der es hören wollte, zu erzählen, wie tief sein Herr gesunken war. Aber wer hörte schon der Zirpstimme eines Glasmanns zu? Sollte der dumme, durchsichtige Kerl doch reden? Und wenn er ihm auch noch so auffordernd jeden Abend ein leeres Pergament auf den Tisch legte, er, Finoljo, hatte für alle Zeiten den Wörtern abgeschworen. Kein einziges würde er mehr schreiben, außer denen, die er anderen stahl und dem trockenen, blutleeren Gewäsch, das man für Testamente, Verkaufsurkunden und ähnliche Nichtigkeiten zu Papier oder Pergament bringen mußte. Die Zeit der lebenden Worte war vorbei. Tückisch und mörderisch waren sie, blutsaugende, tintenschwarze Ungeheuer, die nichts als Unglück gebaren. Er würde ihnen nicht mehr dabei helfen, oh nein! ein Gang durch die männerlosen Gassen von Ombra, und er brauchte einen ganzen Krug Wein, um die Trübsal zu vertreiben, die ihm seit Cosimos Niederlage jede Lust am Leben nahm. Bartlose Jungen, klapprige Alte, Krüppel und Bettler, fahrende Händler, die noch nichts davon gehört hatten, dass in Ombra keine Kupfermünze zu holen war, oder Geschäfte mit den Blutegeln auf der Burg machten, das war alles, was man nun in den einstmals so bunten Gassen antraf. Frauen mit rotgeweinten Augen, vaterlose Kinder, Männer von jenseits des Waldes, die hier auf eine junge Witwe oder eine verlassene Werkstatt hofften, und Soldaten. Ja, Soldaten gab es wahrlich genug in Ombra. Sie nahmen sich, was sie wollten, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Kein Haus war sicher vor ihnen. Kriegsschuld nannten sie es. Und hatten sie nicht recht? Schließlich war Cosimo der Angreifer gewesen. Cosimo, sein schönstes, unschuldigstes Geschöpf. Zumindest hatte er das gedacht. Nun lag er tot in dem Sarkophag, den der Speckfürst für seinen Sohn hatte anfertigen lassen, und der Tote mit dem verbrannten Gesicht, der bislang darin gelegen hatte, wahrscheinlich der echte, erste Cosimo, war auf dem Friedhof oberhalb der Stadt zwischen seinen Untertanen verscharrt worden. Kein schlechter Platz, wie Finollo fand. Zumindest nicht halb so einsam wie die Gruft unter der Burg. Auch wenn Minerva behauptete, dass Violante jeden Tag hinunterstieg, offiziell um ihren toten Mann zu beweinen, aber in Wirklichkeit, so flüsterte man zumindest, um ihre Spitzel dort zu treffen. Es hieß, dass die Hässliche ihre Spione nicht einmal bezahlen mußte. Der Hass auf den Hänfling trieb sie dutzendweise zu ihr. Natürlich, man mußte sich den Kerl bloß ansehen, diesen parfümierten Hühnerbrüstigen Henker, Statthalter von seines Schwagers Gnaden. Jedes Ei, dem man ein Gesicht aufmalte, hatte auf der Stelle eine ganz erstaunliche Ähnlichkeit mit ihm. Und. Nein, Finolio hatte ihn nicht erfunden. Den Hänfling hatte die Geschichte wieder einmal ganz allein hervorgebracht. Als erste Amtshandlung hatte er neben dem Burgtor eine Liste der Bestrafungen aufhängen lassen, die künftig in Ombra für diverse Vergehen verhängt wurden, mit Bildern, damit auch die verstanden, was ihnen drohte, die des Lesens nicht mächtig waren. Ein Auge für dies, eine Hand für jenes, Auspeitschungen und Pranger, Brandmale, Blendungen. Fenolio wandte jedes Mal den Kopf ab, wenn er an dem Aushang vorbeikam. Und wenn er mit Minervas Kindern über den Marktplatz musste, wo die meisten Strafen vollstreckt wurden, hielt er ihnen die Augen zu, auch wenn Ivo jedes Mal protestierte. Das Geschrei hörten sie trotzdem. Zum Glück gab es nicht allzu viele, die man noch bestrafen konnte in dieser männerlosen Stadt. Selbst viele der Frauen waren fortgezogen mit ihren Kindern, weit fort vom weglosen Wald, der Ombra nicht länger schützte vor dem Fürsten auf der anderen Seite, dem unsterblichen Natternkopf. Ja, Finoljo, das war unzweifelhaft deine Idee. Aber die Gerüchte mehrten sich, daß der Silberfürst wenig Freude an seiner Unsterblichkeit hatte. Es klopfte. Wer konnte das sein? Zum Teufel vergaß er denn inzwischen alles? Natürlich. Wo war der verdammte Zettel, den diese Krähe gestern Nacht gebracht hatte? Rosenquartz hatte sich zu Tode erschreckt, als sie plötzlich in der Dachluke gehockt hatte. Mortimer wollte nach Ombra kommen, heute. Aber hatte er ihn nicht vorm Burgtor treffen wollen? Ein verdammter Leichtsinn war dieser Besuch. An jeder Ecke hing ein Steckbrief des Eichelheers. Zum Glück hatte das Bild darauf nicht die geringste Ähnlichkeit mit Mortimer. Aber dennoch, es klopfte erneut. Rosenquarz ließ den Finger im Weinglas. Nicht einmal zum Türen öffnen, taugte so ein Glasmann. Orpheus mußte seine Tür bestimmt nicht selber öffnen. Angeblich war sein neuer Leibwächter so groß, dass er kaum durchs Stadttor passte. Leibwächter? Wenn ich jemals wieder schreibe, dachte Finnolio, dann lasse ich mir von Maggie einen Riesen herbeilesen, mal sehen, was der Kalbskopf dazu sagt. Das Klopfen wurde ziemlich ungeduldig. Ja, ja, ich komme ja schon. Finollio stolperte über einen leeren Weinkrug, als er nach seinen Hosen suchte. Mühsam stieg er hinein, wie in die Knochen schmerzten. Verfluchtes Alter! Warum hatte er keine Geschichte geschrieben, in der die Menschen ewig jung blieben? Weil es langweilig wäre, dachte er, während er zur Tür hüpfte, ein Bein in den kratzenden Hosen. Zum Sterben langweilig. Tut mir leid, Mortimer, rief er, der Glasmann hat mich nicht rechtzeitig geweckt. Rosenquartz begann hinter ihm zu schimpfen, aber die Stimme, die von draußen antwortete, war nicht die von Mortimer, auch wenn sie fast ebenso schön war. Orpheus. Wenn man an den Teufel dachte, was wollte er hier? Sich beschweren, dass Rosenquarz bei ihm herumspioniert hatte? Wenn irgendwer Grund hat, sich zu beschweren, dann ich, dachte Fenolio. Schließlich ist es meine Geschichte, die er plündert und verdreht. Elender Kalbskopf, Milchgesicht, Ochsenfrosch, Bübchen. Fenolio hatte viele Namen für Orpheus, und nicht einer war schmeichelhaft. Reichte es nicht, daß er ihm den Jungen ständig auf den Hals schickte? Mußte er auch noch selber kommen? Bestimmt wollte er wieder tausend dumme Fragen stellen. Selber schuld, Finollio! Wie oft hat er sich inzwischen für die Worte verflucht, die er auf Maggis Drängen in der Mine geschrieben hatte? Also rief er einen anderen, jünger als er, Orpheus mit Namen, geschickt mit den Buchstaben, auch wenn er sie noch nicht so meisterlich zu setzen verstand, wie Finolio selbst, und beschloss, ihn in seiner Kunst zu unterweisen, wie jeder Meister es irgendwann tut. Für eine Weile sollte Orpheus an seiner Stadt mit den Worten spielen, mit ihnen verführen und lügen, schaffen und zerstören, vertreiben und zurückholen, während Finollio darauf wartete, dass die Müdigkeit verging, dass die Lust an den Buchstaben erneut in ihm erwachte und er Orpheus zurückschicken würde in die Welt, aus der er ihn gerufen hatte, um seine Geschichte am Leben zu erhalten, mit frischen, unverbrauchten Worten. Jetzt gleich sollte ich ihn zurückschreiben, knurrte er, während er den leeren Weinkrug aus dem Weg stieß. Auf der Stelle! Schreiben! hör ich da etwas von Schreiben? spottete Rosenquarz hinter ihm. Er hatte tatsächlich wieder seine normale Farbe angenommen. Finolio warf ein Stück angetrocknetes Brot nach ihm, aber es verfehlte den blassrosafarbenen Kopf um mehr als eine Handbreit, und der Glasmann ließ einen mitleidigen Seufzer hören. Finolio? Finolio, ich weiß, dass du da bist. Nur mach schon auf! Gott, wie er diese Stimme hasste! Wie Unkraut pflanzte sie Wörter in seine Geschichte. Seine eigenen Wörter! Nein, ich bin nicht da! brummte nicht für dich, Kalbskopf. Finoljo, ist der Tod ein Mann oder eine Frau? Waren die weißen Frauen einmal Menschen? Finoljo, wie soll ich Staubfinger zurückbringen, wenn du mir nicht einmal die einfachsten Regeln dieser Welt erklären kannst? Zum Teufel, wer hatte ihn gebeten, Staubfinger zurückzubringen? Schließlich hätte der eh längst tot sein sollen, wäre alles so gekommen, wie er, Finoljo, es ursprünglich geschrieben hatte. Und was die einfachsten Regeln betraf. Seit wann, bitte sehr, waren Leben und Tod eine einfache Sache? Woher zum Henker, von denen es in Ombra inzwischen leider allzu viele gab, sollte er wissen, wie all das in dieser oder irgendeiner anderen Welt funktionierte? Er hatte sich nie Gedanken über den Tod gemacht oder über das, was danach kam. Wozu? Solange man lebte, was interessierte es einen da? Und war man erst mal tot, nun, dann interessierte einen vermutlich gar nichts mehr. Natürlich ist er da! Finollio! Das war Minervas Stimme. Verdammt! Der Kalbskopf hatte sie zu Hilfe geholt. Nicht dumm. Oh nein, dumm war Orpheus, weiß Gott nicht. Finollio versteckte die leeren Weinkrüge unter dem Bett, zwängte das zweite Bein in die Hosen und entriegelte die Tür. Na bitte! Minerva musterte ihn mißbilligend vom ungekämmten Kopf bis zu den nackten Füßen. Ich habe deinen Besuch gesagt, dass du hier bist. Wie traurig sie aussah und wie erschöpft. Sie arbeitete jetzt in der Küche der Burg. Finolio hatte Violante gebeten, sie dort unterzubringen. Aber da der Hänfling eine Vorliebe für nächtliche Gelage hatte, kam Minerva oft erst in den Morgenstunden nach Hause. Vermutlich würde sie irgendwann vor Erschöpfung tot umfallen und ihre armen Kinder als Waisen zurücklassen. Ach, was für ein Elend. Was war aus einem wunderbaren Ombra geworden? Fenolio. Orpheus schob sich an Minerva vorbei, auf den Lippen dieses abscheulich unschuldige Lächeln, das er zur Tarnung immer dabei hatte. Natürlich hatte er auch wieder Zettel mitgebracht. Zettel voller Fragen. Wie konnte er die Kleider bezahlen, die er trug? In seinen allerbesten Hofdichterzeiten hatte Finollio nicht solche Kleider getragen. Hast du die Schätze vergessen, die er sich herbeischreibt, Finollio? Minerva stieg wortlos wieder die steile Treppe hinunter, und hinter Orpheus zwängte sich ein Mann durch Finollios Tür, der selbst mit eingezogenem Kopf Mühe hatte, nicht stecken zu bleiben. Aha, sein fabelhafter Leibwächter. Finolios bescheidene Kammer wurde noch enger als dieser Fleischklops darin stand. Farid dagegen nahm immer noch nicht viel Platz in Anspruch, obwohl er in dieser Geschichte bislang keine unerhebliche Rolle gespielt hatte. Farid, der Todesengel. Er folgte seinem Herrn so zögernd durch die Tür, als schämte er sich für seine Gesellschaft. Also, Finollio, es tut mir sehr leid, Orpheus überhebliches Lächeln widersprach seinen Worten. Aber ich fürchte, ich habe noch ein paar weitere Ungereimtheiten entdeckt. Ungereimtheiten. Ich hatte Farid schon mit den entsprechenden Fragen zu dir geschickt, aber du hast ihm da ein paar sehr seltsame Antworten gegeben. Mit wichtiger Miene rückte er sich die Brille zurecht und zog das Buch unter dem schweren Samtmantel hervor. Ja? Der Kalbskopf hatte Finollios Buch mitgebracht in die Welt, von der es erzählte. Tintenherz. Das allerletzte Exemplar. Aber hatte er es ihm, dem Autor, zurückgegeben? Oh nein. Ich bedaure, Finollio, hatte er nur gesagt, mit diesem überheblichen Gesichtsausdruck, den er so meisterlich beherrschte. Die Maske des eifrigen Schülers hatte Orpheus schnell abgelegt. Aber dieses Buch gehört mir. Oder willst du allen Ernstes behaupten, der Autor sei der natürliche Besitzer eines jeden Exemplars der von ihm verfassten Bücher? Aufgeblasener, milchgesichtiger Spund. Wie er redete mit ihm, dem Schöpfer all dessen, was ihn umgab, selbst der Luft, die er atmete. Willst du schon wieder etwas über den Tod von mir hören? Finolio zwängte die Füße in seine ausgetretenen Stiefel. Warum? damit du dem armen Jungen weiter vormachen kannst, dass du Staubfinger von den weißen Frauen zurückholst, nur damit er dich weiter bedient? Farid presste die Lippen aufeinander. Staubfingers Marder blinzelte schläfrig von seiner Schulter. Oder war es ein anderer? Was du wieder für einen Unsinn redest? Orpheus klang deutlich verstimmt. Es war so leicht, ihn zu beleidigen. Sehe ich aus, als hätte ich Mühe, Diener zu finden. Ich habe sechs Mägde, einen Leibwächter, eine Köchin und den Jungen. Und ich könnte jederzeit mehr Diener haben, wenn ich sie bräuchte. Du weißt ganz genau, dass ich Staubfinger nicht für den Jungen zurückholen will. Er gehört in diese Geschichte. Sie ist nicht halb so viel wert ohne ihn. Eine Blume ohne Blüte. Ein Himmel ohne Sterne. Ein Wald ohne Bäume. Orpheus wurde rot wie Klatschmohn. Ach, es war so ein Spaß, ihn zu veralbern. Einer der wenigen Freuden, die für Noljo geblieben waren. Du bist betrunken, alter Mann, fauchte Orpheus. Seine Stimme konnte sehr unangenehm klingen. Betrunken oder nicht? Von Worten verstehe ich immer noch hundertmal mehr als du. Du handelst nur mit Gebrauchtem. Du trennst auf, was du findest, und strickst es neu, als wäre eine Geschichte ein paar alter Socken. Also erzähle mir nicht, was Staubfingers Rolle in dieser Geschichte sein sollte. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich ihn schon hatte sterben lassen, bevor er sich selbst entschloss, mit den weißen Frauen zu gehen. Was bildest du dir ein, hierher zu kommen und mich über meine Geschichte zu belehren? Sieh dir lieber das da an. Wütend zeigte er auf das schillernde Feennest über seinem Bett. »Bunte Feen! Seit Sie Ihr abscheuliches Nest über meinem Bett gebaut haben, träume ich nachts die grässlichsten Träume. Außerdem stehlen Sie den Blauen Ihre Wintervorräte.« »Nun«, Orpheus zuckte die plumpen Schultern, »hübsch sehen Sie trotzdem aus, oder?« »Ich fand es einfach eintönig, dass Sie alle blau sind.« »So fandest du?« Finnoldius Stimme wurde so laut, daß eine der bunten Feen ihr ewiges Geschnatter unterbrach und aus ihrem geschmacklosen Nest lugte. Dann schreib dir deine eigene Welt! Das hier ist meine, verstanden? Meine! Ich bin es leid, dass du darin herumfuschst! Ich gebe zu, ich habe einige Fehler in meinem Leben gemacht, aber dich hierher zu schreiben, war mit Abstand mein größter! Orpheus betrachtete gelangweilt seine Fingernägel. Sie waren abgekaut bis aufs Fleisch. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, sagte er mit bedrohlich leiser Stimme. Dieses Du hast mich hergeschrieben, sie hat mich hergelesen, gewäsch. Der Einzige, der hier zurzeit liest und schreibt, bin ich. Dir gehorchen die Wörter schon lange nicht mehr, alter Mann. Und das weißt du. Sie werden mir wieder gehorchen. Und das Erste, was ich schreiben werde, ist die Rückfahrkarte für dich. Ach ja. Und wer wird diese fabelhaften Worte lesen? Soweit ich weiß, brauchst du einen Vorleser, im Gegensatz zu mir. Und? Fenolio trat so dicht an Orpheus heran, dass er ihn irritiert mit seinen weitsichtigen Augen anblinzelte. Ich werde Mortimer fragen. Man nennt ihn nicht umsonst Zauberzunge, auch wenn er zurzeit einen anderen Namen trägt. Frag den Jungen. Ohne Mortimer wäre er immer noch in der Wüste und würde kameldunk schaufeln. Mortimer! Orpheus brachte, wenn auch mit Mühe, ein verächtliches Lächeln zustande. Hast du den Kopf schon so tief im Weinkrug, dass du nicht mehr weißt, was in deiner Welt vor sich geht? Er liest nicht mehr. Der Buchbinder spielt jetzt lieber den Räuber. Die Rolle, die du ihm auf den Leib geschneidert hast. Der Leibwächter ließ einen Grunzen hören. Vermutlich sollte es so etwas wie ein Lachen sein. Was für ein abstoßender Kerl. Hatte er oder Orpheus ihn hergeschrieben? Fenolio Musterte den Muskelprotz einen Moment lang irritiert, dann wandte er sich wieder Orpheus zu ich habe sie ihm nicht auf den leib geschneidert sagte er es ist genau umgekehrt ich habe mortimer als schnittmuster für die rolle benutzt und er spielt sie gut nach allem was ich höre aber das heißt keineswegs daß der eichelherr nicht immer noch eine zauberzunge hat von seiner begabten tochter ganz zu schweigen orpheus starrte erneut auf seine fingernägel während sein leibwächter sich über die reste von finolius frühstück hermachte ach ja und du weißt, wo er ist? fragte er fast beiläufig. Allerdings, er kommt... Finollio verstummte abrupt, als der Junge plötzlich vor ihm stand und ihm die Hand auf den Mund presste. Warum vergaß er bloß ständig seinen Namen? Weil du verkalkst, Finollio. Niemand weiß, wo der Eichelherr ist. Wie vorwurfsvoll er ihn mit seinen schwarzen Augen ansah, niemand. Natürlich. Dreimal verdammter weinseliger Dummkopf. Hatte er vergessen, dass Orpheus Giftgelb anlief vor Eifersucht, sobald er Mortimers Namen hörte und bei dem Hänfling aus und einging? Fenolio hätte sich die Zunge abbeißen mögen. Orpheus aber lächelte. Sieh nicht so erschrocken drein, alter Mann. Der Buchbinder kommt also her? Das ist dreist. Will er die Lieder wahrmachen, die seine Tollkühnheit besingen, bevor sie ihn aufhängen? Denn so wird er enden. Wie alle Helden. Wir beide wissen das, nicht wahr? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, ihn an den Galgen zu liefern. Das werden andere tun. Nein, ich will nur mit ihm über die weißen Frauen reden. Es gibt nicht viele, die eine Begegnung mit ihnen überlebt haben. Deshalb würde ich mich wirklich gern mit ihm darüber unterhalten. Es gibt sehr interessante Gerüchte über solche Überlebenden. Ich werde es ihm ausrichten, falls ich ihn sehe, erwiderte Fenolio Barsch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich mit dir unterhalten wird. Schließlich hätte er wohl nie die Bekanntschaft der weißen Frauen gemacht, wenn du ihn nicht so bereitwillig für Mortola hergelesen hättest. Rosenquarz? Er schritt so würdevoll auf die Tür zu, wie das in seinen ausgetretenen Stiefeln möglich war. Ich muss ein paar Besorgungen machen. Verabschiede unsere Gäste, aber halte dich von dem Mörder fern. Finolio stolperte die Treppe zum Hof fast ebenso hastig hinunter wie an dem Tag, an dem Basta ihm einen Besuch abgestattet hatte. Bestimmt wartete Mortimer schon vorm Burgtor. Was, wenn Orpheus ihn dort entdeckte, wenn er zur Burg ging, um dem Hänfling zu erzählen, was er gehört hatte? Der Junge holte ihn auf der Hälfte der Treppe ein. Farid, ja, so hieß er. Natürlich, verkalkt. Kommt Zauberzunge wirklich her? flüsterte er ihm atemlos zu. Keine Sorge, Orpheus wird ihn nicht verraten, noch nicht. Aber Ombra ist viel zu gefährlich für ihn. Bringt er Maggie mit? Farid? Orpheus blickte vom Ende der Treppe auf sie herab, als wäre er der König dieser Welt. Falls der alte Dummkopf Mortimer nicht ausrichtet, dass ich mit ihm sprechen will, sagst du es ihm, verstanden? Alter Dummkopf, dachte Finolliu. o oh, ihr Götter der Worte, gebt sie mir endlich zurück, damit ich diesen verfluchten Kalbskopf aus meiner Geschichte tilgen kann. Er wollte Orpheus die passende Antwort geben, aber nicht einmal seine Zunge fand mir die richtigen Worte. Und der Junge zog ihn ungeduldig mit sich. Ombra Farid hatte Maggie erzählt, wie schwer es inzwischen war, nach Ombra hineinzukommen, und sie hatte Mo jedes seiner Worte wiederholt. Die Wachen sind nicht mehr die harmlosen Dummköpfe, die dort früher standen. Wenn sie dich fragen, was du in Ombra willst, überleg dir gut, was du sagst. Was immer sie verlangen, bleib demütig und unterwürfig. Durchsuchen tun sie die wenigsten. Manchmal hat man sogar Glück, und sie winken einen einfach durch. Sie hatten kein Glück. Die Wachen hielten sie an und Maggie hätte Mo am liebsten festgehalten, als einer der Soldaten ihn vom Pferd winkte und mit barscher Stimme eine Probe seiner Kunst verlangte. Während der Wächter das Buch musterte, das Mo aus den Zeichnungen ihrer Mutter gebunden hatte, fragte Maggie sich voll Angst, ob sie das Gesicht unter dem angelaufenen Helm schon auf der Nachtburg gesehen hatte und ob er das Messer finden würde, das Mo unter seinem Gürtel verbarg. Schon für das Messer konnten sie ihn töten. Niemand in Ombra durfte eine Waffe tragen, außer den Besatzern. Aber Baptiste hatte den Gürtel so geschickt genäht, daß selbst die misstrauischen Hände des Torwächters nichts Verdächtiges fanden. Maggie war froh, dass Mo das Messer dabei hatte, als sie durch das eisenbeschlagene Stadttor ritten, vorbei an den Lanzen der Wächter, hinein in die Stadt, die nun dem Natternkopf gehörte. Maggie war nicht mehr in Ombra gewesen, seit sie mit Staubfinger zum geheimen Lager der Spielleute aufgebrochen war. Es schien eine Ewigkeit her, seit sie durch die Gassen gerannt war, Resas Brief in der Hand, in dem stand, dass Mortola auf ihren Vater geschossen hatte. Für einen Augenblick presste sie das Gesicht gegen Moosrücken, so glücklich darüber, dass er wieder bei ihr war, atmend und gesund, und dass sie ihm endlich würde zeigen können, wovon sie ihm so viel erzählt hatte. Balbulus Werkstatt und die Bücher des Speckfürsten. Für einen kostbaren Moment vergaß sie alle Angst, und es schien, als gehörte die Tintenwelt nur ihm und ihr. Ombra gefiel Mo. Maggie sah es in seinem Gesicht, daran, wie er sich umsah, das Pferd immer wieder zügelnd, Gasse für Gasse entlangblickend. Auch wenn die Spuren der Besatzer nicht zu übersehen waren, das, was die Steinmetze in Tore, Säulen und Bögen gemeißelt hatten, war Ombra geblieben. Ihre Kunst hatte man nicht fortschleppen können, und zerschlagen war sie nicht mehr wert als die Steine auf den Gassen. So blühten immer noch steinerne Blumen unter Ombras Fenstern und Balkonen, schlangen sich Ranken um Säulen und Simse, und von den sandfarbenen Mauern streckten Gesichter Zungen aus grotesk verzerrten Mündern und weinten steinerne Tränen. Nur das Wappen des Speckfürsten war überall zerschlagen, und den Löwen darauf erkannte man nur noch an den Resten seiner Mähne. Die Gasse dort rechts führt auf den Marktplatz, flüsterte Maggie Mo zu, und er nickte wie ein Schlafwandler. Vermutlich hörte er, während er weiterritt, die Worte, die ihm einst beschrieben hatten, was ihn nun umgab. Maggie hatte von der Tintenwelt nur von ihrer Mutter gehört, doch Mo hatte Fenollos Buch gelesen unzählige Male, all die Male, die er versucht hatte, Resa zwischen den Wörtern zu finden. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? fragte sie ihn leise. Ja, flüsterte Mo zurück. Ja und nein. Auf dem Marktplatz drängten sich die Menschen, als herrschte immer noch der friedliche Speckfürst über Ombra, nur dass jetzt kaum noch Männer unter ihnen zu finden waren und es wieder Gaukler zu bestaunen gab. Ja, der Schwager des Natternkopfes erlaubte Spielleute in der Stadt. Allerdings flüsterte man, dass nur die auftreten durften, die bereit waren, für den Hänfling zu spionieren. Mo lenkte das Pferd an einer Ansammlung von Kindern vorbei. Kinder gab es viele in Ombra, auch wenn ihre Väter tot waren. Maggie sah eine wirbelnde Fackel über den kleinen Köpfen, zwei, drei, vier Fackeln und Funken, die in der kalten Luft verglühten. Verriet? dachte sie, obwohl sie wusste, dass er seit Staubfingers Tod nicht mehr auftrat, aber Mo zog sich rasch die Kapuze über den Kopf und da sah auch sie das eingeölte Gesicht mit dem ewigen Lächeln. Der Rußvogel. Maggie krallte die Finger in Moos Umhang, doch ihr Vater ritt weiter, als stünde dort nicht der Mann, der ihn schon einmal verraten hatte. Mehr als ein Dutzend Spielleute hatte es das Leben gekostet, daß der Rußvogel von ihrem geheimen Lager gewußt hatte, und fast wäre Mo einer der Toten gewesen. Jeder in Ombra wußte, daß der Rußvogel auf der Nachtburg aus und einging, daß er sich seinen Verrat hatte vom Pfeifer persönlich versilbern lassen und sich inzwischen auch mit dem Hänfling bestens verstand. Und trotzdem stand er da, Lächelnd, auf dem Marktplatz von Ombra endlich wieder konkurrenzlos, seit Staubfinger tot und verriet die Lust am Feuerspucken vergangen war. Ja, Ombra hatte wahrlich neue Herren. Nichts hätte das Maggie deutlicher machen können, als des Rußvogels maskenhaft lächelndes Gesicht. Es hieß, daß die Alchemisten des Natternkopfes ihn einiges über das Feuer gelehrt hatten, daß es ein dunkles Feuer war, mit dem er spielte, tückisch und tödlich wie die Pulver, mit denen er es zähmte, weil es ihm anders nicht gehorchte. Der starke Mann hatte Maggie erzählt, daß der Rauch die Sinne betörte und so den Zuschauern des Rußvogels vorgaukelte, sie sähen dem größten aller Feuerspucker zu. Was immer davon war, war, die Kinder von Ombra klatschten, obwohl die Fackeln nicht halb so hoch flogen wie bei Staubfinger oder Verriet, denn sie ließen sie für eine Weile ihre traurigen Mütter vergessen und die Arbeit, die zu Hause wartete. Mo, bitte! Maggie wandte hastig das Gesicht ab, als der Rußvogel in ihre Richtung sah. Lass uns umdrehen. Was, wenn er dich erkennt? Das Tor würden sie schließen. Durch die Gassen würden sie sie jagen wie Ratten in der Falle. Aber Mo schüttelte nur fast unmerklich den Kopf, während er sein Pferd hinter einem der Marktstände zügelte. Keine Sorge. Der Rußvogel ist viel zu sehr damit beschäftigt, das Feuer von seinem hübschen Gesicht fernzuhalten, raunte er Maggie zu. Aber lass uns absteigen. Zu Fuß fallen wir weniger auf. Das Pferd scheute, als Mo in das Gedränge führte, doch er beruhigte es mit leiser Stimme. Maggie entdeckte einen Jongleur zwischen den Ständen, der einst dem schwarzen Prinzen gefolgt war. Viele Spielleute hatten den Herrn gewechselt, seit der Hänfling ihre Taschen füllte. Es waren keine schlechten Zeiten für sie, und auch die Händler auf dem Markt machten gute Geschäfte. Die Frauen von Ombra konnten sich nichts von dem leisten, was an den Ständen angeboten wurde. Aber der Hänfling und seine Freunde kauften kostbare Stoffe mit dem, was sie Ombre abgepresst hatten. Schmuck, Waffen, Köstlichkeiten, deren Namen vermutlich nicht einmal für wusste. wußte. Selbst Pferde konnte man kaufen, und Mo sah sich in dem bunten Treiben um, als gäbe es den Rußvogel nicht. Kein Gesicht schien er sich entgehen lassen zu wollen, keine Ware, die fallgeboten wurde. Aber schließlich blieb sein Blick an den Türmen hängen, die hoch über die Ziegel der Dächer ragten, und maggies Herz zog sich zusammen. Er war immer noch entschlossen, auf die Burg zu gehen, und sie verwünschte sich dafür, dass sie ihm von Balbulus und seiner Kunst erzählt hatte. Sie vergaß fast zu atmen, als sie an einem Steckbrief des Eichelheers vorbeikamen, aber Mo warf dem Bild darauf nur einen amüsierten Blick zu und fuhr sich durch das dunkle Haar, das er inzwischen kurz wie das eines Bauern trug. Vielleicht glaubte er, dass diese Sorglosigkeit Maggie beruhigte, aber so war es nicht. Sie machte ihr Angst. Er war der Eichelherr wenn er sich so benahm, ein Fremder mit dem Gesicht ihres Vaters. Was, wenn einer der Soldaten hier war, die ihn auf der Nachtburg bewacht hatten? Starrte der dort nicht zu ihnen herüber? Und die Spielfrau dort, sah sie nicht aus wie eine der Frauen, die mit ihnen aus dem Tor der Nachtburg gezogen waren? Geh weiter, Mo, dachte sie, und wollte ihn mit sich ziehen unter einen der Torbögen in irgendeine Gasse, nur fort von all den Augen. Zwei Kinder hielten sie am Rock fest und streckten ihr bettelnd die schmutzigen Hände entgegen. Maggie lächelte ihnen hilflos zu. Sie hatte kein Geld, nicht eine Münze. Wie hungrig sie aussahen. Ein Soldat bahnte sich seinen Weg durch das Gedränge. Grob stieß er die bettelnden Kinder zur Seite. Wenn wir nur erst bei Balbulus wären, dachte Maggie und stolperte in Mo hinein, als er abrupt stehen blieb. Neben dem Stand eines Baders, der lautstark und mit Unterstützung zweier Gaukler seine Wundermedizin anpries, standen ein paar Jungen um einen Pranger herum. Eine Frau steckte darin, Hände und Kopf in das Holz geklemmt, hilflos wie eine Puppe. Faulendes Gemüse klebte ihr im Gesicht und an den Händen frischer Mist, alles, was die Kinder zwischen den Ständen gefunden hatten. Maggie hatte so etwas schon gesehen, mit Fennolio. Aber Mo stand da, als hätte er vergessen, wozu er nach Ombra gekommen war. Er wurde fast so blass wie die Frau, auf deren Gesicht sich Schmutz und Tränen mengten, und für einen Augenblick hatte Maggie Angst, er würde nach dem Messer greifen, das er im Gürtel verbarg. Mo. Sie griff nach seinem Arm und zog ihn hastig weiter, fort von den gaffenden Kindern, die sich schon nach ihm umsahen, in die Gasse, die zur Burg hinaufführte. Du hast so etwas schon gesehen? Wie er sie ansah, als könnte er nicht glauben, dass sie bei dem Anblick so beherrscht geblieben war. Sein Blick beschämte Maggie. Ja, sagte sie verlegen. Ja, ein paar Mal. Den Pranger gab es auch beim Speckfürsten. Mo sah sie immer noch an. Sag nicht, an den Anblick kann man sich gewöhnen. Maggie senkte den Kopf. Doch, doch, man konnte. Mo atmete tief ein, als hätte er das Atmen beim Anblick der weinenden Frau vergessen. Dann ging er wortlos weiter. Er sprach kein einziges Wort, bis sie auf den Platz vor der Burg kamen. Gleich neben dem Burgtor stand ein weiterer Pranger. Dem Jungen, der darin steckte, saßen Feuerelfen auf der ungeschützten Haut. Mo drückte die Pferdezügel in die Hand, bevor Maggie ihn zurückhalten konnte und ging auf den Jungen zu. Ohne auf die Wachen zu achten, die vom Tor zu ihm herüberstarrten, oder auf die vorbeigehenden Frauen, die erschrocken den Kopf abwandten, scheuchte er die Feuerelfen von den mageren Armen. Der Junge sah ihn nur ungläubig an. Nichts als Angst war auf seinem Gesicht zu finden, Angst und Scham, und Maggie erinnerte sich an eine Geschichte, die Farid ihr erzählt hatte daß Staubfinger und der schwarze Prinz einst zusammen in so einem Pranger gesteckt hatten, Seite an Seite, als sie kaum älter gewesen waren als der Junge, der seinen Beschützer so erschrocken anstarrte. Mortimer! Maggie erkannte den alten Mann, der Mo von dem Pranger zurückzerrte, erst auf den zweiten Blick. Fenolios graues Haar war fast schulterlang, seine Augen blutunterlaufen, sein Gesicht unrasiert, er sah alt aus. Noch nie hatte Maggie das von Finolio gedacht, aber nun war es das Einzige, was sie denken konnte. Bist du verrückt geworden? fuhr ihr ihren Vater mit gesenkter Stimme an. Hallo, Maggie, setzte er abwesend hinzu, und Maggie spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss, als Farid hinter ihm auftauchte. Farid. sei ganz kühl, dachte sie. Doch schon hatte sich ein Lächeln auf ihre Lippen gestohlen. Fort damit. Aber wie? Wenn es so gut tat, sein Gesicht zu sehen. Schleicher hockte auf seiner Schulter. Er zuckte schläfrig mit dem Schwanz, als er sie sah. Hallo, Maggie, wie geht es dir? Farid strich dem Marder über das buschige Fell. Zwölf Tage. Zwölf Tage lang kein Lebenszeichen von ihm. Hatte sie sich nicht fest vorgenommen, kein Wort zu sagen, wenn sie ihn wieder sah? Aber sie konnte ihm einfach nicht böse sein. Er sah immer noch so traurig aus. Keine Spur von dem Lachen, das früher genauso zu seinem Gesicht gehört hatte wie die schwarzen Augen. Das Lächeln, das er ihr schenkte, war nur ein trauriger Schatten davon. Ich wollte dich so oft besuchen, aber Orpheus hat mich einfach nicht fortgelassen. Er hörte kaum selbst, was er sagte. Er hatte nur Augen für ihren Vater. Eichelherr! Fenolio hatte Mo mit sich gezerrt, fort von dem Pranger, fort von den Soldaten. Maggie folgte ihnen. Das Pferd war unruhig, aber Farid beruhigte es. Staubfinger hatte ihm beigebracht, wie man mit Tieren sprach. Er ging dicht an ihrer Seite, so dicht, und war doch so weit fort. Was sollte das? Finolio hielt Mo immer noch fest, als hätte er Sorge, er würde zurück zu dem Pranger gehen. Willst du, dass die Wachen deinen Kopf auch in das Ding da stecken? Ach was, vermutlich würden sie ihn gleich auf eine Lanze spießen. Es sind Feuerelfen, Finolio. Sie verbrennen ihm die Haut. Moos Stimme war heiser vor Zorn. Denkst du, mir musst du das erklären? Ich habe die kleinen Biester erfunden. Der Junge wird es überleben. Vermutlich ist er ein Dieb. Mehr will ich nicht wissen. Mo machte sich von ihm los und drehte für Fenolja so abrupt den Rücken zu, als müsste er sich zurückhalten, ihn zu schlagen. Er musterte die Wachen und ihre Waffen, die Burgmauern und den Pranger, als suchte er nach einem Weg, sie alle verschwinden zu lassen. Sieh die Wachen nicht an, Mo, dachte Maggie. Das war das Erste, was Finolio ihr in dieser Welt beigebracht hatte. Keinen Soldaten direkt anzusehen. Keinen Soldaten, keinen Adligen, niemanden, dem erlaubt war, eine Waffe zu tragen. Soll ich Ihnen den Appetit auf seine Haut verderben, Zauberzunge? Farid schob sich zwischen Mo und Finolio. Schleicher fauchte den alten Mann an, als entdeckte er in ihm den Grund allen Übels in seiner Welt. Farid aber lief, ohne Moos Antwort abzuwarten, auf den Pranger zu, wo die Elfen sich längst wieder auf der Haut des Jungen niedergelassen hatten. Mit einem Fingerschnippen ließ er Funken sprühen, die ihnen die schillernden Flügel versenkten und sie mit wütendem Summen davonschwirren ließen. Einer der Wächter nahm die Lanze auf. Aber bevor er sich in Bewegung setzte, malte Farid mit dem Finger einen Basilisken aus Feuer an die Burgmauer, verbeugte sich vor den Wachen, die ungläubig das brennende Wappentier ihres Herrn anstarrten, und schlenderte lässig zurück an Moos Seite reichlich verwegen mein lieber knurrte fenoglio missbilligend aber farid beachtete ihn nicht warum bist du hergekommen zauberzunge fragte er mit gesenkter stimme das ist gefährlich aber seine augen leuchteten farid liebte gefährliche unternehmungen und er liebte mo dafür daß er der eichelherr war ich will mir ein paar bücher ansehen bücher Farid blickte so fassungslos drein, daß Mo lächeln mußte. Ja, Bücher, ganz besondere Bücher. Er blickte hinauf zu dem höchsten Turm der Burg. Megge hat ihm genau beschrieben, wo Balbulus Werkstatt zu finden war. Was treibt Orpheus? Mo sah zu den Wachen hinüber. Sie durchsuchten gerade die Lieferung eines Metzgers, wonach schienen sie selbst nicht genau zu wissen. Ich habe gehört, er soll reicher und reicher werden. Allerdings! Farid strich Maggie mit der Hand über den Rücken. Wenn Mo dabei war, verlegte er sich immer auf Zärtlichkeiten, die nicht allzu offensichtlich waren. Farid hatte großen Respekt vor Vätern. Aber Mo entging sicher nicht, wie rot Maggie wurde. Er wird reicher, aber für Staubfinger hat er immer noch nichts geschrieben. Er hat nur seine Schätze im Kopf und das, was er dem Hänfling verkaufen kann. Gehörnte Wildschweine, goldene Schoßhündchen, Spinnenfalter, Blättermänner und was er sich sonst noch alles ausdenkt. Spinnenfalter? Blättermänner? Fenolio blickte Farid alarmiert an, aber der beachtete ihn nicht. Orpheus will mit dir reden, raunte er Mo zu. Über die weißen Frauen. Bitte triff dich mit ihm. Vielleicht weißt du ja etwas, das ihm hilft, Staubfinger zurückzubringen. Maggie sah das Mitleid auf Moos Gesicht. Er glaubte ebenso wenig wie sie, daß Staubfinger jemals zurückkehren würde. Unsinn, sagte er während seine Hand unwillkürlich dorthin faßte, wo Mortola ihn verwundet hatte. Ich weiß nichts. Nichts, was nicht alle wissen. Die Wachen hatten den Metzger passieren lassen, und einer von ihnen starrte wieder zu Mo herüber. An der Burgmauer brannte immer noch der Basilisk, den Farid auf die Steine gemalt hatte. Mo drehte den Soldaten den Rücken zu. Hör zu, raunte er Maggie zu. Ich hätte dich nicht herbringen sollen. Wie wär's, wenn du bei Farid bleibst, während ich zu Balbulus gehe? Er kann dich zu Roxane bringen und ich treffe dich und Resa dort. Farid legte Maggie den Arm um die Schultern. Ja, geh nur, ich pass auf sie auf! Aber Maggie schob seinen Arm unsanft fort. Es gefiel ihr nicht, dass Mo allein gehen wollte, auch wenn sie zugeben musste, dass sie allzu gern bei Farid geblieben wäre. Sie hatte sein Gesicht so sehr vermisst. Aufpassen! Du musst nicht auf mich aufpassen, fuhr sie ihn schärfer an, als sie beabsichtigt hatte. Es machte so dumm, verliebt zu sein. Nein, da hat sie recht. Auf Maggie muss niemand aufpassen. Mona mir sagt die Pferdezügel aus der Hand. Wenn ich es recht überlege, hat sie öfter auf mich aufgepasst, als ich auf sie. Ich bin bald zurück, sagte er. Ich verspreche es. Und kein Wort zu deiner Mutter, ja? Maggie nickte nur. Sieh mich nicht so besorgt an, flüsterte Mo ihr verschwörerisch zu. Sagen die Lieder nicht, dass der Eichelherr kaum etwas ohne seine schöne Tochter tut? Ich bin also viel unverdächtiger ohne dich. Ja, aber die Lieder lügen, flüsterte Maggie zurück, der Eichelherr hat gar keine Tochter. Er ist kein Vater, er ist ein Räuber. Mo sah sie für einen langen Augenblick an. Dann küsste er sie auf die Stirn, als könnte er sofort wischen, was sie gesagt hatte, und ging mit dem schon ungeduldig wartenden Fenolio auf die Burg zu. Maggie ließ ihn nicht aus den Augen, als er bei den Wachen stehen blieb. In den schwarzen Kleidern sah er erst recht wie ein Fremder aus, der Buchbinder aus einem fernen, fernen Land, der den ganzen weiten Weg gekommen war, um den Bildern des berühmten Balbulus endlich das passende Gewand zu geben. Wen kümmerte es da, dass er auf dem langen Weg ein Räuber geworden war. Farid griff nach Maggis Hand, sobald Mo ihnen den Rücken zugekehrt hatte. Dein Vater ist mutig wie ein Löwe, flüsterte er ihr zu. Aber auch ein bisschen verrückt, wenn du mich fragst. Wäre ich der Eichelherr, dann würde ich ganz bestimmt nicht durch das Tor da gehen, schon gar nicht für ein paar Bücher. Du verstehst das nicht, antwortete Maggie leise. Er würde für nichts anderes als für die Bücher gehen. Darin irrte sie sich, aber das würde sie erst später wissen. Die Soldaten ließen den Dichter und den Buchbinder passieren. Mo sah sich noch einmal zu Maggie um, bevor er durch das Tor verschwand. Das große Tor mit dem eisernen Fallgitter, das mehr als zwei Dutzend speerscharfe Spitzen auf jeden richtete, der unter ihm hindurchschritt. Seit der Hänfling auf der Burg residierte, ließen sie es herunter, sobald es dunkel wurde oder in der Burg eine der Alarmglocken geläutet wurde. Maggie hatte das Geräusch einmal gehört, und sie wartete unwillkürlich darauf, es erneut zu hören, als Mo zwischen den mächtigen Mauern verschwand. Das Läuten der Glocken, das Rasseln der Ketten, die das Gitter herunterließen, das Aufschlagen der eisernen Spitzen. Maggie? Farid legte ihr die Hand um das Kinn und wandte ihr Gesicht dem seinen zu. Glaub mir, ich wäre längst zu dir gekommen, aber Orpheus lässt mich den ganzen Tag schuften. Und nachts schleiche ich zu Roxanes Hof. Sie geht fast jede Nacht dorthin, wo sie Staubfinger versteckt hält. Ich weiß es. Aber sie ertappt mich jedes Mal, bevor ich ihr folgen kann. Ihre dumme Gans lässt sich mit Rosinenbrot bestechen. Aber wenn mich der Linchetto in ihrem Stall nicht beißt, dann verrät mich Gwyn. Roxane lässt ihn inzwischen sogar in ihr Haus. Dabei hat sie früher Steine nach ihm geworfen. Was redete er da? Sie wollte nicht über Staubfinger oder Gwyn reden. Wenn du mich vermisst hast, konnte sie nur immer wieder denken, warum bist du da nicht wenigstens einmal zu mir gekommen, statt zu Roxane zu schleichen? Wenigstens ein einziges Mal. Es gab darauf nur eine Antwort. Weil er sie nicht halb so sehr vermisste, wie sie ihn. Er liebte Staubfinger mehr als sie. Er würde ihn immer lieben, auch wenn er tot war. Und trotzdem ließ sie sich von ihm küssen, während nur ein paar Schritte entfernt der Junge immer noch in dem Pranger steckte, Feuerelfen auf der Haut. Sag nicht, an den Anblick kann man sich gewöhnen. Den Rußvogel sah Maggie erst, als er schon bei den Wachen stand. Was ist? Fragte Farid, als sie über seine Schulter starrte. Ah, der Rußvogel. Ja, er geht ein und aus auf der Burg, schmutziger Verräter. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, möchte ich ihm den Hals aufschlitzen. Wir müssen Mo warnen. Die Wächter ließen den Feuerspucker passieren wie einen alten Bekannten. Maggie machte einen Schritt auf sie zu, aber Farid zog sie zurück. Wo willst du hin? Er wird deinen Vater nicht sehen. Die Burg ist groß und Zauberzunge geht zu Balbulus. Dorthin verirrt der Rußvogel sich bestimmt nicht. Er hat drei geliebte unter den Hofdamen zu denen will er, wenn Jakob ihn nicht abfängt. Er muss ihm zwei Vorstellungen am Tag geben, dabei ist er immer noch ein schlechter Feuerspucker, trotz all der Sachen, die man sich über ihn und sein Feuer erzählt. Elender Spitze. Ich frag mich wirklich, warum der schwarze Prinz ihn noch nicht umgebracht hat oder dein Vater. Was guckst du mich so an? erwiderte er auf Maggies entgeisterten Blick. Zauberzunge hat schließlich auch Basta getötet, oder? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Farid sah wie immer schnell zur Seite, wenn er über die Stunden sprach, in denen er tot gewesen war. Maggie starrte auf das Burgtor. Sie glaubte Moos Stimme zu hören. Und wenn schon, als der mich zuletzt gesehen hat, war ich halb tot. Außerdem sollte er sich besser nicht wünschen, mich zu treffen. »Eichelherr!« Hör auf, ihn so zu nennen, dachte Maggie. Hör auf damit. Komm. Farid griff nach ihrer Hand. Zauberzunge hat gesagt, ich soll dich zu Roxane bringen. Die wird sich freuen, mich zu sehen. Aber vermutlich tut sie freundlich, weil du dabei bist. Nein. Maggie befreite ihre Hand aus der seinen, so gut es sich auch anfühlte, sie endlich wieder einmal zu halten. Ich bleibe hier, genau hier, bis Mo wieder herauskommt. Farid seufzte und verdrehte die Augen, aber er kannte sie gut genug, um nicht zu widersprechen. Na, wunderbar, sagte er mit gesenkter Stimme. Und wie ich Zauberzunge kenne, guckt er sich diese verdammten Bücher bestimmt eine Ewigkeit an. Also lass mich dich wenigstens küssen, sonst fragen sich die Wächter bald, warum wir hier immer noch herumstehen. gefährlicher Besuch. Demut. Demut und Unterwürfigkeit. Mo war nicht gut darin. Hast du das je in der anderen Welt bemerkt, Mortimer? fragte er sich. Beugt den Kopf. Halt dich nicht zu gerade. Lass sie auf dich herabschauen, auch wenn du größer bist als sie. Tu so, als fändest du es ganz natürlich, dass sie herrschen und die anderen arbeiten. Es war so schwer. Du bist also der Buchbinder, auf den Balbulus wartet, hatte einer der Wachen mit einem Blick auf seine schwarzen Kleider gesagt. Was sollte das gerade mit dem Jungen? Magst du unsere Pranger nicht? Tiefer mit dem Kopf, Mortimer. Na los, mach ihnen vor, dass du Angst hast. Vergiss deinen Zorn, vergiss den Jungen und sein Wimmern. Es kommt nicht wieder vor. Genau, er... Er kommt von weit her, hatte Finolio rasch hinzugefügt. Er muss sich erst noch an die Regierungskunst unseres Statthalters gewöhnen. Aber wenn ihr jetzt erlaubt, Beibodos kann sehr ungeduldig werden. Dann hatte er sich verbeugt und Mohast sich mit sich gezogen. Die Burg von Ombra. Es war schwer, nicht alles zu vergessen, als er in den weiten Hof trat. So viele Szenen aus Finolios Buch fielen ihm ein, die an diesem Ort gespielt hatten. Himmel, das war knapp, raunte Finolio ihm zu, als sie das Pferd zu den Ställen führten. Ich will dich nicht noch einmal daran erinnern müssen. Du bist als Buchbinder hier. Spiel noch einmal den Eichel her, und du bist ein toter Mann. Verdammt Mortimer, ich hätte nie einwilligen dürfen, dich herzubringen. Sieh dir all die Soldaten an. Als wäre man auf der Nachtburg. Oh nein, glaub mir, das ist immer noch ein Unterschied erwiderte Mo leise und versuchte nicht zu den Köpfen hinaufzusehen, die aufgespießt die Mauern zierten. Zwei gehörten Männern des schwarzen Prinzen, aber er hätte sie nicht erkannt, wenn der starke Mann ihm nicht von ihrem Schicksal erzählt hätte. Ich habe mir diese Burg nach deiner Beschreibung anders vorgestellt, raunte er Finolio zu. Wem sagst du das? zischte der zurück. Erst hat Cosimo alles umbauen lassen, und nun hinterlässt der Hänfling seinen Stempel. Er hat die Nester der Goldspötter herunterreißen lassen und sie dir all die Baracken an, die sie gebaut haben, nur um zu horten, was sie zusammenrauben. Ich frag mich, ob der Natternkopf schon bemerkt hat, wie wenig davon auf der Nachtburg landet. Wenn ja, dann wird sein Schwager wohl bald Ärger bekommen. Ja, der Hänfling ist ziemlich dreist. Mo senkte den Kopf, als ein paar Stallknechte auf sie zukamen. Selbst sie waren bewaffnet. Sein Messer würde ihm nicht viel nützen, falls ihn tatsächlich jemand erkannte. »Wir haben einige Transporte aufgehalten, die für die Nachtburg bestimmt waren,« fuhr er leise fort, als sie vorbei waren, »und es war jedes Mal ziemlich enttäuschend, was wir in den Truhen fanden. Fenolio starrte ihn an. »Du tust es wirklich?««« Was?« Der alte Mann sah sich nervös um, doch niemand schien auf sie zu achten. »Nun, all die Dinge, von denen sie singen,« flüsterte er. »Ich meine, die meisten Lieder sind schlecht geschrieben, aber der Herr ist immer noch meine Figur. Also, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, ihn zu spielen?« Eine Magd trug zwei geschlachtete Gänse an ihnen vorbei. Das Blut troff auf den Hof. Mo wandte den Kopf ab. »Spielen?« »Ist es das immer noch für dich, ein Spiel?« seine Antwort klang gereizter, als er beabsichtigt hatte. Manchmal hätte er wirklich einiges darum gegeben, die Gedanken in Finollios Kopf zu lesen, und wer weiß, vielleicht würde er sie eines Tages tatsächlich lesen, schwarz auf weißem Papier, und sich selbst dort wiederfinden, umsponnen von Worten wie eine Fliege im Netz einer alten Spinne. Nun ja, ich äh, gebe zu, es ist ein gefährliches Spiel geworden, aber ich bin wirklich froh, dass du die Rolle übernommen hast. Denn, hatte ich nicht recht, diese Welt braucht den Eich... Mo warf ihm einen warnenden Blick zu. Eine Schar Soldaten kam an ihnen vorbei und Finolio verschluckte den Namen, den er vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal auf ein Stück Pergament geschrieben hatte. Doch das Lächeln, mit dem er den Soldaten nachsah, war das eines Mannes, der einen Sprengkörper im Haus seiner Feinde versteckt hatte und das Genoss zwischen ihnen umherzugehen, ohne als der Bombenleger erkannt zu werden. Schlimmer alter Mann. Mo musste feststellen, dass auch die innere Burg nicht mehr so aussah, wie Finolio sie beschrieben hatte. Mit leiser Stimme wiederholte er die Worte, die er einst gelesen hatte. Die Frau des Speckfürsten hatte den Garten angelegt, weil sie der grauen Steine müde war, die sie umgaben. Sie pflanzte Blumen aus fremden Ländern, deren Blüten sie von fernen Meeren träumen ließen, von fremden Städten und Bergen, zwischen denen Drachen hausten. Sie ließ goldbrüstige Vögel brüten, die wie gefiederte Früchte in den Bäumen saßen, und einen Setzling aus dem weglosen Wald pflanzen, dessen Blätter mit dem Mond sprechen konnten. Finolio sah ihn verblüfft an. Ja, ich kann dein Buch auswendig, sagte Mo. Hast du vergessen, wie oft ich es laut gelesen habe, nachdem deine Wörter meine Frau verschluckt hatten? Die goldbrüstigen Vögel waren auch aus dem inneren Hof verschwunden. In einem Steinbecken spiegelte sich die Statue des Hänflings und der Baum, der mit dem Mond sprach war, falls es ihn je gegeben hatte, gefällt worden. Hundezwinger standen nun dort, wo einst ein Garten gewesen war, und die Jagdhunde des neuen Herrn von Ombra drückten ihre Nasen witternd gegen die versilberten Gitter. Es ist längst nicht mehr deine Geschichte, alter Mann, dachte Mo, während er mit Finollio auf die innere Burg zuschritt. Aber wer erzählte sie dann? Orpheus etwa? Oder hatte der Natternkopf das Erzählen übernommen, mit Blut und Eisen statt mit Tinte und Feder? Tullio brachte sie zu Balbulus. Tullio, der pelzgesichtige Diener, von dem Finollyos Buch berichtete, daß sein Vater ein Kobold und seine Mutter ein Moosweibchen gewesen war. Wie geht es dir? fragte Finolio ihn, als Tullio sie durch die Korridore führte, als hätte es ihn je interessiert, wie es seinen Geschöpfen ging. Tullio antwortete mit einem Schulterzucken. Sie jagen mich, sagte er mit kaum wahrnehmbarer Stimme. Die Freunde unseres neuen Herrn. Und er hat viele Freunde. Sie scheuchen mich über die Flure und sperren mich zu den Hunden. Aber Violante beschützt mich. Oh ja, das tut sie. Auch wenn Ihr Sohn fast der Schlimmste von allen ist. Ihr Sohn? flüsterte Mofinoglio zu. Ja, hat Maggie dir nicht von ihm erzählt? flüsterte er zurück. Jacopo, ein echter Satansbraten. Sein Großvater in Miniatur, auch wenn er seinem Vater von Tag zu Tag ähnlicher sieht. Er hat keine Träne um Cosimo vergossen. Im Gegenteil, er soll sein steinernes Abbild in der Gruft mit Balbudos Farben verunziert haben und abends sitzt er an der Seite des Hänflings oder auf dem Schoß des Rußvogels statt an der Seite seiner Mutter. Angeblich bespitzelt er sie sogar für seinen Großvater. Über die Tür, vor der Tullio nach endlos vielen steilen Stufen etwas atemlos stehen blieb, hatte Mo nichts in Fenolios Buch gelesen. Er streckte unwillkürlich die Hand aus und strich über die Buchstaben, mit denen sie über und über beschlagen war. Sie sind so wunderschön, Mo, hatte Maggie ihm zugeflüstert, als sie beide hoch oben im Turm der Nachtburg gefangen gewesen waren. Sie sind miteinander verschlungen, als hätte sie jemand mit flüssigem Silber auf das Holz geschrieben. Tullio hob die kleine pelzige Faust und klopfte. Die Stimme, die sie hereinrief, konnte nur die von Balbulus sein. Kalt, selbstverliebt, hochmütig. Maggie hatte den besten Buchmaler dieser Welt nicht mit netten Worten beschrieben. Tullio stellte sich auf die Zehenspitzen, umfasste die Klinke und ließ sie erschrocken wieder los. Tullio! Die Stimme, die die Treppe heraufschallte, klang sehr jung, doch sie schien das Befehlen gewöhnt. Tullio, wo steckst du? Du mußt dem Rußvogel die Fackeln halten. Jacopo! Tullio hauchte den Namen, als wäre es der einer ansteckenden Krankheit. Er duckte sich und suchte unwillkürlich Schutz hinter Moosrücken. Rücken. Ein Junge, vielleicht sechs, sieben Jahre alt, kam die Treppe heraufgehastet. Mo hatte den schönen Cosimo niemals gesehen. Der Hänfling hatte all seine Statuen zerschlagen lassen. Aber Baptista besaß noch ein paar Münzen mit seinem Abbild. Ein Gesicht fast zu schön, um wirklich zu sein. So beschrieben ihn alle. Sein Sohn hatte diese Schönheit offenbar geerbt, doch sie entfaltete sich gerade erst auf dem immer noch runden Kindergesicht. Es war kein liebenswertes Gesicht. Die Augen blickten wachsam und der Mund war mürrisch wie der eines alten Mannes. Seine schwarze Tunika war bestickt mit dem züngelnden Wappentier seines Großvaters. Auch sein Gürtel war mit Silberschlangen beschlagen, doch an der ledernen Schnur, die er um den Hals trug, baumelte eine Silbernase, das Markenzeichen des Pfeifers. Fenoglio warf Mo einen alarmierten Blick zu und stellte sich vor ihn, als könnte er ihn so vor dem Jungen verbergen. Du musst dem Rußvogel die Fackeln halten. Was nun, Mo? Er sah unwillkürlich die Treppe hinunter, aber Jacopo war allein gekommen und diese Burg war groß. Seine Hand wanderte trotzdem zu seinem Gürtel. Wer ist das? Nur der Trotz in der hellen Stimme klang nach einem kleinen Jungen. Jacopo atmete schwer von der Treppensteigerei. Das, ähm, das ist der neue Buchbinder, mein Prinz, erwiderte Finolio mit einer Verbeugung. Ihr erinnert euch sicher, wie oft Balbulus sich schon über die Stümpereien unserer heimischen Buchbinder beschwert hat. Und der da ist besser! Jacopo verschränkte die kurzen Kinderarme. Er sieht nicht aus wie ein Buchbinder. Buchbinder sind alt und ganz blass, weil sie immer drin sitzen. Oh, ab und zu gehen wir auch nach draußen erwiderte Mo, um das beste Leder zu kaufen, neue Stempel, gute Messer oder Pergament in der Sonne zu trocknen, wenn es feucht geworden ist. Es fiel ihm schwer, Angst vor dem Jungen zu haben, obwohl er so viel Schlechtes über ihn gehört hatte. Cosimos Sohn erinnerte ihn an einen Jungen, der mit ihm zur Schule gegangen war und das Pech gehabt hatte, der Sohn des Schuldirektors zu sein. Er war auf dem Hof herumstolziert wie eine Kopie seines Vaters und hatte vor allem und jedem in der Welt Angst gehabt. Schön und gut, Mortimer, dachte Mo. Aber das war nur der Sohn eines Schuldirektors. Das ist der Enkel des Natternkopfes, also nimm dich in Acht. Jacopo runzelte die Stirn und blickte missbilligend zu ihm auf. Offenbar gefiel ihm nicht, daß Mo so viel größer war als er. Du hast dich nicht verbeugt! Du musst dich vor mir verbeugen! Mo spürte Finolios warnenden Blick und beugte den Kopf. Mein Prinz? Es war schwer. Er hätte Jacopo lieber durch die Flure der Burg gejagt, so wie er es mit Maggie in Elinors Haus getan hatte, nur um zu sehen, ob vielleicht doch das Kind zum Vorschein kam, das sich so sorgsam hinter den Posen seines Großvaters versteckte jacopo nahm seine verbeugung mit einem großmütigen nicken entgegen und mo senkte den kopf damit er ihn nicht lächeln sah mein großvater hat ärger mit einem buch stellte jacopo mit hochmütiger stimme fest großen ärger vielleicht kannst du ihm ja helfen ärger mit einem buch mo spürte wie sein herz für einen schlag aussetzte er glaubte das buch erneut vor sich zu sehen spürte das papier zwischen den fingern so viele weiße Seiten. Mein Großvater hat schon viele Buchbinder aufhängen lassen wegen dieses Buches. jakobo musterte Mo, als überlegte er, wie groß die Schlinge sein musste, die um seinen Hals passen würde. Einem hat er sogar die Haut abziehen lassen, weil er ihm versprochen hatte, dass er es heil machen kann. Willst du es trotzdem versuchen? Aber du müsstest mit mir zur Nachtburg reiten, damit mein Großvater sieht, dass ich dich gefunden habe, und nicht der Hänfling. Mo kam um die Antwort herum. Die Buchstabentür öffnete sich, und ein Mann trat mit verärgertem Gesicht heraus. Was wird das hier? fuhr er Tulio an. Erst wird geklopft, aber keiner kommt herein. Dann wird geredet, dass mir der Pinsel ausrutscht. Da dieser Besuch offenbar doch nicht für mich bestimmt ist, wäre ich allen Beteiligten wirklich sehr verbunden, wenn diese Unterhaltung an einem anderen Ort fortgesetzt würde. In dieser Burg gibt es mehr als genug Kammern, in denen nicht ernsthaft gearbeitet wird. Balbulus. Maggie hat ihn sehr treffend beschrieben. Das leichte Lispeln, die kurze Nase, die plumpen Wangen, das dunkelbraune Haar, das sich über der Stirn schon zu lichten begann, obwohl er noch ein junger Mann war, ein Buchmaler, nach dem was Mo nun von seiner Arbeit gesehen hatte, einer der besten, die es je in dieser oder seiner Welt gegeben hatte. Mo vergaß Jacopo und Finolio. er vergaß den Pranger und den Jungen darin, die Soldaten unten im Hof und den Rußvogel. Er wollte nur noch durch diese Tür. Schon der Blick in die Werkstatt, den er über Balbulos Schulter erhaschte, ließ sein Herz schnell wie das eines Schuljungen schlagen. Genauso aufgeregt hat es geklopft, als er zum ersten Mal ein Buch von Balbulus in die Hand bekommen hatte, in der Nachtburg, gefangen und vom Tod bedroht. All das hatte die Arbeit dieses Mannes ihn vergessen lassen. Buchstaben so fließend, als gäbe es keine natürlichere Tätigkeit für die menschliche Hand als das Schreiben. Und dann die Bilder. Lebendes, atmendes Pergament. Ich unterhalte mich wo und wann ich will. Ich bin der Engel des Natternkopfes. Jakobos Stimme wurde schrill. Ich werde meinem Onkel auf der Stelle berichten, wie impertinent du wieder warst. Ich werde ihm sagen, dass er dir all deine Pinsel fortnehmen soll. Mit einem letzten Blick auf Balbulus drehte er sich um. Komm, Tullio, oder ich lasse dich zu den Hunden sperren. Der kleine Diener trat mit eingezogenem Kopf an Jakobos Seite. Und der Enkel des Natternkopfes musterte Mo noch einmal von Kopf bis Fuß, bevor er sich umdrehte und die Treppe wieder hinunter hastete. Plötzlich nur noch ein Kind, das es eilig hatte, zu einer Vorstellung zu kommen. Wir sollten verschwinden, Mortimer, raunte Finolio. Du hättest niemals herkommen dürfen. Der Rußvogel ist hier. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber Balbulus winkte den neuen Buchbinder bereits ungeduldig in seine Werkstatt. Wie sollte Mo sich da um den Rußvogel sorgen? Er konnte nur noch an das denken, was hinter der buchstabenbeschlagenen Tür wartete. Wie viele Stunden seines Lebens hatte er damit verbracht, die Kunst der Illuminatoren zu betrachten, tief über fleckige Seiten gebeugt, bis ihn der Rücken schmerzte, mit einem Vergrößerungsglas jedem Pinselstrich folgend und sich fragend, wie man solche Wunder auf Pergament bannen konnte, all die winzigen Gesichter, all die fantastischen Geschöpfe, Landschaften, Blumen, winzige Drachen, Insekten so echt, dass sie von den Seiten zu kriechen schienen, Buchstaben so kunstvoll verschlungen, als hätten die Linien erst auf den Seiten zu wachsen begonnen, wartete all das auf den Pulten dort. Vielleicht. Aber Balbulus stand vor seiner Arbeit, als wäre er ihr Wächter, und seine Augen blickten so ausdruckslos, daß Moosig fragte, wie ein Mann, der die Welt so kalt betrachtete, solche Bilder malen konnte. Bilder so voll Kraft und Feuer. Tintenweber? Balbulus nickte Finoglio zu, mit einem Blick, der alles zu sehen schien, das unrasierte Kinn, die blutunterlaufenen Augen, die Müdigkeit im Herzen des alten Mannes. Was wird er bei mir sehen? dachte Mo. Also, ihr seid dieser Buchbinder? Balbulus musterte ihn so gründlich, als wollte er sein Abbild auf Pergament bannen. Finoljo berichtet ja wahrlich Wunderdinge von eurer Kunst. Tut er das? Mo konnte nicht verhindern, dass seine Stimme abwesend klang. Er wollte endlich diese Bilder sehen, aber erneut verstellte ihm der Illuminator wie zufällig die Sicht. Was sollte das? Lass mich endlich deine Arbeit sehen, dachte Mo. Es sollte dir schmeicheln, dass ich für sie hergekommen bin, obwohl ich meinen Hals dabei riskiere. Himmel, diese Pinsel waren wirklich unfassbar fein. Und dort waren die Farben. Fenolio stieß ihm warnend den Ellbogen in die Seite. Und Morris sich widerstrebend vom Anblick all der Wunder los und blickte in Balbulus ausdruckslose Augen. Entschuldigt, ja, ich bin Buchbinder. Und sicher wollt ihr eine Probe meiner Arbeit sehen. Ich hatte kein sonderlich gutes Material zur Verfügung. Aber er griff unter den Mantel, den Baptista genäht hatte. Es war sicherlich nicht leicht gewesen, so viel schwarzen Stoff zu stehlen. Doch Balbulus schüttelte den Kopf. Ihr müsst mir nicht beweisen, was ihr könnt sagte er, ohne Mo aus den Augen zu lassen. Taddeo, der Bibliothekar auf der Nachtburg, hat mir in allen Einzelheiten berichtet, wie eindrucksvoll ihr dort euer Können bewiesen habt. Verloren. Er war verloren. Mo spürte Finolius' entsetzten Blick. Ja, sieh mich an, dachte er. Steht mir leichtsinniger Dummkopf schon tintenschwarz auf die Stirn geschrieben? Balbulus jedoch lächelte. Sein Lächeln war ebenso ausdruckslos wie seine Augen. »Ja, Taddeo hat mir sehr ausführlich von euch berichtet.« Maggie hatte so gut nachgeahmt, wie seine Zunge beim Sprechen an die Zähne stieß. »Eigentlich ist er ein eher zurückhaltender Mann, aber euer Loblied hat er mir sogar schriftlich gesungen. Nun, Schließlich gibt es ja auch nicht viele von eurer Zunft, die den Tod in ein Buch binden können, nicht wahr? Finolio griff nach seinem Arm so fest, dass Mo die Angst des alten Mannes spürte. Was glaubte er, dass sie sich umdrehen und einfach aus der Tür gehen konnten? Bestimmt stand längst eine Wache davor, und falls nicht, dann warteten die Soldaten schon am Fuß der Treppe wie schnell man sich daran gewöhnte, dass sie jederzeit auftauchen konnten, ausgestattet mit der Macht, einen Ungestraft mit sich zu nehmen, einzukerkern, totzuschlagen. Wie Balbulus Farben leuchteten, Zinnober, Siena, Umbra Braun. wie schön sie waren. Schönheit, die ihn in die Falle gelockt hatte. Die meisten Vögel fing man mit Brot und ein paar schmackhaften Körnern, aber den Eichelherr fing man mit Buchstaben und Bildern. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr redet, hochverehrter Balbulus, stammelte Finolio seine Finger umklammerten immer noch moosarm. Der äh, Bibliothekar auf der Nachtburg? Nein, nein, Mortimer hat nie auf der anderen Seite des Waldes gearbeitet. Er kommt aus dem aus aus dem Norden. Ja, ja. Was für ein schlechter Lügner der alte Mann war. Musste man sich nicht aufs Lügen verstehen, wenn man Geschichten erfand? Wie auch immer. Mo verstand erst recht nichts vom Lügen, und so schwieg er. Schwieg und verfluchte seine Neugier, seine Ungeduld, seinen Leichtsinn, während Balbulus ihn immer noch ansah. Wie hatte er nur glauben können, dass er die Rolle, die ihn in dieser Welt erwartet hatte, einfach ablegen konnte, indem er ein paar schwarze Kleider anzog. Wie hatte er glauben können, daß er mit Haut und Haar in dieser Geschichte stecken und auf der Burg von Ombra trotzdem für ein paar Stunden wieder Mortimer der Buchbinder sein könnte? »Ach, hört schon auf, Tintenweber!« fuhr Balbulus Finolio an. »Für wie dumm haltet ihr mich?« Natürlich habe ich gleich gewußt, von wem die Rede ist, als ihr von ihm erzählt habt. Ein wahrer Meister seiner Kunst, habt ihr euch nicht so ausgedrückt? Ja, Worte können sehr verräterisch sein. Ihr solltet das eigentlich wissen. Fenolio schwieg, und Mo tastete nach dem Messer. Der schwarze Prinz hat es ihm geschenkt, als sie vom Natternberg aufgebrochen waren. Hab es von nun an immer dabei, hatte er zu ihm gesagt, selbst wenn du dich schlafen legst. Er war seinem Rat gefolgt, aber was sollte ein Messer ihm hier nützen? Er würde tot sein, bevor er den Fuß der Treppe erreichte. Wer weiß, vielleicht hatte selbst Jacopo gleich erkannt, wen er vor sich hatte und zusätzlich Alarm geschlagen. Schnell kommt, der Eichelherr ist freiwillig in den Käfig geflattert. Tut mir leid, Maggie, dachte Mo, dein Vater ist ein Dummkopf. Dafür hast du ihn nun aus der Nachtburg geholt, damit er sich auf einer anderen Burg fangen lässt. Warum hatte er nicht auf sie gehört, als sie auf dem Marktplatz den Rußvogel gesehen hatten? Hatte Fennolio je ein Lied über die Angst des Eichelheers geschrieben? Sie kam nicht, wenn er kämpfen musste. Oh nein, sie kam, wenn er an Fesseln dachte, an Ketten und Kerker und die Verzweiflung hinter verriegelten Türen, so wie jetzt. Er schmeckte die Angst auf der Zunge, spürte sie im Magen und in den Knien. Nun, immerhin ist die Werkstatt eines Illuminators für einen Buchbinder der passende Ort zum Sterben, dachte er. Aber der Eichelherr war zurück und verfluchte den Buchbinder für seinen Leichtsinn. Wisst ihr, was Taddeo besonders beeindruckt hat? Balbulus wischte sich etwas Farbpulver vom Ärmel. Gelb wie Blütenpollen klebte es auf dem dunkelblauen Samt. Eure Hände! Er fand es ganz erstaunlich, daß Hände, die so viel vom Töten verstehen, so behutsam mit Buchseiten umgehen können. Ihr habt in der Tat schöne Hände. Seht euch dagegen meine an! Balbulus spreizte die Finger und betrachtete sie voll Abscheu. Die Hände eines Bauern, plump und grob! Wollt ihr sehen, was sie trotzdem vermögen? Und endlich, mit einladener Geste, trat er zur Seite wie ein Zauberer, der den Vorhang hebt. Fenolio wollte Mo zurückhalten, aber wenn er schon in die Falle gegangen war, dann wollte er den Köder auch kosten, der ihn den Hals kosten würde. Und da waren sie. Illuminierte Seiten, noch besser als die, die er auf der Nachtburg gesehen hatte auf der einen hatte balbulus nur seinen eigenen anfangsbuchstaben verziert das b spreizte sich auf dem pergament gekleidet in gold und dunkles grün und beherbergte ein nest von feuerelfen auf dem blatt daneben rankten sich blätter und blüten um ein kaum spielkartengroßes bild mo folgte den ranken mit den augen entdeckte samenstände feuerelfen bizarre früchte winzige Geschöpfe, für die er keinen Namen hatte. Das Bild, das mit solcher Kunstfertigkeit umrahmt war, zeigte zwei Männer, umgeben von Feen. Sie standen vor einem Dorf, eine Schar zerlumpter Männer hinter sich. Der eine war schwarz und hatte einen Bären zur Seite. Der andere trug eine Vogelmaske, und das Messer in seiner Hand war das eines Buchbinders. Die schwarze und die weiße Hand der Gerechtigkeit. Der Prinz und der Eichelherr Balbulus betrachtete sein Werk mit kaum verhohlenem Stolz. Ich werde es wohl etwas abändern müssen. Ihr seid noch größer, als ich dachte, und eure Haltung. Aber was rede ich da? Ihr seid sicherlich nicht darauf erpicht, dass dieses Bild euch allzu ähnlich sieht, auch wenn es natürlich nur für violantes Augen gedacht ist. Unser neuer Statthalter wird es nie zu Gesicht bekommen, denn zum Glück gibt es keinen Grund für ihn, sich all diese Stufen zu meiner Werkstatt heraufzuquälen. Für den Hänfling definiert sich der Wert eines Buches durch die Anzahl der Weinfässer, die man dafür einhandeln kann, und falls Violante dieses Blatt nicht gründlich versteckt, wird er es, wie alles andere, was meine Hände erschaffen haben, schon bald gegen eben diese Fässer oder eine neue silberbestäubte Perücke eingetauscht haben. Er kann sich wahrlich glücklich schätzen, dass ich Balbulus der Buchmaler und nicht der Eichelherr bin, sonst würde ich Pergament aus seiner parfümierten Haut machen. Der Hass in Balbulus' Stimme war so schwarz wie die Nacht auf seinen Bildern. Und für einen Moment sah Mo in den ausdruckslosen Augen das Feuer, das den Buchmaler zu einem solchen Meister seiner Kunst machte. Auf der Treppe wurden Schritte hörbar, schwer und gleichmäßig, wie Mo sie allzu oft auf der Nachtburg gehört hatte, Soldatenschritte. Zu schade. Ich hätte wirklich gern noch länger mit euch geplaudert. Balbulus stieß einen Seufzer des Bedauerns aus, als die Tür aufgestoßen wurde. Aber ich fürchte, auf dieser Burg gibt es Personen von weit höherem Rang, die mit euch reden wollen. Gleich drei Soldaten nahmen Mo in die Mitte. Fenolio sah bestürzt zu, wie die Soldaten Mo in die Mitte nahmen. Ihr könnt gehen, Tintenweber, sagte Balbulus. Aber das, das ist alles ein entsetzliches Missverständnis. Finnoldio gab sich wirklich Mühe, seine Angst nicht hören zu lassen, doch er konnte nicht einmal Mo täuschen. Nun, vielleicht hättet ihr ihn in euren Liedern nicht so genau beschreiben sollen, stellte Balbulus mit gelangweilter Stimme fest. Soweit ich weiß, ist ihm das schon einmal zum Verhängnis geworden. Seht euch dagegen meine Bilder an. Ich, Lasse ihm immer die Maske! Mo hörte Fenoglio immer noch protestieren, als die Soldaten ihn die Treppe hinunterstießen. Resa! Nein, um sie mußte er diesmal keine Angst haben. Sie war vorerst sicher bei Roxane, und der starke Mann war bei ihr. Aber was war mit Maggie? Hatte Farid sie schon zu Roxanes Hof gebracht? Der schwarze Prinz würde sich um sie beide kümmern. Er hatte es ihm oft genug versprochen. Und wer weiß, vielleicht fanden sie ja zurück, zurück zu Elinor, in das alte Haus, gefüllt mit Büchern bis unters Dach, in die Welt, in der das Fleisch nicht aus Buchstaben erschaffen war. Oder vielleicht doch, wo er dann sein würde, daran versuchte Mo nicht zu denken. Er wusste nur eins, der Eichelherr und der Buchbinder würden den gleichen Tod sterben. Roxanes Schmerz Resa ritt oft zu Roxane, auch wenn es ein weiter Weg war und die Straßen um Ombra herum mit jedem Tag unsicherer wurden. Der starke Mann war ein guter Beschützer und Mo ließ sie ziehen, weil er wusste, wie viele Jahre sie in dieser Welt auch ohne ihn und den starken Mann zurechtgekommen war. Reza hatte Freundschaft mit Roxane geschlossen, als sie in der Mine und am Natternberg gemeinsam die Verwundeten gepflegt hatten, und der lange Weg durch den weglosen Wald in Begleitung eines Toten hatte diese Freundschaft nur vertieft. Roxane fragte nie, warum Reza in der Nacht, in der Staubfinger seinen Handel mit den weißen Frauen schloss, fast ebenso viel geweint hatte wie sie. Sie hatte nicht durch Worte Freundschaft geschlossen, sondern indem sie teilten, wofür es keine Worte gab. Es war Resa, die nachts zu Roxane gegangen war, wenn sie sie fern von den anderen unter den Bäumen hatte weinen hören, die sie umarmt und getröstet hatte, auch wenn sie wusste, dass es für den Schmerz der anderen Frau keinen Trost gab. Sie erzählte Roxane nicht von dem Tag, an dem Mortola auf Mo geschossen und sie mit der Furcht allein gelassen hatte, ihn für immer verloren zu haben. Denn sie hatte ihn nicht verloren, auch wenn sie es für ein paar endlose Augenblicke geglaubt hatte. Sie hatte sich nur ausgemalt, wie es sich anfühlen würde, ihn niemals wiederzusehen, nie wieder zu berühren, nie wieder seine Stimme zu hören, viele Tage, viele Nächte lang, während sie in einer dunklen Höhle gesessen und ihm die fieberheiße Stirn gekühlt hatte. Aber die Angst vor dem Schmerz war etwas ganz anderes als der Schmerz selbst. Mo lebte. Er sprach mit ihr, schlief neben ihr, schlang seine Arme um sie. Staubfinger jedoch würde Roxane nie wieder umarmen, nicht in diesem Leben. Ihr war nichts geblieben außer Erinnerungen. Und vielleicht war das manchmal schlimmer als nichts. Sie wusste, dass Roxane denselben Schmerz nun schon zum zweiten Mal erlebte. Beim ersten Mal, so hatte der schwarze Prinz es Rese erzählt, hatte das Feuer Roxane nicht einmal den Toten gelassen. Vielleicht hütete sie Staubfingers Körper deshalb so eifersüchtig. Niemand wusste, wohin sie ihn gebracht hatte, wo sie ihn besuchte, wenn die Sehnsucht sie nicht schlafen ließ. Als Mo nachts immer wieder Fieber bekam und schlecht schlief, war Resa zum ersten Mal zu Roxanes Hof geritten. In Mortolas Diensten hatte sie selbst oft Pflanzen sammeln müssen, aber nur die, die töteten. Roxane hatte sie gelehrt, ihre heilenden Schwestern zu finden, hatte ihr gezeigt, welche Blätter gegen Schlaflosigkeit halfen welche Wurzeln gegen den Schmerz einer alten Wunde, und dass man in ihrer Welt besser eine Schale Milch oder ein Ei zurückließ, wenn man etwas zwischen den Wurzeln eines Baumes pflückte, weil man nur so die Elben versöhnte, die darin wohnten. Manche Pflanzen dufteten so fremdartig, dass Resa davon schwindelig wurde. Andere hatte sie oft in Elinors Garten gesehen, ohne zu ahnen, welche Kraft sich in ihren unscheinbaren Stängeln und Blättern verbarg. So lehrte die Tintenwelt sie, ihre eigene deutlicher zu sehen und erinnerte sie an etwas, das Mo vor langer Zeit gesagt hatte. Denkst du nicht auch, dass man von Zeit zu Zeit Geschichten lesen sollte, in denen alles etwas anders ist als in unserer Welt? Nichts lehrt einen besser zu fragen, warum die Bäume grün und nicht rot sind und warum man nur fünf und nicht sechs Finger hat. Natürlich wusste Roxane, was gegen die Übelkeit half. Sie erklärte ihr gerade, welche Kräuter später helfen würden, die Milch fließen zu lassen, als Finolio auf den Hof geritten kam. resa fragte sich ahnungslos, woher wohl das schlechte Gewissen kam, das er wie eine von Baptistas Unglücksmasken auf dem faltigen Gesicht trug. Doch dann sah sie Farid und Maggie und die Angst auf dem Gesicht ihrer Tochter. Roxane umarmte sie, als Finolio mit stockender Stimme erzählte, was geschehen war. Aber Resa wußte nicht, was sie fühlen sollte. Angst? Verzweiflung? Zorn? Ja, Zorn. Das war es, was sie zuallererst fühlte. Zorn darüber, daß Mo so leichtsinnig gewesen war. »Wie konntest du ihn nur gehen lassen?« fuhr sie Maggie an, so scharf, daß der starke Mann zusammenfuhr. Die Worte waren heraus, bevor sie sie bereuen konnte. Aber der Zorn blieb. Zorn darüber, dass Mo auf die Burg geritten war, obwohl er um die Gefahr wusste. Zorn, dass er es hinter ihrem Rücken getan hatte. Kein Wort hatte er zu ihr über das gesagt, was er vorhatte. Aber seine Tochter hatte er mitgenommen. Roxane strich Resa übers Haar, als sie zu schluchzen begann. Tränen voll Zorn, Tränen der Angst. Sie war es so leid, Angst zu haben. Angst vor Roxanes Schmerz. Verräterisches Ding. Ein Kerker wartete auf ihn. Was sonst? Und danach? Mo erinnerte sich allzu gut an das Sterben, das Herr Natternkopf ihm versprochen hatte. Es kann Tage wären, viele Tage und Nächte. Die Furchtlosigkeit, die ihn in den letzten Wochen so zuverlässig begleitet hatte, die kalte Ruhe, die der Hass und die weißen Frauen gesät hatten, sie war verschwunden, als hätte er sie nie gefühlt. Er fürchtete den Tod nicht mehr, seit er den weißen Frauen begegnet war. Er schien etwas Vertrautes, manchmal sogar Begehrenswertes. Doch das Sterben war eine andere Sache und das, was er fast noch mehr fürchtete, das Eingesperrtsein. Er erinnerte sich allzu gut an die Verzweiflung, die hinter vergitterten Türen wartete, und an die Stille, in der selbst der eigene Atem schmerzhaft laut war, in der jeder Gedanke quälte, jede Stunde einen in Versuchung führte, den Kopf einfach so oft gegen die Wand zu schlagen, bis man nichts mehr hörte und fühlte. Seit den Tagen im Turm der Nachtburg konnte Mo keine geschlossenen Fenster und Türen ertragen. Maggie schien das Eingesperrtsein abgestreift zu haben wie eine Libelle ihre alte Haut. Doch Resa ging es wie ihm, und wenn die Angst einen von ihnen weckte, fanden sie beide nur in der Umarmung des anderen wieder zurück in den Schlaf. Nein, bitte nicht wieder den Kerker. Das machte das Kämpfen so leicht, daß man dabei immer statt Gefangenschaft den Tod wählen konnte. Vielleicht konnte er einem der Soldaten das Schwert entreißen in einem der dunkleren Flure, fernab von den anderen Wachposten. Sie standen überall, das Wappen des Hänflings auf der Brust. Er musste die Fäuste ballen, damit seine Finger nicht sofort taten, was er dachte. Noch nicht, Mortimer. Eine weitere Treppe, brennende Fackeln zu beiden Seiten. Natürlich, sie führten ihn hinab in die Eingeweide der Burg. Hoch oben oder tief unten, dort lagen die Kerker. Reza hatte ihm von denen der Nachtburg erzählt, so tief im Berg, dass sie oft geglaubt hatte, nicht atmen zu können. Immerhin stießen und schlugen sie ihn nicht, wie die Soldaten dort es getan hatten. Ob sie auch beim Foltern und vierteilen höflicher waren? Tiefer und tiefer ging es hinab, Stufe um Stufe. Einer vor ihm, zwei hinter ihm, ihr Atem in seinem Nacken. Jetzt, Mortimer, versuch es, es sind nur drei. Ihre Gesichter waren so jung, die Gesichter von Kindern, bartlos, verschreckt unter der aufgesetzten Grimmigkeit. Seit wann ließen Sie Kinder Soldaten spielen? Schon immer, antwortete er sich selbst. Sie sind die besten Soldaten, weil sie sich noch für unsterblich halten. Nur drei, aber sie würden schreien, selbst wenn er sie schnell tötete und andere herbeirufen. Die Treppe endete vor einer Tür. Der Soldat vor ihm öffnete sie. Jetzt. Worauf wartest du? Moos Finger streckten sich, machten sich bereit. Das Herz schlug noch etwas schneller, als wollte es ihm den Rhythmus vorgeben. Eichel her! Der Soldat wandte sich zu ihm um. Er verbeugte sich und ließ ihm mit verlegenem Gesicht den Vortritt. Überrascht musterte Mo die anderen zwei. Bewunderung, Angst, Ehrfurcht. Dieselbe Mischung, die ihm inzwischen so oft begegnet war, geboren nicht aus seinen Taten, sondern aus Fenoglios Worten. Zögernd trat er durch die offene Tür und begriff erst da, wohin sie ihn gebracht hatten. Die Gruft der Fürsten von Ombra. Oh ja, von ihr hatte Mo ebenfalls gelesen. Finolio hatte schöne Worte gefunden für diesen Ort der Toten, Worte, die klangen, als träumte der alte Mann selbst davon, eines Tages in einer solchen Gruft zu liegen. Doch den prächtigsten Sarkophag hatte es in Finolios Buch noch nicht gegeben. Kerzen brannten zu Cosimus Füßen, hohe, honigfarbene Kerzen. Ihr Duft süßte die Luft und sein steinernes Abbild, gebettet auf Rosen aus Alabaster, lächelte, als hätte er einen schönen Traum neben dem sarkophag kerzengrade als versuchte sie ihre zartheit wettzumachen stand eine junge frau schwarz gekleidet das haar straff zurückgesteckt die soldaten beugten die köpfe vor ihr murmelten ihren namen violante die tochter des natternkopfes sie nannten sie immer noch die hässliche obwohl das mal das ihr den namen eingetragen hatte nur noch ein schatten auf ihrer wange war angeblich verblasst an dem Tag, an dem Cosimo von den Toten zurückgekommen war, nur um schon bald wieder dorthin zurückzukehren. Die Hässliche! Was für ein Beiname! Wie lebt es sich damit? Aber Violantes Untertanen sprachen ihn mit Zärtlichkeit aus. Es hieß, dass sie nachts heimlich die Reste aus der fürstlichen Küche in die hungernden Dörfer schaffen ließ, dass sie die Bedürftigen in Ombra speiste, indem sie Silbergeschirr und Pferde aus den fürstlichen Ställen verkaufte, auch wenn der Hänfling sie dafür tagelang in ihre Kammern sperrte. Sie sprach für die Verurteilten, die zu den Galgen gekarrt wurden, und für die, die in den Kerkern verschwanden, auch wenn ihre Worte kein Gehör fanden. Violante war machtlos in ihrer Burg, so hatte der schwarze Prinz Esmo oft genug erzählt. Nicht einmal ihr Sohn gehorchte ihr, aber der Hänfling fürchtete sie, denn sie war immer noch die Tochter seines unsterblichen Schwagers. Warum hatten sie ihn zu ihr gebracht, an den Ort, an dem ihr toter Mann schlief? Wollte sie sich das Kopfgeld verdienen, das auf den Häher ausgesetzt war, bevor der Hänfling es beanspruchte? Hat er die Narbe? Sie wandte den Blick nicht von seinem Gesicht. Einer der Soldaten machte verlegen einen Schritt auf Mo zu, aber er schob den Ärmel selbst hoch, so wie es erst letzte Nacht das Mädchen getan hatte. Die Narbe, die die Zähne von Bastas Hunden hinterlassen hatten, vor langer Zeit in einem anderen Leben. Finolio hatte eine Geschichte daraus gemacht und manchmal schien es Mo, als hätte der alte Mann ihm die Narbe eigenhändig mit blasser Tinte auf die Haut gemalt. Violante trat auf ihn zu. Der schwere Stoff ihres Kleides schleift über den Steinboden. Sie war wirklich klein, ein ganzes Stück kleiner als Maggie. Als sie in den bestickten Beutel an ihrem Gürtel griff, erwartete Mo den Beryl, von dem Maggie ihm erzählt hatte, doch Violante zog eine Brille hervor. Geschliffene Gläser, ein silbernes Gestell. Orpheus Brille mußte das Modell gewesen sein. Es war sicher nicht leicht gewesen, einen Meister zu finden, der solche Linsen schleifen konnte. Tatsächlich, die vielbesungene Narbe. Verräterisches Ding! Die Brillengläser vergrößerten Violantes Augen. Es waren nicht die ihres Vaters. Balbulus hatte also recht. Weißt du, daß mein Vater die Belohnung auf deinen Kopf ein weiteres Mal erhöht hat? Mo verbarg die Narbe wieder unter dem Ärmel. Ich habe davon gehört. Und trotzdem bist du hergekommen, um dir Balbulus Bilder anzusehen? Das gefällt mir. Offenbar ist wahr, was die Lieder über dich sagen. Dass du vollkommen furchtlos bist. Ja, die Gefahr vielleicht sogar liebst. Sie musterte ihn so ausführlich, als vergliche sie ihn mit dem Mann auf Balbulus Bildern. Aber als er ihren Blick erwiderte, wurde sie rot. Ob aus Verlegenheit oder aus Ärger, daß er wagte, ihr ins Gesicht zu sehen, Mo hätte es nicht sagen können. Abrupt drehte sie sich um, trat zu dem Sarkophag ihres Mannes und fuhr mit den Fingern über die steinernen Rosenblüten, so behutsam, als wollte sie sie zum Leben erwecken. Ich hätte an deiner Stelle ganz genauso gehandelt. Ich habe immer schon geglaubt, dass wir uns ähneln, seit ich bei den Spielleuten das erste Lied über dich gehört habe. Diese Welt brütet das Unglück aus wie ein Teich die Mücken, doch man kann es bekämpfen. Wir haben das beide begriffen. Ich habe schon Gold aus der Steuerkasse gestohlen, als noch keiner von dir sang. Für ein neues Siechenhaus, eine Herberge für die Bettler oder einen Platz für die Waisen. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass einer der Verwalter verdächtigt wurde, das Gold gestohlen zu haben. Sie verdienen eh alle den Galgen. Wie trotzig sie das Kind vorschob, als sie sich wieder zu ihm umwandte, fast so wie Maggie es manchmal tat. Sie schien sehr alt und sehr jung zugleich. Was hatte sie vor? Würde sie ihn ihrem Vater ausliefern, um von dem Kopfgeld die Armen zu speisen oder um endlich genug Pergament und Farben für Balbulus kaufen zu können? Jeder wußte, daß sie selbst ihren Ehering für seine Pinsel verpfändet hatte. Nun, was wäre passender, dachte Mo. Die Haut eines Buchbinders verkauft für neue Bücher. Einer der Soldaten stand immer noch gleich hinter ihm. Die anderen zwei bewachten die Tür. Offenbar war das der einzige Ausgang der Gruft. Drei. Es waren nur drei. Ich kenne alle Lieder über dich. Ich habe sie aufschreiben lassen. Die Augen hinter den Brillengläsern waren grau und seltsam hell, als sähe man ihnen an, dass sie nicht viel Kraft hatten. Nein, den Echsenaugen des Natternkopfes ähnelten sie wirklich nicht. Es mussten die Augen von Violantes Mutter sein. Das Buch, das den Tod festhielt, war in der Kammer gebunden worden, in der sie mit ihrer kleinen hässlichen Tochter gelebt hatte, nachdem sie in Ungnade gefallen war. Ob Violante sich noch an die Kammer erinnerte? Bestimmt. Die neuen Lieder sind nicht sehr gut, fuhr sie fort. Aber Balbulus macht das mit seinen Bildern wett. Seit mein Vater den Hänfling zum Herrn dieser Burg gemacht hat, arbeitet er meist nachts daran. Und ich habe die Bücher immer bei mir, damit sie nicht verkauft werden wie all die anderen. Ich lese sie, wenn der Hänfling in der großen Halle feiert. Ich lese sie laut, damit die Worte den Lärm übertönen. Das betrunkene Geschrei. Das dumme Lachen. Tullius weinen, wenn sie ihn wieder gejagt haben, und jedes Wort füllt mir das Herz mit Hoffnung, der Hoffnung, dass du eines Tages dort unten in der Halle stehen wirst, den schwarzen Prinzen an deiner Seite und sie alle tötest, einen nach dem anderen, während ich daneben stehe, die Füße in ihrem Blut. Violantes Soldaten verzogen keine Miene. Sie schienen an solche Worte von ihrer Herren gewöhnt. Violante machte einen Schritt auf ihn zu. Ich habe nach dir suchen lassen, seit ich von den Männern meines Vaters hörte, daß du dich auf dieser Seite des Waldes versteckt hältst. Ich wollte dich vor ihnen finden, aber du verstehst dich darauf, unsichtbar zu bleiben. Vermutlich verstecken die Feen und Kobolde dich, genau wie es in den Liedern heißt. Und die Moosweibchen heilen deine Wunden. Mo konnte es nicht verhindern. Er musste lächeln. Für einen Moment hatte Violantes Gesicht ihn so sehr an das von Maggie erinnert, wenn sie ihm eine ihrer Lieblingsgeschichten erzählte. Warum lächelst du? Violante runzelte die Stirn und der Natternkopf blickte Mo an. Aus ihren hellen Augen nimm dich in acht, Mortimer. Oh, ich weiß. Du denkst, sie ist nur eine Frau, kaum mehr als ein Mädchen, ohne Macht, ohne Mann, ohne Soldaten. Ja, die meisten meiner Soldaten liegen tot im Wald, weil mein Mann es allzu eilig hatte, gegen meinen Vater in den Krieg zu ziehen. Aber ich bin nicht so dumm. Balbulus, habe ich gesagt, lass verbreiten, dass du einen neuen Buchbinder suchst. Vielleicht finden wir den Eichelher auf die Art. Wenn er so ist, wie Tadeo erzählt hat, wird er kommen, nur um deine Bilder zu sehen. Und dann, wenn er auf meiner Burg ist, mein Gefangener, so wie er vorher ein Gefangener auf der Nachtburg war, werde ich ihn fragen, ob er mir hilft, meinen unsterblichen Vater zu töten. Violante verzog amüsiert die Lippen, als Mo ihren Soldaten einen raschen Blick zuwarf. Schau nicht so besorgt! Meine Soldaten sind mir treu ergeben. Die Männer meines Vaters haben ihre Brüder und Väter im weglosen Wald erschlagen. Euer Vater wird nicht mehr lange unsterblich sein. Die Worte kamen Mo über die Lippen, ohne dass er sie wirklich hatte aussprechen wollen. Dummkopf, schalt er sich. Hast du vergessen, wer vor dir steht, nur weil etwas in ihrem Gesicht dich an deine Tochter erinnerte? Doch Violante lächelte. »Dann ist also wahr, was der Bibliothekar meines Vaters mich hat wissen lassen«, sagte sie so leise, als könnten die Toten sie belauschen. Als mein Vater begann, sich schlecht zu fühlen, glaubte er zunächst, eine seiner Mägde hätte ihm Gift verabreicht. »Mortola«. Jedes Mal, wenn Mo ihren Namen aussprach, sah er sie die Flinte heben. »Du kennst sie?« Violante schien den Namen ebenso ungern auszusprechen wie er. Mein Vater hat sie foltern lassen, um von ihr zu hören, welches Gift sie ihm gegeben hat, und als sie nicht gestand, hat er sie in einen der Kerker unter der Nachtburg geworfen. Doch eines Tages war sie verschwunden. Ich hoffe, sie ist tot. Sie soll meine Mutter vergiftet haben. Violante strich über den schwarzen Stoff ihres Kleides, als hätte sie über die Qualität der Seide und nicht den Tod ihrer Mutter gesprochen. Wie dem auch sei. Inzwischen hat mein Vater begriffen, wer schuld daran ist, daß ihm das Fleisch auf den Knochen fault. Taddeo hat schon bald nach deiner Flucht bemerkt, daß das Buch eigenartig zu riechen begann und daß die Seiten aufquollen. Die Schließen haben es eine Zeit lang verborgen, was du vermutlich beabsichtigt hattest. Aber nun können sie die hölzernen Deckel kaum noch zusammenhalten. Der arme Taddeo ist fast gestorben vor Schreck, als er entdeckte, wie es um das Buch stand. Taddeo war der Einzige, außer meinem Vater selbst, der es berühren durfte und wusste, wo es versteckt war. Er kennt sogar die drei Worte, die man hineinschreiben muß. Jeden anderen hätte mein Vater für dieses Wissen töten lassen. Aber er vertraut dem alten Mann mehr als jedem anderen Menschen. Vielleicht weil Taddeo viele Jahre lang sein Lehrer war und ihn als Kind oft vor meinem Großvater in Schutz genommen hat. Wer weiß. Natürlich hat Taddeo meinem Vater nichts von dem Zustand des Buches erzählt. Für so schlechte Nachrichten hätte er auch seinen alten Lehrer auf der Stelle aufhängen lassen. Nein, Taddeo rief in aller Heimlichkeit jeden Buchbinder zwischen dem weglosen Wald und dem Meer auf die Nachtburg. Und als keiner von ihnen helfen konnte, ließ er auf Balbulos Rat hin ein zweites Buch binden, dem Deinen vollkommen gleich, das er meinem Vater zeigte, wenn er danach verlangte. Dem ging es derweil von Tag zu Tag schlechter. Alle Welt weiß es inzwischen. Sein Atem riecht wie abgestandenes Tümpelwasser, und er friert, als wären die weißen Frauen so nah, daß er ihren Atem spürt. Was für eine Rache, Eichelherr! Ein unendliches Leben mit unendlichem Leiden! Das hört sich nicht nach der Tat eines Engels an, sondern nach der eines sehr klugen Teufels. Was von beiden bist du? Mo antwortete ihr nicht. Trau ihr nicht, raunte es in ihm, doch sein Herz sagte seltsamerweise etwas anderes. Wie ich sagte, mein Vater verdächtigte sehr lange nur Mortola, fuhr Violante fort. Darüber vergaß er sogar die Suche nach dir. Doch eines Tages verriet ihm einer der Buchbinder, die Taddeo zur Hilfe gerufen hatte, wie es um das Buch stand, vermutlich in der Hoffnung, für diese Nachricht mit Silber entlohnt zu werden. Mein Vater ließ ihn töten. Schließlich soll niemand erfahren, wie es um seine Unsterblichkeit steht, aber die Neuigkeiten sprachen sich bald herum. Inzwischen gibt es kaum noch einen lebenden Buchbinder auf der anderen Seite des Waldes. Der Galgen war die Strafe für jeden, der das Buch nicht heilen konnte. Und Tadeo hat er in den Kerker unter der Nachtburg werfen lassen. Damit dein Fleisch ebenso langsam verrottet wie das meine, soll mein Vater gesagt haben. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Tadeo ist ein alter Mann und die Kerker der Nachtburg töten selbst Jüngere. Mo verspürte Übelkeit, wie damals auf der Nachtburg, als er, um Resa, Maggie und sich zu retten, das leere Buch gebunden hatte. Schon damals hatte er geahnt, dass er ihr Leben gegen das vieler anderer eintauschte. Armer, ängstlicher Taddeo. Mo sah ihn vor sich, wie er in einem der fensterlosen Kerker hockte. Auch die Buchbinder sah er, sah sie ganz deutlich. Verlorene Gestalten hin und her schwankend hoch oben in der Luft. Er schloss die Augen. Sieh an, genauso wie es in den Liedern heißt, hörte er Violante sagen, ein Herz mitfühlend wie kein zweites schlägt in seiner Brust. Es tut dir tatsächlich leid, dass andere für das, was du getan hast, sterben müssen. Sei nicht dumm! Mein Vater liebt es zu töten. Wenn nicht die Buchbinder, dann hätte er andere gehängt. Und schließlich war es kein Buchbinder, sondern ein Alchemist, der einen Weg fand, das Buch zu erhalten. Es soll ein sehr unappetitlicher Weg sein, und er konnte nicht rückgängig machen, was du an Schaden angerichtet hast, doch zumindest fault das Buch nicht weiter. Und mein Vater sucht nur umso emsiger nach dir, denn er glaubt immer noch, daß du allein den Fluch wieder von ihm nehmen kannst den du so geschickt zwischen den leeren Seiten versteckt hast. Warte nicht, bis er dich findet. Komm ihm zuvor. Tu dich mit mir zusammen. Du und ich, Eichelher, Seine Tochter und der Räuber, der ihn schon einmal überlistet hat. Wir können sein Verhängnis sein. Hilf mir, ihn zu töten. Gemeinsam wird das ganz leicht. wie sie ihn ansah, erwartungsvoll wie ein Kind, das soeben seinen innigsten Wunsch geäußert hat. Komm, Eichelherr, lass uns meinen Vater töten. Was muß man seiner Tochter antun, dachte Mo, um diesen Wunsch in ihr zu wecken. Nicht alle Töchter lieben ihre Väter, Eichelherr, sagte Violante, als hätte sie, wie Maggie es so oft tat, seine Gedanken gelesen. Deine Tochter soll dich sehr lieben und du sie. Aber mein Vater wird sie töten, deine Tochter, deine Frau, alle, die du liebst und ganz am Ende dich selbst. Er wird nicht zulassen, dass du ihn weiter zum Gespött seiner Untertanen machst. Er wird dich finden. Selbst wenn du dich weiter so geschickt versteckst wie ein Fuchs in seinem Bau, denn sein eigener Körper erinnert ihn mit jedem Atemzug an das, was du ihm angetan hast. Seine Haut schmerzt vom Licht der Sonne. Seine Glieder sind so aufgeschwemmt, dass er nicht mehr reiten kann. Selbst das Gehen fällt ihm schwer. Tag und Nacht malt er sich aus, was er dir und den Deinen antun kann. Er hat den Pfeifer Lieder schreiben lassen über deinen Tod. So furchtbare Lieder, dass jeder, der sie hört, angeblich nicht mehr schlafen kann. Und schon bald wird er den Silbernasigen herschicken, um sie auch hier zu singen. Und um dich zu jagen. Der Pfeifer hat lange auf diesen Befehl gewartet. Und er wird dich finden. Dein Mitleid mit den Armen wird sein Köder sein. Er wird so viele erschlagen, dass ihr Blut dich schließlich aus dem Wald lockt. »Doch wenn ich dir helfe«, eine Stimme unterbrach Violante, eine Kinderstimme, die gewohnt war, dass Erwachsene ihr zuhörten. Sie hallte die endlose Treppe hinab, die in die Gruft führte. »Er ist bestimmt bei ihr, du wirst sehen«, wie aufgeregt Jacopo klang. »Balbulus ist ein sehr guter Lügner, der allerbeste, vor allem, wenn er für meine Mutter lügt. Aber«, er zupft dabei an seinem Ärmel und guckt noch eingebildeter als sonst. Mein Großvater hat mir beigebracht, auf solche Dinge zu achten. Die Soldaten an der Tür sahen ihre Herrin fragend an, doch Violante beachtete sie nicht. Sie lauschte nach draußen und als eine zweite Stimme durch die Tür drang, sah Mo zum ersten Mal Angst in ihren so furchtlosen Augen. Er selbst erkannte die Stimme obwohl er sie bislang nur durch Fiebernebel gehört hatte und seine Hand griff nach dem Messer, das in seinem Gürtel versteckt war. Der Rußvogel klang, als hätte das Feuer, mit dem er so ungeschickt spielte, ihm irgendwann die Stimmbänder verätzt. Seine Stimme ist wie eine Warnung, hatte Rese einmal über ihn gesagt. Eine Warnung vor seinem hübschen Gesicht und dem ewigen Lächeln darauf. Ja, ja, du bist ja ein schlauer Kerl, Jakobo. Ob der Junge den Spott heraushörte. Aber warum gehen wir nicht zu den Kammern deiner Mutter? Weil sie nicht so dumm wäre, ihn dorthin bringen zu lassen. Meine Mutter ist schlau, viel schlauer als ihr alle. Violante trat an Moos Seite und griff nach seinem Arm. Steck das Messer weg, flüsterte sie ihm zu. Der Eichelherr wird nicht in dieser Burg sterben. Das Lied will ich nicht hören. Komm mit mir. Sie winkte den Soldaten zu sich, der hinter Mo stand, einen hochgeschossenen Jungen mit breiten Schultern, der sein Schwert hielt, als hätte er es noch nicht allzu oft benutzt, und hastete zwischen die steinernen Särge so zielstrebig, als müsste sie nicht zum ersten Mal jemanden vor ihrem Sohn verstecken. Mehr als ein Dutzend Särge standen in dem Gewölbe, auf den meisten lagen steinerne Schläfer, Schwerter auf der Brust, Hunde zu ihren Füßen, Kissen aus Marmor oder Granit unter den Köpfen. Violante hastete ohne einen Blick an ihnen vorbei, bis sie vor einem Sarg stehen blieb, dessen schlichter Deckel genau in der Mitte zersprungen war, als hätte der Tote darin ihn irgendwann aufgestoßen. Wenn der Herr nicht hier ist, machen wir Balbulus ein bisschen Angst, ja? Wir gehen zurück und du lässt das Feuer an seinen Büchern lecken. Jacopo sprach Balbulus Namen mit solcher Eifersucht aus, als spräche er über einen älteren Bruder, den seine Mutter ihm vorzog. Das junge Gesicht der Soldaten lief rot an vor Anstrengung, als er den unteren Teil des Sargdeckels zur Seite schob. Mo behielt das Messer in der Hand, als er in den Sarkophag stieg. Es lag kein Toter darin, aber Mo schnürte es trotzdem den Atem ab, als er sich in der kalten Enge ausstreckte. Der Sarg war eindeutig für einen kleineren Mann gemacht. Hatte Violante seine Knochen fortgeworfen, um ihre Spione darin zu verstecken? Die Dunkelheit war fast vollkommen, als der Soldat den zersprungenen Deckel zurück an seinen Platz schob. Nur durch ein paar Löcher, die das Muster einer Blume bildeten, drang etwas Licht und Luft herein. Atme, Mo, ganz ruhig. Er hielt das Messer immer noch in der Hand. Zu schade, daß von den steinernen Schwertern, die die Toten hielten, keines zu gebrauchen war. Glaubst du wirklich, dass es sich lohnt, deine Haut für ein paar bemalte Ziegenhäute zu riskieren? hatte Baptista ihn gefragt, als er ihn bat, ihm die Kleider und den Gürtel zu nähen. O Mortimer, was für ein Narr du bist! Hat diese Welt dich nicht genügend spüren lassen, wie gefährlich sie ist? Aber die bemalten Ziegenhäute waren wunderschön gewesen. Ein Klopfen, ein Riegel wurde zurückgeschoben. Die Stimmen drangen deutlicher zu ihm, Schritte. Mo versuchte durch die Löcher zu spähen, doch er sah nur einen anderen Sarg und den schwarzen Saum von Violantes Kleid, der verschwand, als sie davonschritt. Nein, seine Augen würden ihm nicht helfen. Er ließ den Kopf auf den kalten Stein sinken und lauschte, wie laut sein Atem war. Gab es ein verdächtigeres Geräusch unter den Toten? Und wenn es kein Zufall ist, dass der Rußvogel gerade jetzt auftaucht, flüsterte es in ihm, was wenn Violante nur auf ihn gewartet hat? Nicht alle Töchter lieben ihre Väter. »Was, wenn die Hässliche ihrem Vater dennoch ein ganz besonderes Geschenk machen wollte? Sie, wen ich dir gefangen habe, den Eichelherr, er hat sich als Krähe verkleidet. Was hat er gedacht, wen er damit täuscht?« »Euer Hoheit«, die Stimme des Rußvogels hallte durch das Gewölbe, als stünde er gleich neben dem Sarg, in dem Mo lag. »Verzeiht, dass wir eure Trauer stören.« aber euer Sohn wollte unbedingt, dass ich einen Besucher treffe, den ihr heute empfangen habt. Er glaubt, dass es ein alter und sehr gefährlicher Bekannter von mir ist. Besucher? Violantes Stimme klang so kühl wie der Stein unter Mooskopf. Der einzige Besucher hier unten ist der Tod. Und es nützt nicht viel, vor ihm zu warnen, oder? Der Rußvogel stieß ein unbehagliches Lachen aus. <laughs> Nein, sicher nicht, aber Jacopo hat mir von einem Besucher aus Fleisch und Blut erzählt. Einem Buchbinder, hochgewachsen, dunkles Haar. Balbulus hat heute einen Buchbinder empfangen, erwiderte Violante. Er sucht schon seit langem jemanden, der von dem Handwerk mehr versteht als die Buchbinder, die es in Ombra gibt. Was war das für ein Geräusch? Natürlich, Jakopo hüpfte über die steinernen Fliesen. Offenbar tat er ab und zu doch, was andere Kinder tun. Das Hüpfen kam näher. Wie stark die Versuchung war, einfach aufzustehen, statt so da zu liegen. Es war schwer, den Körper stillzuhalten wie den eines Toten, wenn man noch atmete. Mo schloss die Augen, um den Stein um sich her nicht zu sehen. Atme, Herr Mortimer, so flach du kannst, so lautlos, wie die Feen es tun. Das Hüpfen brach ab. Ganz dicht neben ihm. Du hast ihn versteckt. Jakobos Stimme klang zu Mo herein, als spräche er die Worte nur für ihn. Sollen wir in den Särgen nachsehen, Rußvogel? Der Gedanke schien ihn sehr zu verlocken, aber der Rußvogel lachte nervös. Nun, das wird wohl nicht nötig sein, wenn wir deiner Mutter erklären, mit wem sie es zu tun hat. Dieser Buchbinder könnte genau der sein, den euer Vater so verzweifelt sucht. Der Eichelherr? Der Eichelherr ist hier auf der Burg? Violantes Stimme klang so ungläubig, dass selbst Mo ihr die Verwunderung glaubte. Natürlich, ich habe es meinem Vater immer wieder gesagt, eines Tages wird diesem Räuber die eigene Tollkühnheit zum Verhängnis werden. Untersteh dich, dem Hänfling etwas zu sagen. Ich will den herfangen, damit mein Vater endlich begreift, wer auf den Thron von Ombra gehört. Hast du die Wachen am Tor verstärkt? Hast du Soldaten zu Balbulus Werkstatt geschickt? Äh, äh, nein. Der Rußvogel klang sichtlich verwirrt. Ich meine, er ist nicht mehr bei Balbulus. Er, er. Was? Du Narr! Violantes Stimme wurde so scharf wie die ihres Vaters. Das Fallgitter am Tor muss herunter, sofort! Wenn mein Vater erfährt, dass der Eichelherr auf dieser Burg war, in meiner Bibliothek und einfach wieder davongeritten ist, wie drohend sie die Worte in der kühlen Luft verklingen ließ. Oh ja, sie war klug. Ihr Sohn hatte recht. Sandro! Das musste einer ihrer Soldaten sein. Sag den Wachen am Haupttor, sie sollen das Fallgitter herunterlassen. Niemand verlässt die Burg. Niemand. Hörst du? Ich hoffe nur, es ist nicht schon zu spät. Jacopo? Ja? Es klang Angst und Trotz aus der hellen Stimme und eine Spur von Misstrauen. Wenn er merkt, dass das Tor zu ist, wo könnte der Herr sich verstecken? Du kennst doch alle Verstecke auf dieser Burg. Sicher. Nun klang Jakobus Stimme geschmeichelt. Ich kann sie dir alle zeigen. Gut, nimm dir drei der Wachen oben vorm Thronsaal und führe sie zu den besten Verstecken, die du kennst. Ich werde mit Balbulus reden. Der Eichelherr in meiner Burg! Der Rußvogel stammelte etwas. Violante unterbrach ihn barsch und befahl ihm, mit ihr zu kommen die schritte und stimmen entfernten sich aber mo glaubte sie noch eine ganze weile zu hören auf den endlosen stufen die hinaufführten fort von den toten zurück in die welt der lebenden ans tageslicht wo er sich atmen ließ selbst als es wieder ganz still war blieb er noch ein paar quälende augenblicke lang liegen lauschend bis er selbst die toten atmen zu hören glaubte dann stemmte er die Hände gegen den steinernen Deckel und griff hastig nach dem Messer, als er erneut Schritte hörte. Eichelherr? Es war nicht mehr als ein Flüstern. Der zersplissene Deckel wurde zur Seite geschoben und der Soldat, der ihm in sein Versteck geholfen hatte, streckte ihm die Hand entgegen. Wir müssen uns beeilen, flüsterte er. Der Hänfling hat den Alarm ausgelöst. Es sind Wachen überall. Aber Violante weiß von Ausgängen auf dieser Burg, die selbst Jacopo noch nicht gefunden hat. Hoffentlich, setzte er hinzu. Mo hatte das Messer immer noch in der Hand, als er aus dem Sarkophag stieg, steifbeinig von der Enge. Der Junge starrte es an. Wie viele habt ihr schon getötet? Seine Stimme klang fast ehrfürchtig, als wäre das Töten eine hohe Kunst wie die von Balbulus. Wie alt mochte er sein? Vierzehn? Fünfzehn? Er sah jünger aus als Farid. Wie viele? Was sollte er darauf antworten? Noch vor ein paar Monaten wäre die Antwort so einfach gewesen. Vielleicht hätte er sogar laut gelacht über eine so absurde Frage. Jetzt sagte er nur. Nicht so viele wie hier liegen, obwohl er nicht sicher war, dass das der Wahrheit entsprach. Der Junge blickte an den Toten entlang, als zählte er sie. Ist es leicht? Der Neugier in seinen Augen nach zu urteilen schien er die Antwort wirklich nicht zu kennen, trotz des Schwertes an seiner Seite und des Kettenhemdes über der Brust. Ja, dachte Mo. Ja, es ist leicht wenn dir erst einmal ein zweites Herz in der Brust schlägt, eines, das kalt und scharfkantig ist wie das Schwert, das du trägst. Etwas Hass und Zorn. Ein paar Wochen Angst und hilflose Wut und schon wächst es dir. Es schlägt dir den Takt, wenn es zum Töten kommt, wild und schnell. Und erst später spürst du dann wieder dein anderes Herz, so weich und warm. Es schaudert vor dem, was du zum Takt des anderen getan hast. Es schmerzt und zittert. Aber das ist danach. Der Junge sah ihn immer noch an. Es ist zu leicht, sagte Mo. Sterben ist schwerer. Auch wenn Cosimos steinernes Lächeln etwas anderes behauptete. Hast du nicht gesagt, wir müssten uns beeilen? Der Junge wurde rot unter seinem blankpolierten Helm. »Ja, ja, sicher.« Vor einer Nische hinter den Särgen hielt ein steinerner Löwe Wache, das Wappen von Ombre auf der Brust, vermutlich das einzige Exemplar, das der Hänfling nicht hatte zerschlagen lassen. Der Soldat schob das Schwert zwischen die gebleckten Zähne, und die Wand der Gruft öffnete sich gerade so weit, dass ein erwachsener Mann sich hindurchzwängen konnte. Hatte Finolio diesen Eingang nicht beschrieben? Worte kamen Mo in den Sinn, vor langer Zeit gelesen, über einen von Cosimus Ahnen, den dieser Gang mehrfach vor seinen Feinden gerettet hatte. Und wieder retten Worte den Eichel her, dachte er. Nun, warum nicht? Er ist aus ihnen gemacht. Dennoch strich er über den Stein, als müssten seine Finger sich versichern, daß die Gruftwände nicht nur aus Papier bestanden. Der Gang endet oberhalb der Burg, raunte ihm der Junge zu. Euer Pferd konnte Violante nicht aus den Ställen schaffen, das wäre zu auffällig gewesen. Aber es wird ein anderes dort warten. Der Wald wird von Soldaten wimmeln, also seid vorsichtig. Das hier soll ich euch geben. Mo schob die Hand in die Satteltaschen, die er ihm reichte. Bücher. Violante lässt euch ausrichten, das sei ein Geschenk an euch, gewährt in der Hoffnung, dass ihr mit ihr die Allianz schließt, die sie euch anbietet. Der Gang war endlos, fast so beklemmend eng wie der Sarkophag, und Mo war froh, als er endlich Tageslicht sah. Der Ausgang war kaum mehr als ein Spalt zwischen ein paar Felsen. Das Pferd wartete unter den Bäumen, und er sah die Burg von Ombra unter sich. Die Wachen auf den Mauern, die Soldaten, die aus dem Stadttor quollen wie ein Schwarm Heuschrecken. Ja, er würde sehr vorsichtig sein müssen. Trotzdem öffnete er die Satteltaschen, verbarg sich zwischen den Felsen und schlug eins der Bücher auf. Als wäre nichts geschehen. Farid hielt Maggis Hand. Er ließ sie das Gesicht in seinem Hemd vergraben und flüsterte ihr immer wieder zu, dass alles gut werden würde. Aber der schwarze Prinz war immer noch nicht zurück, und die Krähe, die der Gecko ausgesandt hatte, brachte dieselbe Nachricht wie Doria, der jüngere Bruder des starken Mannes, der für die Räuber spionierte, seit der Schnapper ihn und seinen Freund vorm Hängen bewahrt hatte. Auf der Burg hatte es Alarm gegeben. Sie hatten das Fallgitter heruntergelassen und die Torwächter prahlten, dass der Kopf des Eichelheers bald von den Burgzinnen auf Ombra herabsehen würde. Der starke Mann hatte Maggie und Rese an das Lager der Räuber gebracht, obwohl sie beide hatten nach Ombra zurückkehren wollen. Der Herr würde es so wollen, das war alles, was er gesagt hatte, und der schwarze Prinz war mit Baptista zu dem Hof aufgebrochen, den sie in den letzten Wochen ihr Zuhause genannt hatten. So glücklichen Wochen, so täuschend friedlich in Finolios unfriedlicher Welt. Wir holen eure Sachen, hatte der Prinz nur geantwortet, als Resa ihn gefragt hatte, was er dort wollte. Ihr könnt nicht zurück. Weder Resa noch Maggie fragten warum. Sie wussten beide die Antwort, weil der Hänfling den Eichelheer würde verhören lassen und keiner sicher sein konnte, dass Mo nicht irgendwann verriet, wo er sich in den letzten Wochen versteckt hatte. Auch die Räuber verlegten ihr Lager nur wenige Stunden, nachdem sie von Moos Verhaftung gehört hatten. Der Hänfling hat ein paar sehr begabte Folterer, stellte der Schnapper fest, und Reza setzte sich abseits unter die Bäume und vergrub das Gesicht in den Armen. Finolio war in Ombra geblieben. Vielleicht werde ich ja zu Violante vorgelassen. Und Minerva arbeitet heute Nacht in der Burgküche. Vielleicht erfährt sie dort etwas. Ich werde tun, was ich kann, Maggie, hatte er ihr zum Abschied versichert. Ach was, ins Bett wird er sich legen und zwei Krüge Wein trinken, hatte Farid darauf nur gesagt und zerknirscht geschwiegen, als Maggie zu weinen begann. Warum hatte Simono nach Ombra reiten lassen? wenn sie wenigstens mit ihm auf die Burg gegangen wäre. Aber sie hatte ja unbedingt bei Farid bleiben wollen. In den Augen ihrer Mutter las sie dieselbe Anklage. Du hättest ihn zurückhalten können, Maggie, nur du. Als es dämmerte, brachte der Holzfuß ihnen etwas zu essen. Sein steifes Bein hatte ihm den Namen eingebracht. Er war nicht der schnellste der Räuber, aber ein guter Koch. Doch weder Maggie noch Resa brachten einen Bissen hinunter. Es wurde bitter kalt und Farid versuchte, Maggie zu überreden, sich mit ihm ans Feuer zu setzen, aber sie schüttelte nur den Kopf. Sie wollte im Dunkeln bleiben, allein mit sich selbst. Der starke Mann brachte ihr eine Decke. Sein Bruder war bei ihm, Doria. Er taugt nicht zum Wildern, aber er ist ein erstklassiger Spion, hatte der starke Mann ihr zugeraunt, als er ihn ihr vorstellte. Die beiden Brüder ähnelten einander kaum, auch wenn sie dasselbe dichte braune Haar hatten und Doria sehr stark für sein Alter war, was Farid mit Neid erfüllte. Er war nicht allzu groß. Doria reichte seinem älteren Bruder gerade mal bis zur Schulter und seine Augen waren blau wie die Haut von Finolios Feen, während die Augen des starken Mannes braun wie Eicheln waren. Wir haben verschiedene Väter hatte der starke Mann Maggie erklärt, als sie sich über so wenig Ähnlichkeit wunderte. Aber sie taugen beide nicht viel. Du musst dir keine Sorgen machen. Dorias Stimme klang schon sehr erwachsen. Maggie hob den Kopf. Er zog ihr die Decke um die Schultern, die sein Bruder ihr mitgebracht hatte, und trat verlegen zurück, als sie zu ihm aufsah, aber er wich ihren Blick nicht aus. Doria sah jedem so gerade ins Gesicht. Selbst dem Schnapper, vor dem die meisten den Kopf einzogen. Deinem Vater wird nichts geschehen, glaub mir. Er wird sie alle besiegen, den hänfling den Natternkopf und den Pfeifer. Nachdem sie ihn aufgehängt haben, fragte Maggie. Ihre Stimme klang so bitter, wie sie sich fühlte, aber Doria zuckte nur die Schultern. Unsinn. Mich wollten sie auch aufhängen, sagte er. Er ist der Eichelherr. Er und der schwarze Prinz werden uns alle retten. Du wirst sehen. Es klang, als könnte es gar nicht anders kommen, als hätte er Finolius Geschichte als einziger zu Ende gelesen. Aber der Schnapper, der nur ein paar Meter weiter mit dem Gecke unter den Bäumen saß, lachte heiser. Dein Bruder ist ebenso ein Dummkopf wie du, rief er zu dem starken Mann herüber. Aber zu seinem Pech hat er nicht deine Muskeln, also wird er wohl nicht sehr alt werden. Es ist vorbei mit dem Eichelherr. Und was hinterlässt er uns als Vermächtnis? Den unsterblichen Natternkopf. Der starke Mann ballte die Fäuste und wollte auf den Schnapper los, aber Doria zerrte ihn zurück, als der Gecko sein Messer zog. Der Gecko stand trotzdem auf und machte einen drohenden Schritt auf den starken Mann zu. Die zwei gerieten oft aneinander, doch plötzlich hoben sie beide den Kopf und lauschten. In der Eiche über ihnen schrie ein Herr. Er ist zurück! Maggie! Er ist zurück! Farid kletterte so hastig von seinem Ausguck herunter, dass er fast den Halt verlor. Das Feuer war heruntergebrannt. Nur die Sterne leuchteten hinab in die dunkle Schlucht, in der die Räuber das neue Lager aufgeschlagen hatten, und Maggie erkannte Mo erst, als der Holzfuß ihm und dem schwarzen Prinzen mit einer Fackel entgegenhinkte. Baptista war auch bei ihnen. Sie schienen alle unverletzt, und Doria wandte sich zu ihr um. Nun, Herr Tochter, sagte sein Lächeln, was habe ich gesagt? Resa sprang so eilig auf, daß sie über die Decke stolperte, die der starke Mann ihr gebracht hatte, und drängte sich durch die Räuber, die Mo und den Prinzen umstanden. Maggie folgte ihr wie im Traum. Es war zu gut, um kein Traum zu sein. Mo trug immer noch die schwarzen Kleider, die Baptista ihm genäht hatte. Er sah müde aus, aber er schien tatsächlich unverletzt. Es ist gut. »Alles ist gut«, hörte sie ihn sagen, während er ihrer Mutter die Tränen vom Gesicht küßte, und als Maggie vor ihm stehen blieb, lächelte er ihr zu, als käme er nur, wie früher, von einer kurzen Reise zu ein paar kranken Büchern zurück und nicht von einer Burg, auf der man ihn hatte töten wollen. »Ich hab dir was mitgebracht,« raunte er Maggie zu, und nur daran, wie fest und lang er sie an sich drückte, erkannte sie, daß er ebenso viel Angst gehabt hatte wie sie. Nun lasst ihn schon in Ruhe, fuhr der schwarze Prinz seine Männer an, als sie Mo umdrängten und wissen wollten, wie der Eichelherr nach der Nachtburg nun auch der Burg von Ombra entkommen war. Ihr werdet die Geschichte früh genug erfahren, und jetzt stellt doppelte Wachen auf. Sie gehorchten widerstrebend, hockten sich murrend an das fast erloschene Feuer oder verschwanden in den Zelten, zusammengeflickt aus Tüchern und alten Kleidern, die nur notdürftig Schutz vor den immer kälter werdenden Nächten boten. Mo aber winkte Maggie und Resa zu seinem Pferd. Es war ein anderes als das, mit dem er fortgeritten war, und griff in die Satteltaschen. Zwei Bücher zog er hervor, so behutsam, als wären es lebendige Wesen. Eines gab er Resa, eines Maggie, und lachte, als sie so hastig danach griff, dass es ihr fast aus den Händen rutschte. Es ist lange her, dass wir zwei ein Buch in der Hand hatten, nicht wahr? flüsterte er ihr fast verschwörerisch zu. Schlag es auf, ich verspreche dir, du hast nie ein schöneres gesehen. Auch Rese hatte ihr Buch entgegengenommen, doch sie sah es nicht einmal an. Finolio hat gesagt, dieser Buchmaler hätte den Köder für dich gespielt, sagte sie mit tonloser Stimme. Er hat gesagt, dass sie dich noch in seiner Werkstatt verhaftet haben. Es war nicht, was es schien. Du siehst doch, es ist nichts geschehen, oder wäre ich sonst hier? Mehr sagte Mo nicht, und Resa fragte nicht weiter. Sie sprach kein Wort, als Mo sich vor den Pferden in das kurze Gras setzte und Maggie an seine Seite zog. Farid? rief er. Und Farid ließ Baptista stehen, den er offenbar gerade darüber auszuhorchen versuchte, was in Ombra geschehen war, und lief auf Mo zu, dieselbe Bewunderung auf dem Gesicht, die Maggie auch auf Dorias Gesicht gesehen hatte. »Kannst du uns Licht machen?« fragte Mo, und Farid kniete sich zwischen sie und ließ auf seinen Händen das Feuer tanzen, auch wenn Maggie ihm deutlich ansah, dass er nicht verstand, wie der Eichelherr dasitzen und seiner Tochter als allererstes ein Buch zeigen konnte, nachdem er soeben den Soldaten des Hänflings entkommen war. »Hast du jemals so etwas Schönes gesehen, Maggie?« flüsterte Mo ihr zu, als sie mit dem Finger über eins der vergoldeten Bilder strich. »Abgesehen von den Feen natürlich«, fügte er mit einem Lächeln hinzu, als sich eine von ihnen blassblau blau wie Balbulus-Himmel schläfrig auf den Seiten niederließ. Mo scheuchte sie sofort, wie Staubfinger es immer getan hatte, indem er ihr sacht zwischen die schillernden Flügel blies, und Maggie beugte sich mit ihm über die Seiten und vergaß die Angst, die sie um ihn gehabt hatte. Sie vergaß den Schnapper, ja selbst verriet der keinen Blick für das hatte, wovon sie die Augen nicht wenden konnte. Buchstaben, Sepia braun und so luftig, als hätte Balbulus sich auf das Pergament gehaucht. Drachen und langhalsige Vögel, die sich am Kopf der Seiten streckten, Initiale, schwer von Blattgold wie schimmernde Knöpfe zwischen den Zeilen. Und die Wörter tanzten mit den Bildern, und die Bilder sangen für die Wörter, sangen ihr farbiges Lied. Ist das die hässliche? Maggie legte den Finger auf eine fein gezeichnete Frauenfigur, Schmal stand sie neben den Zeilen, das Gesicht kaum halb so groß wie der Nagel von Maggie's kleinem Finger, und doch konnte man das blasse Mal auf ihrer Wange erkennen. Ja, und Balbulus hat sichergestellt, dass man sie auch in vielen hundert Jahren noch erkennt. Mo wies auf den Namen, den der Buchmaler mit dunkelblauer Farbe deutlich sichtbar über den winzigen Kopf geschrieben hatte: Violante. Das V hatte eine haarfeine Goldkante. Ich habe sie heute getroffen. Ich finde, sie trägt ihren Beinamen zu Unrecht, fuhr Mo fort. Sie ist etwas zu blass und ich glaube, sie kann sehr nachtragend sein, aber sie ist furchtlos. Ein Blatt landete auf dem offenen Buch. Mo wischte es fort, doch es klammerte sich mit spinnenfeinen Armen an seinen Finger. Sieh einer an, sagte er und hielt es sich vor die Augen. Ist das etwa einer von Orpheus Blättermännern? Seine Geschöpfe verbreiten sich offenbar schnell. Und sie sind selten nett, sagte Farid. Pass auf, die da spucken. Tatsächlich. Mo lachte leise und ließ den Blättermann fliegen, gerade als er die Lippen spitzte. Resa blickte dem seltsamen Geschöpf nach und richtete sich abrupt auf. Es ist alles Lüge, sagte sie. Ihre Stimme bebte bei jedem Wort. All die Schönheit, nichts als Lüge. Sie soll uns nur von der Dunkelheit ablenken und von all dem Unglück und dem Tod. Mo legte Maggie das Buch in den Schoß und richtete sich auf, aber Resa wich vor ihm zurück. Das hier ist nicht unsere Geschichte, sagte sie so laut, dass einige der Räuber sich zu ihr umwandten. Sie erschöpft einem das Herz mit all ihrem Zauber. Ich will nach Hause. Ich will den ganzen Spuk vergessen und mich erst auf Elinors Sofa wieder daran erinnern! Auch der Gecko hatte sich umgedreht. Neugierig starrte er zu ihnen herüber, während eine seiner Krähen versuchte, ein Stück Fleisch aus seiner Hand zu stehlen. Der Schnapper lauschte ebenfalls. »Wir können nicht zurück, Resa«, sagte Mo mit gesenkter Stimme. Finolio schreibt nicht mehr. Hast du das vergessen?« und Orpheus kann man nicht trauen. Finoljo wird versuchen, uns zurückzuschreiben, wenn du ihn darum bittest. Er schuldet es dir. Bitte, Mo, das hier kann kein gutes Ende nehmen. Mo sah Maggie an, die immer noch mit Balbulos Buch auf dem Schoß neben Farid kniete. Was hoffte er, dass sie ihrer Mutter widersprach? Farid warf Reza einen wenig freundlichen Blick zu und ließ das Feuer zwischen seinen Händen erlöschen. Zauberzunge? Mo sah ihn an. Oh ja, er hatte inzwischen viele Namen. Wie war es gewesen, als er einfach nur Mo gewesen war? Maggie konnte sich nicht erinnern. Ich muß zurück. Was soll ich Orpheus sagen? Farid sah ihn fast flehend an. E erzählst du ihm von den weißen Frauen? Da war sie wieder, wie ein Brennen auf seinem Gesicht, seine törichte Hoffnung. Ich habe es dir doch schon gesagt, da gibt es nichts zu erzählen, antwortete Mo, und Farid senkte den Kopf und sah seine rußigen Hände an, als hätte Mo ihm die Hoffnung selbst aus den Fingern genommen. Er richtete sich auf. Er ging immer noch barfuß, obwohl es in den Nächten schon manchmal Frost gab. Mach's gut, Maggie murmelte er und gab ihr einen flüchtigen Kuss. Dann drehte er sich ohne ein weiteres Wort um. Maggie vermisste ihn schon, als er sich auf seinen Esel schwang. Ja, vielleicht sollten sie wirklich zurückgehen. Sie schrak zusammen, als Mo ihr die Hand auf die Schulter legte. Schlag das Buch in ein Tuch ein, wenn du es nicht mehr ansiehst, sagte er. Die Nächte sind feucht. Dann schob er sich an ihrer Mutter vorbei und ging zu den Räubern, die so stumm um das glimmende Feuer herumsaßen, als warteten sie auf ihn. Rese aber stand da und starrte auf das Buch in ihrer Hand, als hielte sie ein anderes, das Buch, das sie vor mehr als zehn Jahren verschluckt hatte, mit Haut und Haar. Dann sah sie Maggie an. Was ist mit dir? fragte sie. Willst du auch hierbleiben wie dein Vater? Vermisst du deine Freundinnen nicht und Elinor und Darius? Dein warmes Bett ganz ohne Läuse? Das Café unten am See? Den Frieden auf den Straßen? Maggie hätte darauf so gern die Antwort gegeben, die Resa hören wollte, aber sie konnte nicht. Ich weiß nicht, antwortete sie leise. Und das war die Wahrheit. Sehnsucht macht krank. Elinor hatte schon viele, endlos viele Geschichten gelesen, in denen die Hauptperson irgendwann krank wurde, weil sie unglücklich war. Sie hatte diese Idee immer für sehr romantisch gehalten, aber als pure Erfindung der Bücherwelt abgetan. All diese hinwelkenden Helden und Heldinnen, die plötzlich das Leben verließ, nur weil sie unglücklich liebten oder sich nach etwas sehnten, was sie verloren hatten. Eleanor hatte stets mit größtem Vergnügen an ihren Leiden teilgenommen, wie man das als Leser ebenso tut. Schließlich war es ja genau das, was man in Büchern suchte. Große, nie gefühlte Gefühle, Schmerz, den man hinter sich lassen konnte, indem man das Buch, wenn es allzu schlimm wurde, zuschlug. Tod und Verderben fühlten sich köstlich echt an, wenn jemand sie mit den richtigen Worten heraufbeschwor, und man konnte sie nach Bedarf kosten und gefahrlos zwischen den Seiten zurücklassen. Ja, Elinor hatte den geschriebenen Schmerz in aller Ausführlichkeit gekostet und doch nie geglaubt, dass ihr im wirklichen Leben, so mausgrau ereignislos wie es viele Jahre lang gewesen war, ein ähnlicher Schmerz ins Herz fahren könnte. Jetzt zahlst du den Preis, Elinor, sagte sie sich nun so manches Mal. Du zahlst den Preis für das Glück der letzten Monate. Sagten die Bücher nicht auch das, dass es für das Glück immer einen Preis zu zahlen gab? Wie hatte sie nur glauben können, dass sie es einfach so finden und würde behalten dürfen? Dumm, dumme Elinor. Als sie morgens nicht mehr aufstehen mochte, als ihr Herz immer öfter aus heiterem Himmel stolperte, als wäre es zu müde, regelmäßig zu schlagen, als sie selbst beim Frühstück keinen Appetit mehr hatte, obwohl sie doch stets gepredigt hatte, dass das Frühstück die allerwichtigste Mahlzeit sei, und Darius sich immer öfter mit besorgtem Eulenblick nach ihrem Befinden erkundigte, begann sie sich zu fragen, ob es vielleicht doch keine Erfindung der Bücher war, dass man krank vor Sehnsucht werden konnte. Denn fühlte sie nicht in ihrem Innern, dass nur das ihr die Kraft und den Appetit, ja selbst die Freude an ihren Büchern nahm? Die Sehnsucht? Darius schlug ihr vor, zu verreisen, Buchauktionen zu besuchen, berühmte Buchhandlungen, in denen sie schon lange nicht mehr gewesen war. Er legte Listen der Bücher an, die in ihrer Bibliothek fehlten, Listen, die Elinor vor einem Jahr mit fiebrigem Entzücken erfüllt hätten. Nun aber wanderten ihre Augen so unbeteiligt über die Titel, als läse sie eine Einkaufsliste für Putzmittel. Wo war sie hin, ihre Liebe zu bedruckten Seiten und kostbaren Einbänden, zu Worten auf Pergament und Papier? Sie vermisste das Ziehen im Herzen, das sie früher beim Anblick ihrer Bücher verspürt hatte, das Bedürfnis, ihnen zärtlich über die Rücken zu streichen, sie aufzuschlagen und sich in ihnen zu verlieren. Aber es schien, als könnte ihr Herz plötzlich nicht mehr schmecken und fühlen, als hätte der Schmerz es taub gemacht für alles außer dem einen, der Sehnsucht nach Maggie und ihren Eltern. Oh ja, auch das hatte Ellie nur inzwischen begriffen dass die Sehnsucht nach Büchern nichts war im Vergleich zu der Sehnsucht, die man nach Menschen haben konnte. Die Bücher erzählten einem von diesem Gefühl, die Bücher erzählten von der Liebe und es war wunderbar, ihnen zu lauschen, aber sie konnten nicht ersetzen, wovon sie erzählten. Sie konnten nicht küssen wie Maggie, nicht umarmen wie Resa, nicht lachen wie Mortimer. Arme Bücher. Arme Elinor. Sie begann tagelang nicht aufzustehen. Sie aß zu wenig und dann wieder zu viel. Ihr Magen tat weh, ihr Kopf schmerzte, das Herz flatterte ihr in der Brust. Sie war griesgrämig, abwesend, begann bei den kitschigsten Geschichten zu weinen wie ein Krokodil. Ja, natürlich, lesen tat sie immer noch. Was sollte sie sonst machen? Sie las und las und las, aber sie stopfte sich mit Buchstaben voll wie ein unglückliches Kind mit Schokolade. Es schmeckte nicht schlecht, doch das Unglück blieb. Und Orpheus hässlicher Hund lag neben ihrem Bett, sabberte auf ihren Teppich und stierte sie mit seinen traurigen Augen an, als wäre er das einzige Wesen auf dieser Welt, das ihren Kummer nachempfinden konnte. Nun, vielleicht war das nicht ganz gerecht. Auch Darius wusste vermutlich recht genau, wie trostlos es in ihrem Inneren aussah. Elinor, willst du nicht ein bisschen spazieren gehen? fragte er, wenn er ihr wieder einmal das Frühstück ans Bett gebracht hatte, weil sie um zwölf Uhr immer noch nicht in der Küche erschienen war. Elinor, ich habe da diese wunderschöne Ivanhoe-Ausgabe in einem deiner Kataloge entdeckt. Wollen wir nicht doch einmal hinfahren und sie uns ansehen? Es ist gar nicht weit weg von hier. Oder wie erst vor wenigen Tagen, Elinor, ich bitte dich, geh zum Arzt! So kann das nicht weitergehen. Zum Arzt? hatte sie den Ärmsten angefahren. Ach, und was soll ich dem erzählen? Tja, Herr Doktor, es ist wohl mein Herz. Es verspürt diese idiotische Sehnsucht nach drei Menschen, die in einem Buch verloren gegangen sind. Haben Sie nicht irgendwelche Pillen gegen so etwas? Natürlich hatte Darius darauf nichts gesagt. Er hatte den Tee, den er ihr gebracht hatte, mit Honig und Zitrone, wie sie ihn liebte, nur wortlos neben ihr Bett gestellt zwischen die Berge von Büchern, die sich auf ihrem Nachttisch stapelten, und war wieder nach unten gegangen mit so traurigem Gesicht, dass Elli nur ein abscheulich schlechtes Gewissen gehabt hatte. Aber aufgestanden war sie trotzdem nicht. Sie blieb drei weitere Tage im Bett. Und als sie am vierten Tag in ihre Bibliothek geschlurft kam, immer noch in Morgenmantel und Nachthemd, um sich Lesenachschub zu holen, Überraschte sie Darius mit dem Blatt in der Hand, das Orpheus an den Ort gebracht hatte, an dem Resa, Maggie und Mortimer wohl immer noch waren. Was machst du da? fragte Elinor entgeistert. Niemand rührt dieses Blatt an! Verstanden? Niemand! Darius legte das Blatt zurück an seinen Platz und wischte mit dem Ärmel einen Fleck von der Vitrine. Ich habe es mir nur angesehen, sagte er mit seiner sanften Stimme. »Orpheus schreibt wirklich nicht schlecht, oder? Obwohl es schon sehr nach Fenolio klingt.« »Weshalb man es wohl kaum als Schreiben bezeichnen kann,« stellte Elinor verächtlich fest. »Er ist ein Parasit, eine Laus im Fell anderer Schriftsteller. Nur, dass er sich nicht von ihrem Blut, sondern von ihren Wörtern ernährt. Selbst seinen Namen hat er einem anderen Dichter gestohlen. Orpheus!« »Ja, vermutlich hast du recht.« sagte Darius, während er die Vitrine mit Sorgfalt wieder verschloss. Aber vielleicht solltest du ihn eher einen Fälscher nennen. Er kopiert Fenollius Stil so vollkommen, dass man den Unterschied auf den ersten Blick kaum bemerkt. Es wäre interessant zu sehen, wie er schreibt, wenn er ohne Vorlage arbeiten muss. Kann er seine eigenen Bilder malen, Bilder, die nicht denen eines anderen gleichen? Darius blickte auf die Worte unter dem Glas, als könnten sie ihm die Antwort geben. Was interessiert mich das? Ich hoffe, er ist tot und zertreten. Elinor trat mit grimmiger Miene an die Regale und zog ein halbes Dutzend Bücher heraus, nachschub für einen weiteren trostlosen Tag im Bett. Ja, zertreten. Von einem Riesen. Oder nein, warte, noch besser. Ich hoffe, seine geschickte Zunge hängt ihm blau aus dem Hals, weil sie ihn aufgehängt haben. Das zauberte ein Lächeln auf Darius Eulengesicht. »Ellinor, Elinor«, sagte er, »Ich glaube, du würdest selbst den Natternkopf das Fürchten lehren, auch wenn Resa immer erzählt hat, daß ihn nichts zum Zittern bringt.« »Natürlich würde ich das,« erwiderte Elinor. » Gegen mich sind die weißen Frauen eine Schar barmherziger Schwestern. Aber ich werde bis ans Ende meines Lebens in einer Geschichte feststecken, in der es keine andere Rolle für mich gibt als die der komischen Alten. Darauf sagte Darius nichts. Doch als Elinor am Abend noch einmal herunterkam, um sich ein weiteres Buch zu holen, stand er erneut vor der Vitrine und blickte auf Orpheus' Buchstaben. <laughs> Zurück in Orpheus Diensten Natürlich war das Stadttor von Ombra verschlossen, als Farid seinen störrischen Esel endlich um die letzte Biegung der Straße trieb. Ein schmaler Mond schien auf die Türme der Burg und die Wachen vertrieben sich die Zeit damit, Steine nach den Knochen zu werfen, die an den Galgen vor der Stadtmauer baumelten. Die Gerippe hatte der Hänfling hängen lassen, auch wenn die Galgen aus Rücksicht auf seine empfindliche Nase nicht länger benutzt wurden. Vermutlich fand er, dass ein vollkommen leerer Galgen ein allzu beruhigender Anblick für seine Untertanen war. Na, wer kommt denn da? grunzte der eine Wächter, ein langer dünner Kerl, der sich an seiner Lanze festhielt, als könnten ihn seine Beine allein nicht tragen. Sieh dir das braune Bürschchen an sagte er und griff Farid grob in die Zügel. »Reitet Mutterseelen allein in der Nacht umher. Hast du keine Angst, dass der Eichelherr dir den Esel unter deinem mageren Hintern wegstiehlt? Schließlich hat er sein Pferd heute oben auf der Nachtburg lassen müssen. Da kann er den Esel gut gebrauchen. Und dich verfüttert er an den Bären des schwarzen Prinzen.« »Ich hab gehört, der Bär frisst nur Gepanzerte, weil sie so schön zwischen den Zähnen knacken.« Farids Hand wanderte vorsorglich zu seinem Messer. Er war zu müde, um unterwürfig zu sein, und vielleicht machte es ihn auch etwas leichtsinnig, daß es dem Eichelheer tatsächlich gelungen war, heil aus des Hänflings Burg zurückzukehren. Ja, auch er nannte Zauberzunge inzwischen immer öfter bei diesem Namen, obwohl Maggie jedes Mal sehr ärgerlich wurde, wenn sie ihn dabei ertappte. »Ho, ho, ho! Hör dir das Bürschchen an, Rizzo!« rief der Wächter dem anderen Posten zu. Womöglich hat er den Esel selbst gestohlen, um ihn an die Wurstmacher in der Metzgergasse zu verscherbeln, bevor das armselige Biest tot unter ihm zusammenbricht. Rizzo trat mit einem bösen Lächeln näher und hob seinen Speer, bis die hässliche Spitze genau auf Farids Brust wies. Ich kenne das Bürschchen, sagte er. Vorn fehlten ihm zwei Zähne. Das ließ ihn zischen wie eine Schlange. Hab ihn ein paar Mal auf dem Markt Feuerspucken sehen, bist du nicht der, der sein Handwerk beim Feuertänzer gelernt haben soll? Ja und?« Farids Magen zog sich zusammen wie jedes Mal, wenn jemand Staubfinger erwähnte. »Und?« Rizzo stieß ihm die Lanzenspitze vor die Brust. »Steig von deinem klapprigen Esel und vertreib uns die Langeweile. Vielleicht lassen wir dich danach in die Stadt.« Sie öffneten ihm schließlich das Tor, nachdem er fast eine Stunde für sie die Nacht zum Tag gemacht und das Feuer hatte Blüten treiben lassen, wie er es von Staubfinger gelernt hatte. Farid liebte die Flammen immer noch, auch wenn sie ihn mit ihren knisternden Stimmen allzu schmerzhaft an den erinnerten, der ihm alles über sie beigebracht hatte. Aber er ließ sie nicht mehr öffentlich tanzen, nur noch für sich selbst. Die Flammen waren das Einzige, was ihm von Staubfinger geblieben war. Und manchmal, wenn er ihn so sehr vermißte, daß sein Herz ganz taub war vor Sehnsucht, schrieb er seinen Namen mit Feuer an irgendeine Mauer in Ombra und starrte die Buchstaben an, bis sie verloschen und ihn allein zurückließen, so wie Staubfinger es getan hatte. Ombra war nachts gewöhnlich still wie eine Stadt der Toten, seit es seine Männer verloren hatte. Doch heute lief Farid gleich mehrmals in eine Gruppe von Soldaten hinein, der Eichelherr hatte sie aufgestört, und sie schwirrten immer noch zornig wie ein Schwarm Wespen in ihrem Bau umher, als würde das den frechen Eindringling zurückbringen. Mit gesenktem Kopf zerrte Verriet den Esel an ihnen vorbei und war froh, als er endlich vor Orpheus Haus stand. Es war ein prächtiges Haus, eins der prächtigsten in Ombra und das einzige in dieser unruhigen Nacht, durch dessen Fenster noch Kerzenlicht fiel. Fackeln brannten neben dem Eingang. Orpheus hatte ständig Angst vor Dieben und erweckten die Steinfratzen über dem Tor mit ihrem zuckenden Licht zum Leben. Farid ließ es jedes Mal schaudern, wie sie auf ihn herabstarrten, mit ihren vorquellenden Augen und weit aufgerissenen Mündern, die Nasenflügel gebläht, als wollten sie ihm ins Gesicht schnauben. Er versuchte, die Fackeln mit einem Flüstern einschlafen zu lassen, so wie Staubfinger es oft getan hatte, aber das Feuer hörte ihm nicht zu. Das passierte immer öfter, als wollte es ihn daran erinnern, dass ein Schüler, dessen Meister tot war, für alle Zeit nur ein Schüler blieb. Er war so müde. Die Hunde bellten ihn an, als er den Esel über den Hof zum Stall führte. Zurück! Zurück in Orpheus Diensten. Dabei hätte er so viel lieber den Kopf in Meggis Schoß gelegt oder sich mit ihrem Vater und dem schwarzen Prinzen ans Feuer gesetzt. Aber für Staubfinger kam er immer wieder hierher zurück. Immer wieder. Farid ließ Schleicher aus dem Rucksack auf seine Schulter klettern und blickte hinauf zu den Sternen, als könnte er dort oben Staubfingers narbiges Gesicht finden. Warum erschien er ihm nicht im Traum und verriet ihm, wie er ihn zurückholen konnte? Taten die Toten das nicht manchmal für die, die sie liebten? Oder kam Staubfinger nur zu Roxane, so wie er es versprochen hatte? Und zu seiner Tochter. Nein, wenn Brianna von einem Toten besucht wurde, dann von Cosimo. Die anderen Mägde sagten, dass sie im Schlaf seinen Namen flüsterte und manchmal die Hand nach ihm ausstreckte, als läge er neben ihr. Vielleicht erscheint er mir nicht im Traum, weil er weiß, dass ich Angst vor Geistern habe, dachte Farid, während er die Treppe zur Hintertür hinaufstieg. Der Haupteingang des Hauses, der direkt auf den Platz hinausführte, an dem es lag, war natürlich nur Orpheus selbst und seinen feinen Kunden vorbehalten. Diener, Spielleute und Lieferanten mussten sich einen Weg durch den Mist auf dem Hof suchen und die Glocke neben der unscheinbaren Tür läuten, die sich an der Rückseite verbarg. Farid läutete dreimal, doch nichts rührte sich. Bei allen Dämonen der Wüste, wo blieb der Fleischberg? Er hatte doch nichts anderes zu tun, als ab und zu eine Tür zu öffnen. Oder schnarchte er schon wieder wie ein Hund vor Orpheus Kammer. Aber als der Riegel endlich zur Seite geschoben wurde, war es nicht Oss, der ihm öffnete, sondern Brianna. Seit zwei Wochen arbeitete Staubfingers Tochter nun schon für Orpheus, doch der Käsekopf hatte vermutlich keine Ahnung, wessen Tochter ihm die Wäsche wusch und die Töpfe schruppte. Orpheus war so blind. Brianna hielt wortlos die Tür auf und Farid schob sich ebenso wortlos an ihr vorbei. Es gab keine Worte zwischen ihnen, nur die, die nicht ausgesprochen wurden. Mein Vater ist für dich gestorben. Für dich hat er uns allein gelassen, nur für dich. Für jede Träne ihrer Mutter gab Brianna ihm die Schuld. So hatte sie es ihm zugeraunt, als sie den ersten Tag zusammen in Orpheus Diensten verbracht hatten. Für jede einzelne Träne. Und auch diesmal glaubte er, ihren Blick wie einen Fluch in seinem Nacken zu spüren, als er ihr den Rücken zukehrte. Wo warst du so lange? Oss packte ihn, als er sich gerade zu seinem Schlafplatz im Keller hinunterstehlen wollte. Schleicher fauchte und sprang davon. Mit seinem letzten Tritt hatte Oss dem Marder fast die Rippen gebrochen. Hundertmal hat er schon nach dir gefragt, hat mich jede verdammte Gasse nach dir absuchen lassen. Die ganze Nacht bin ich nicht zum Schlafen gekommen wegen dir. Und du schläfst genug! Der Fleischberg schlug ihm ins Gesicht. Sei nicht so frech! Los! Dein Herr wartet auf dich! Auf der Treppe nach oben kam ihnen eine der Mägde entgegen. Sie wurde rot, als sie sich an Farid vorbeidrängte. Wie hieß sie nochmal? Dana? Sie war nett, sie hatte ihm schon so manches köstliche Stück Fleisch zukommen lassen, wenn Oß ihm wieder einmal sein Essen gestohlen hatte, und Farid hatte sie dafür ein paar Mal geküsst in der Küche, aber sie war nicht halb so schön wie Maggie oder Brianna. »Ich hoffe, er erlaubt mir, dich ein bisschen durchzuprügeln,« raunte Oß ihm zu, bevor er an die Tür zu Orpheus Schreibkammer klopfte. Orpheus hatte die Kammer so getauft, auch wenn er sich darin weit öfter aufhielt, um eine der Mägde unter den Rock zu greifen, oder die üppigen Speisen in sich hineinzustopfen, die die Köchin ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit zubereiten musste. Doch in dieser Nacht saß er tatsächlich an seinem Schreibpult, den Kopf tief über ein Blatt Papier gebeugt, während seine zwei Glasmänner mit gedämpften Stimmen diskutierten, ob man Tinte besser links oder rechts herumrührte. Die beiden waren Brüder, Jaspis und Eisenglanz, und verschieden wie Tag und Nacht. Eisenglanz, der Ältere, liebte es, seinen jüngeren Bruder zu belehren und herumzukommandieren. Farid hätte ihm dafür schon so manches Mal gern den gläsernen Hals umgedreht. Er hatte selbst zwei ältere Brüder. Sie waren einer der Gründe gewesen, warum er von zu Hause fortgelaufen war und sich den Räubern angeschlossen hatte. Seid still! fuhr Orpheus die streitenden Glasmänner an. Was für lächerliche Geschöpfe ihr seid, rechts herum, links herum. Passt lieber auf, dass ihr mir beim Rühren nicht wieder das ganze Pult voll Tinte spritzt. Eisenglanz warf Jaspis einen anklagenden Blick zu. Natürlich, wenn jemand Tinte auf Orpheus' Schreibpult verspritzt hatte, dann nur sein kleiner Bruder. Und verfiel in grimmiges Schweigen, während Orpheus erneut die Feder aufs Papier setzte. »Farid, du musst lesen lernen.« wie oft schon hatte Maggie ihm das gesagt und ein paar Buchstaben hatte sie ihm auch mit Mühe beigebracht. B wie Bär, R wie Räuber. Siehst du, Farid, der Buchstabe steckt auch in deinem Namen. M wie Maggie, F wie Feuer. War es nicht wunderbar, dass sein Name mit demselben Buchstaben begann und S, S wie Staubfinger. Den Rest brachte er immer wieder durcheinander. Wie sollte man sich die seltsamen kleinen Dinge auch merken, mit ihren krakeligen Gliedern, die sie in alle Richtungen streckten? A, O, U, I, M, T, N, P? Er bekam schon Kopfschmerzen davon, sie nur anzusehen, aber er mußte es lernen, sie zu lesen. Wie sonst sollte er jemals herausfinden, ob Orpheus wirklich versuchte, Staubfinger zurückzuschreiben? Schnipsel! Nichts als Schnipsel! Orpheus stieß Jaspis mit einem Fluch zur Seite, als der kleine Glasmann neben ihn trat, um Sand auf die frische Tinte zu werfen. Mit grimmiger Miene riss er das Blatt, das er beschrieben hatte, in winzige Fetzen. Den Anblick war Farid gewohnt. Orpheus war selten zufrieden mit dem, was er zu Papier brachte. Er zerknüllte, zerriss, warf fluchend ins Feuer, was er geschrieben hatte, bedrohte die Glasmänner und trank zu viel. Doch wenn ihm etwas gelang, war er noch unausstehlicher. Wie ein Ochsenfrosch blies er sich dann auf, stolzierte durch Ombra wie ein frisch gekrönter König, küßte die Mägde mit seinen feuchten, selbstverliebten Lippen und verkündete, daß es keinen zweiten gab wie ihn. Sollen Sie den Alten ruhig Tintenweber nennen, brüllte er dann durchs Haus. Ja, das passt zu ihm. Er ist nichts als ein Handwerker. Ich aber... Ich bin ein Zauberer, Tintenzauberer. Ja, so sollten Sie mich nennen. So werden Sie mich einst nennen. Heute Nacht jedoch schien ihm das Zaubern wieder einmal nicht zu gelingen. Krötengewäsch, Gänsegeschnatter, Worte aus Blech, schimpfte er, ohne den Kopf zu heben. Wörterbrei, ja, das ist es, was du heute aufs Papier kleckerst. Orpheus, wässriger, salzloser, geschmacklos, schleimiger Wörterbrei. Die zwei Glasmänner kletterten hastig an den Beinen des Schreibpultes hinab und begannen die zerfetzten Wörter aufzuklauben. Herr, der Junge ist zurück. Niemand konnte unterwürfiger klingen als Oss. Seine Stimme duckte sich ebenso gern wie sein massiger Leib, aber seine Finger hielten Farids Nacken umschlossen wie ein fleischiger Schraubstock. Orpheus wandte sich mit finsterem Gesicht um und starrte Farid an, als hätte er endlich den Grund für sein Versagen entdeckt. Wo warst du zum Teufel? Hast du etwa die ganze Zeit mit Fenoglio zusammengesteckt? Oder hast du dem Vater deiner Liebsten dabei geholfen, sich auf die Burg und wieder hinauszustehlen? Ja, ich habe von seinem neuesten Abenteuer gehört. Vermutlich werden sie morgen schon die ersten schlechten Lieder darüber singen. Dieser Dummkopf von einem Buchbinder spielt die lächerliche Rolle, die der Alte ihm geschrieben hat, wirklich mit rührender Leidenschaft. Neid und Verachtung mischten sich in Orpheus Stimme wie so oft, wenn er von Zauberzunge sprach. Er spielt nicht. Er ist der Eichelherr. Farid trat Oss so fest auf den Fuß, dass er seinen Nacken losließ und stieß ihn zurück, als er ihn erneut packen wollte. Mit einem Grunzen hob der Fleischberg die grobe Faust, aber Orpheus bot ihm mit einem Blick Einhalt. Tatsächlich? Hast du dich jetzt auch schon der Schar seiner Verehrer angeschlossen? Er legte ein neues Blatt Papier auf sein Pult und starrte es an, als könnte er es auf die Art mit den richtigen Wörtern füllen. Jaspis, was treibst du da unten? fuhr er den Glasmann an. Wie oft soll ich es euch noch sagen? Die Mägde können die Fetzen aufkehren. Spitz mir noch eine Feder. Farid hob Jaspis auf das Schreibpult und erntete ein dankbares Lächeln. Der jüngere Glasmann musste alle unangenehmen Aufgaben erledigen. So hatte sein Bruder es eingerichtet. Das Anspitzen der Federn war die unangenehmste von allen, denn die winzige Klinge, die sie benutzten, rutschte allzu leicht aus erst vor ein paar tagen war sie jaspis tief in den streichholzdünnen arm gefahren und farid hatte gelernt daß auch glasmänner bluten jaspis blut war durchsichtig natürlich wie flüssiges glas war es auf orpheus papier getropft und eisenglanz hatte seinen kleinen bruder geohrfeigt und einen ungeschickten dummkopf genannt farid hatte ihm dafür bier in den sand gemischt den er aß Seither waren Eisenglanz, wasserklare Glieder, auf die er so stolz gewesen war, gelb wie Pferdepisse. Orpheus trat ans Fenster. »Wenn du dich noch einmal so lange herumtreibst,« sagte er über die Schulter zu Farid, »werde ich Oss anweisen, dich zu prügeln wie einen Hund.« Der Fleischberg lächelte, und Farid bedachte sie beide mit stummen Flüchen. Orpheus aber blickte mürrisch zum immer noch nachtschwarzen Himmel hinauf. Man stelle sich das vor, sagte er. Fenolio, dieser alte Narr hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Sterne in dieser Welt zu benennen. Kein Wunder, dass mir immer wieder die Worte ausgehen. Welchen Namen hat der Mond hier? Man könnte denken, zumindest darüber hätte er sich seinen verkalkten Kopf zerbrochen. Aber nein, er hat ihn einfach Mond genannt, als wäre es derselbe, den man in der anderen Welt von seinem Fenster aus sah. Vielleicht ist es derselbe Mond. In meiner Geschichte war es auch kein anderer, sagte Farid. Blödsinn. Natürlich war es ein anderer. Orpheus wandte sich wieder dem Fenster zu, als müsste er der ganzen Welt dort draußen erklären, wie schlecht sie gemacht war. Finolio, frage ich ihn, fuhr er mit seiner selbstverliebten Stimme fort, der Eisenglanz immer mit so andächtigem Gesicht lauschte, als verkündete sie nie zuvor gehörte Weisheiten, ist der Tod in dieser Welt eine Frau oder ein Mann? Oder ist er vielleicht nichts als eine Tür, durch die man in eine ganz andere Geschichte tritt, die du leider vergessen hast zu schreiben? Was weiß ich? sagt er. Was weiß ich? Wer sonst soll es wissen, wenn nicht er? In seinem Buch steht es jedenfalls nicht. In seinem Buch. Eisenglanz, der zu Orpheus auf den Fenstersims geklettert war, warf einen ehrfürchtigen Blick zum Schreibpult, wo das letzte Exemplar von Tintenherz gleich neben dem Blatt Papier lag, auf dem Orpheus schrieb. Farid war nicht sicher, ob der Glasmann wirklich begriff, daß aus eben diesem Buch vermutlich seine ganze Welt geschlüpft war, einschließlich seiner selbst. Es lag meist aufgeschlagen da, denn Orpheus blätterte, wenn er schrieb, ständig mit rastlosen Fingern darin herum, auf der Suche nach den richtigen Wörtern. Er benutzte nie auch nur ein einziges, das sich nicht in Tintenherz fand, denn Orpheus war der festen Überzeugung, dass nur Wörter aus Fenolios Buch in dieser Welt das Atmen lernten. Alle anderen waren nichts als Tinte auf Papier. Fenolio, frag ich ihn, sind die weißen Frauen nur Dienerinnen? fuhr er fort, während Eisenglanz an seinen allzu weich geformten Lippen hing. Bleiben die Toten bei ihnen oder bringen sie sie an einen anderen Ort? Vermutlich, antwortet der alte Narr. Ich hab Minervas Kindern mal von einem Knochenschloss erzählt, um sie wegen Wolkentänzer zu trösten, aber das war nur so dahergeredet. Nur so dahergeredet. Ha! Alter Narr! wiederholte Eisenglanz wie ein Echo. Kein sehr beeindruckendes allerdings angesichts seiner dünnen Glasmannstimme. Orpheus wandte sich um und kehrte an sein Schreibpult zurück. Hast du bei all deiner Herumtreiberei wenigstens nicht vergessen, Mortimer auszurichten, dass ich mit ihm reden will? Oder war er zu beschäftigt, damit den Helden zu spielen? Er sagt, da gibt es nichts zu reden. Er sagt, er weiß nichts über die weißen Frauen, was nicht alle wissen. Na wunderbar. Orpheus griff nach einer der Federn, die Jaspis so mühevoll gespitzt hatte, und zerbrach sie in der Luft. Hast du ihn wenigstens gefragt, ob er sie noch manchmal sieht? Bestimmt tut er das. Jaspis Stimme klang so zart wie seine Glieder. Die weißen Frauen lassen die, die sie einmal berührt haben, nie wieder los. Zumindest behaupten das die Moosweibchen. Ja, ich weiß, versetzte Orpheus ungeduldig. Ich habe versucht, eins dieser Weibchen zu diesem Gerücht zu befragen, aber diese abscheuliche Kreatur hat sich geweigert, mit mir zu reden. Sie hat mich nur mit ihren Mäuseaugen angestarrt und verkündet, dass ich zu fett esse und zu viel trinke. Mit den Feen reden sie, sagte Jaspis. Und Feen reden mit Glasmännern, allerdings nicht mit allen, fügte er mit einem Seitenblick auf seinen Bruder hinzu. Ich habe gehört, dass die Moosweibchen noch etwas anderes über die weißen Frauen erzählen. Sie sagen, dass sie sich von jedem rufen lassen, dessen Herz sie schon einmal mit ihren kalten Fingern berührt haben. Tatsächlich? Orpheus sah den Glasmann nachdenklich an. Davon habe ich noch nie gehört. Und es stimmt nicht. Ich habe versucht, sie zu rufen, sagte Farid. Unzählige Male. Du wie oft muss ich dir noch erklären, dass du viel zu schnell gestorben bist, fuhr Orpheus ihn verächtlich an. Mit dem Sterben hattest du es ebenso eilig wie mit dem Zurückkommen. Außerdem bist du eine so unwichtige Beute, dass sie sich vermutlich nicht mal an dich erinnern. Nein, nein, du bist nicht der Richtige. Erneut trat er ans Fenster. Geh und mach mir einen Tee, befahl er Farid, ohne sich umzudrehen. Ich muss nachdenken. Tee? Was für einen Tee! Farid setzte sich Jaspis auf die Schulter. Wann immer er konnte, nahm er ihn mit sich, um ihn vor seinem großen Bruder in Sicherheit zu bringen. Jaspis' Glieder waren so dünn, dass Farid ständig Angst hatte, Eisenglanz könnte ihm im Streit etwas brechen. Selbst Rosenquarz, Fenolius Glasmann, war mehr als einen Glasmanns Kopf größer als Jaspis. Manchmal, wenn Offer sie beide nicht brauchte, weil er sich mit einer der Mägde vergnügte oder sich von seinem Schneider wieder einmal stundenlang neue Kleider anpassen ließ, nahm Farid Jaspis mit in die Gasse der Näherinnen, wo die Glasfrauen den Menschenfrauen dabei halfen, Fäden in spitze Nadeln zu ziehen, Säume mit ihren winzigen Füßen glatt zu treten und Spitze auf kostbare Seide zu heften. Denn auch das hatte Farid inzwischen gelernt. Glasmänner bluten nicht nur, Sie verlieben sich auch, und Jaspis war sehr verliebt in ein Mädchen mit blassgelben Gliedern, das er allzu gern und ganz heimlich durch das Werkstattfenster ihrer Meisterin beobachtete. »Was für einen Tee, was weiß ich? Einen, der gegen Magenschmerzen hilft,« erwiderte Orpheus schlecht gelaunt. »Den ganzen Tag schon kneift es in meinem Leib als säßen Hirschkäfer darin. Wie soll man dabei etwas Vernünftiges aufs Papier bringen?« Natürlich. Orpheus klagte immer über einen kneifenden Magen oder seinen schmerzenden Kopf, wenn ihm beim Schreiben nichts gelang. Ich hoffe, es kneift ihn die ganze Nacht, dachte Farid, als er die Schreibkammertür hinter sich zuzog. Ich hoffe, es kneift ihn so lange, bis er endlich etwas für Staubfinger schreibt. Mitten ins Herz »Zumindest hat er nicht verlangt, dass du den Bader holst«, Jaspis gab sich wirklich alle Mühe, Verriet aufzumuntern, als er mit ihm die steile Treppe zur Küche hinabstieg. »Oh ja, der Bader hinterm Stadttor. Zudem hatte Orpheus ihn erst vor ein paar Tagen geschickt. Er warf mit Holzscheiten, wenn man ihn nachts holen wollte, oder kam mit einer der Zangen an die Tür, mit denen er Zähne zog.« Kopfschmerzen, Magenschmerzen, schimpfte Farid. Der Käsekopf hat nur wieder zu viel gegessen. Drei gebratene Goldspötter gefüllt mit Schokolade, Feennüsse in Honig geröstet und ein halbes Ferkel gestopft mit Maronen, zählte Jaspis auf und duckte sich erschrocken zusammen, als er Schleicher neben der Küchentür hocken sah. Der Marder machte Jaspis nervös. Auch wenn Farid ihm immer wieder versicherte, dass Marder Glasmänner zwar gern jagten, sie aber ganz gewiss nicht fraßen. Nur eine Magd war noch in der Küche. Farid blieb zögernd in der Tür stehen, als er sah, dass es Brianna war. Auch das noch. Sie schrubbte die Töpfe vom Abendessen, das schöne Gesicht grau vor Müdigkeit. Für Orpheus' Mägde begann der Arbeitstag vor Sonnenaufgang und endete oft erst, wenn der Mond hoch am Himmel stand. Orpheus machte jeden Morgen einen Inspektionsgang durch das ganze Haus auf der Suche nach Spinnweben und Staub, einem Fleck auf einem der Spiegel, die überall hingen, einem angelaufenen Silberlöffel oder einem Hemd, das auch nach der Wäsche noch einen Fleck aufwies. Wurde er fündig, zog er allen Mägden auf der Stelle etwas von ihrem kärglichen Lohn ab. Und Orpheus wurde fast immer fündig. Was willst du? Brianna wandte sich um und wischte sich die nassen Hände an der Schürze ab. Orpheus hat Magenschmerzen, murmelte Farid, ohne sie anzusehen. Du sollst ihm einen Tee aufbrühen. Brianna ging zu einem der Regale und nahm ein Tongefäß vom höchsten Bord. Farid wusste nicht, wo er hinsehen sollte, während sie die Kräuter aufgoß Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie das ihres Vaters. Aber es wellte sich und schimmerte im Kerzenlicht wie das rote Gold, das der Statthalter so gern als Schmuck an seinen dünnen Fingern trug. Die Spielleute sangen Lieder über die Schönheit von Staubfingers Tochter und über ihr gebrochenes Herz. Was starrst du so? Sie machte abrupt einen Schritt auf ihn zu. Ihre Stimme klang so scharf, daß Farid unwillkürlich zurückwich. Ich sehe ihm ähnlich, nicht wahr? Es schien, als hätte sie die Worte geschliffen in all dem Schweigen der letzten Wochen, bis sie Klingen waren, die sie ihm übers Herz ziehen konnte. »Du siehst ihm kein bisschen ähnlich.« Ich sage es meiner Mutter immer wieder. Er ist nur ein hergelaufener Streuner, der meinem Vater so lange vorgemacht hat, sein Sohn zu sein, bis er glaubte, für ihn sterben zu müssen.« Jedes Wort eine Klinge. Und Farid spürte, wie sie ihm das Herz in Scheiben schnitten. Briannas Augen waren nicht die ihres Vaters. Sie hatte die Augen ihrer Mutter und sie blickten Farid ebenso feindselig an wie die von Roxane. Er hätte sie am liebsten geschlagen oder ihr den schönen Mund zugehalten, aber sie sah Staubfinger einfach zu ähnlich. Du bist ein Dämon, ein böser Geist, der nichts als Unglück bringt. Sie hielt ihm den aufgebrühten Tee hin. Da, bring das Orpheus und sag ihm, er soll weniger essen, dann geht es seinem Magen besser. Farids Hände zitterten, als er den Becher entgegennahm. Du weißt gar nichts, sagte er mit heiserer Stimme. Überhaupt nichts. Ich wollte nicht, dass er mich zurückholt. Es fühlte sich viel besser an, tot zu sein. Aber Brianna sah ihn nur an mit den Augen ihrer Mutter und dem Gesicht ihres Vaters. Und Farid stolperte mit dem heißen Becher wieder hinauf zu Orpheus' Kammer, während Jaspis ihm mit seiner winzigen Glashand voll mit Gefühl übers Haar strich. <music> Nachricht aus Ombra Maggie war gern im Lager der Räuber. Manchmal schien es Resa fast, als hätte ihre Tochter schon immer davon geträumt, zwischen zerlumpten Zelten zu leben. Sie sah Baptista zu, wie er eine neue Maske nähte, ließ sich vom starken Mann beibringen, wie man mit einer Lerche spricht, und nahm mit einem Lächeln die wilden Blumen entgegen, die sein jüngerer Bruder ihr brachte. Es tat gut, Maggie wieder öfter lächeln zu sehen, obwohl Farid immer noch bei Orpheus war. Aber Resa vermisste den verlassenen Hof. Sie vermisste die Stille und die Abgeschiedenheit und das Gefühl, mit Mo und Maggie allein zu sein, nach all den Wochen, die sie getrennt gewesen waren. Wochen, Monate, Jahre. Manchmal, wenn sie die zwei mit den Räubern am Feuer sitzen sah, schien es ihr fast, als sähe sie ihnen bei einem Spiel zu das sie in all den Jahren gespielt hatten, in denen sie nicht bei ihnen gewesen war. Komm, Mo, lass uns Räuber spielen! Der schwarze Prinz riet Mo vorerst, nur im Lager zu bleiben, und für ein paar Tage folgte er diesem Rat. Doch schon in der dritten Nacht verschwand er erneut im Wald, ganz allein, als wollte er sich auf die Suche nach sich selbst machen. Und in der vierten Nacht ging er wieder mit den Räubern. Baptista hatte ihr die Lieder vorgesungen, die in Ombra seit Moos Besuch dort in Umlauf waren. »Davongeflogen sei der Eichelherr«, hieß es darin, »geflohen auf das bestem Pferd.« Zehn Wachen hatte er angeblich erschlagen, den Rußvogel in die Gruft gesperrt und Balbulus seine schönsten Bücher gestohlen. »Was davon ist denn nun wahr?« hatte sie Moor gefragt. Er hatte gelacht. »Das mit dem Fliegen stimmt leider nicht.« hatte er ihr zugeflüstert und ihr über den Leib gestrichen, in dem immer noch fast unsichtbar das Kind heranwuchs. Dann war er erneut mit dem schwarzen Prinz fortgegangen. Und sie lag da, jede Nacht, lauschte den Liedern, die Baptista draußen vor dem Zelt sang, und hatte Angst um ihren Mann. Der schwarze Prinz hatte für sie zwei Zelte gleich neben dem seinen aufschlagen lassen, zusammengeflickt aus Kleiderresten, die die Räuber mit Eichenrinde gefärbt hatten, damit sie sich nicht allzu sehr von den umgebenden Bäumen abhoben, eines für Maggie, eines für den Eichelherr und seine Frau. Die Matten aus getrocknetem Moos, auf denen sie schliefen, waren feucht, und wenn Mo nachts fortging, schlief Resa bei ihrer Tochter, damit sie sich aneinander wärmen konnten. Das wird ein schlimmer Winter! sagte der starke Mann nicht zum ersten Mal, als das Gras eines Morgens so weiß vom Raureif war, dass man die Spuren der Glasmänner darin sah. In der Schlucht, in der das Lager war, fand man noch Fußspuren von Riesen. Der Regen der letzten Wochen hatte sie in Tümpel verwandelt, in denen goldgescheckte Frösche schwammen. Die Bäume an den Hängen der Schlucht ragten fast ebenso hoch in den Himmel wie die im weglosen Wald. Ihre welkenden Blätter bedeckten den herbstkühlen Boden mit Gold und flammendem Rot, und in den Ästen hingen die Feennester wie überreife Früchte. Wenn man nach Süden blickte, sah man in der Ferne ein Dorf, die Mauern hell wie Pilzfleisch zwischen den kahler werdenden Bäumen, doch es war ein armes Dorf, so arm, daß selbst die gierigen Eintreiber des Hänflings sich seinetwegen nicht hierher verirrten. Wölfe heulten nachts in den Wäldern ringsum. Eulen flogen über die ärmlichen Zelte, grau-weiß wie kleine Geister, und gehörnte Eichhörnchen stahlen, was es an Essen zwischen den Feuern zu stehlen gab. Bestimmt fünfzig Männer lebten im Lager. Manchmal waren es mehr. Die jüngsten waren die zwei Jungen, die der Schnapper vorm Hängen bewahrt hatte und die nun beide für den Prinzen spionierten. Doria, der Bruder des starken Mannes, der Maggie wilde Blumen brachte, und sein elternloser Freund, Lüg der dem Gecko half, seine Krähen zu zähmen. Sechs Frauen kochten und flickten für die Räuber, doch nicht eine ging mit, wenn die Männer nachts auszogen. Resa zeichnete sie fast alle, Jungen, Männer und Frauen. Baptista hatte ihr Papier und Kreide besorgt, wo verriet er nicht, und fragte sich bei jedem Gesicht, ob tatsächlich nur Fenolius Worte die Linien darauf gezogen hatten, oder ob es in dieser Welt nicht doch ein Schicksal gab, das sich unabhängig von dem alten Mann vollzog. Die Frauen waren auch selten dabei, wenn die Männer zusammensaßen und sich besprachen. Resa spürte jedes Mal die missbilligenden Blicke, wenn sie und Maggie sich wie selbstverständlich neben Mo und den schwarzen Prinzen setzten. Manchmal erwiderte sie die Blicke, starrte dem Schnapper ins Gesicht, dem Gecko und all den anderen, die Frauen im Lager nur zum Kochen oder Kleiderflicken duldeten und verfluchte die immer wiederkehrende Übelkeit, die sie daran hinderte, Mo wenigstens zu begleiten, wenn er mit dem Prinzen die umliegenden Hügel durchstreifte, um ein geschützteres Versteck für den Winter zu finden. Fünf Tage und fünf Nächte waren sie in dem Lager, das Maggie das Lager der verschwundenen Riesen getauft hatte. Als Doria und Lüg um die Mittagszeit mit einer Nachricht aus Ombra zurückkehrten, die offenbar so schlecht war, daß Doria sie nicht einmal seinem Bruder anvertraute, sondern sie geradewegs ins Zelt des schwarzen Prinzen trug. Wenig später ließ der Prinz Mozu sich rufen, und Baptista versammelte die Männer. Doria sah zu seinem starken Bruder hinüber, bevor er in den Kreis der Räuber trat, als müsste er sich bei ihm Mut für das holen, was er zu berichten hatte. Aber seine Stimme klang klar und fest, als er zu sprechen begann, er klang so viel älter, als er war. Der Pfeifer ist gestern aus dem weglosen Wald gekommen, begann er, auf der Straße, die von Westen nach Ombra führt. Er brandschatzt und plündert und lässt überall verkünden, dass er hier ist, um die Steuern einzutreiben, da der Hänfling zu wenig auf die Nachtburg geschickt hat. Wie viele Gepanzerte sind bei ihm? Der Schnapper klang barsch wie immer. Reser mochte seine Stimme nicht. Sie mochte nichts an ihm. Doria schien den Mann, der ihm das Leben gerettet hatte, ebenso wenig zu mögen, dem Blick nachzuurteilen, den er ihm zuwarf. Es sind viele, mehr als wir, viel mehr, setzte er hinzu. Die genaue Zahl weiß ich nicht. Die Bauern, denen der Pfeifer die Häuser angesteckt hat, hatten keine Zeit zum Zählen. Nun, auch wenn sie Zeit gehabt hätten, es hätte nicht viel genützt, oder? erwiderte der Schnapper. Jeder weiß, dass Bauern nicht zählen können. Der Gecko lachte laut und mit ihm einige andere, die stets in der Nähe des Schnappers zu finden waren, der Täuscher, der Greifer, der Köhler, der Elfenschreck und noch einige mehr. Doria presste die Lippen aufeinander. Er und der starke Mann waren die Söhne von Bauern und der Schnapper wusste das. Sein Vater war angeblich ein Söldner gewesen. Sag ihnen, was du noch gehört hast, Doria. Die Stimme des schwarzen Prinzen klang so müde, wie Resa sie selten gehört hatte. Der Junge sah noch einmal zu seinem Bruder hinüber. Sie zählen die Kinder, sagte er. Der Pfeifer lässt alle aufschreiben, die älter als sechs und nicht größer als fünf Fuß sind. Ein Raunen erhob sich unter den Räubern und Resa sah, wie Mo sich zum Prinzen hinüberbeugte, und ihm etwas zuflüsterte. Wie vertraut die beiden miteinander schienen, und wie selbstverständlich Mo zwischen den zerlumpten Räubern saß, als gehörte er zu ihnen ebenso wie zu ihr und Maggie. Der schwarze Prinz richtete sich auf. Sein Haar war nicht mehr lang wie an dem Tag, als Resa ihm zum ersten Mal begegnet war. Drei Tage nach Staubfingers Tod hatte er sich den Kopf kahl geschoren, wie es in dieser Welt nach dem Tod eines Freundes Sitte war. Denn am dritten Tag, so hieß es, traf die Seele eines Toten in dem Reich ein, aus dem es keine Rückkehr gibt. Wir wussten, dass der Pfeifer irgendwann kommen würde, sagte der schwarze Prinz. Es konnte der Natter kaum entgehen, dass sein Schwager den Großteil der Steuern, die er eintreibt, für sich behält. Aber wie ihr gehört habt, kommt er nicht nur der Steuern wegen. Wir alle wissen nur allzu gut, wofür man Kinder auf der anderen Seite des Waldes braucht. Wofür? Maggis Stimme klang so hell unter all den Männerstimmen. Man hörte dieser Stimme nicht an, daß sie schon einige Male mit ein paar Sätzen diese Welt verändert hatte. Wofür? »Die Tunnel in den Silberminen sind eng, Herr, Tochter,« antwortete der Schnapper. »Freu dich! Du bist schon zu groß, um dort unten von Nutzen zu sein.« Die Minen. Resas Hand fuhr unwillkürlich dorthin, wo das ungeborene Kind heranwuchs, und Moser zu ihr herüber, als hätte er denselben Gedanken gehabt.« »Natürlich! Der Natternkopf hat schon allzu viele Kinder in die Minen geschickt seine bauern beginnen sich zu wehren der pfeifer soll erst gerade einen aufstand niedergeschlagen haben baptistas stimme klang ebenso müde wie die des prinzen sie waren zu wenige gegen all das unrecht die kinder sterben schnell dort unten fuhr baptista fort es ist ein wunder daß die natter nicht schon eher darauf gekommen ist sich unsere zu holen Kinder, die keine Väter haben, nur wehrlose, waffenlose Mütter. Dann müsst ihr sie eben verstecken. Doria klang so furchtlos, wie man nur mit 15 klingt. So wie ihr es mit der Ernte gemacht habt. Reza sah, wie sich ein Lächeln auf Maggies Lippen stahl. Äh, verstecken, <laughs> aber sicher. Der Schnapper lachte höhnisch. Fabelhafter Vorschlag. Gecko, sag dem Milchbart, wie viele Kinder es allein in Ombre gibt. Du weißt, er ist ein Bauernsohn und kann nicht zählen. Der starke Mann wollte sich aufrichten, doch Doria warf ihm einen warnenden Blick zu und sein Bruder setzte sich wieder. Ich kann den Kleinen mit einer Hand hochheben, sagte der starke Mann immer, aber er ist hundertmal klüger als ich. Der Gecko hatte offenbar nicht die geringste Ahnung, wie viele Kinder es in Ombra gab, ganz abgesehen davon, dass er vom Zählen auch nicht allzu viel verstand. Naja, es, es sind viele, stammelte er, während die Krähe auf seiner Schulter an seinen Haaren zupfte, vermutlich in der Hoffnung ein paar Läuse zu finden. Fliegen und Kinder, das ist das Einzige, was es in Ombra immer noch reichlich gibt. Keiner lachte. Der schwarze Prinz schwieg und alle schwiegen mit ihm. Wenn der Pfeifer die Kinder wollte, würde er sie holen. Eine Feuerelfe setzte sich auf Resas Arm. Sie scheuchte sie fort und sehnte sich so sehr nach Elinors Haus, dass ihr das Herz schmerzte, als hätte die Elfe es verbrannt. Sie sehnte sich nach der Küche, immer erfüllt vom Summen des viel zu großen Kühlschranks, nach Moos Werkstatt im Garten und dem Sessel in der Bibliothek, in dem man sitzen, und fremde Welten besuchen konnte, ohne in ihnen verloren zu gehen. Vielleicht ist es nur ein Köder, sagte Baptista in die Stille hinein. Ihr wisst, der Pfeifer legt gern Köder aus, und er weiß genau, dass wir nicht einfach zulassen können, dass er sich die Kinder holt. Vielleicht, er sah zu Mo hinüber, vielleicht hofft er auf die Art, endlich den Eichel herzufangen. Resa sah, wie Maggie unwillkürlich dichter an Mo's Seite rückte. Sein Gesicht aber blieb unbewegt, als wäre der Eichelherr doch ein anderer. Violante hat mir schon angekündigt, dass Herr Pfeiffer sich bald auf den Weg hierher machen wird, sagte Mo. Aber von Kindern hat sie nichts erwähnt. Des Eichelherrs Stimme. Die Stimme, die den Natternkopf genarrt hatte und die Feen betörte. Beim Schnapper bewirkte sie nichts dergleichen. Ihn erinnerte sie nur daran, daß er einst dort gesessen hatte, wo jetzt der Herr saß, an der Seite des schwarzen Prinzen. Du hast mit der Hässlichen gesprochen. Na wunderbar. Das also hast du auf der Burg von Ombra getrieben. Der Eichelherr unterhält sich mit der Natterntochter. Der Schnapper verzog missbilligend das grobe Gesicht. Natürlich hat sie dir nichts von den Kindern erzählt. Warum sollte sie? Ganz abgesehen davon, dass sie vermutlich nicht mal etwas davon weiß. Die hässliche hat auf der Burg nicht mehr zu sagen als eine Küchenmarkt. So es und immer. Also wird es bleiben. Ich habe es dir schon oft gesagt, Schnapper. Die Stimme des schwarzen Prinzen klang schärfer als gewohnt. Violante hat mehr Macht, als du denkst, und mehr Männer, auch wenn sie alle sehr jung sind. Er nickte Mo zu. Erzähl ihnen, was auf der Burg passiert ist. Es wird Zeit, dass sie es erfahren. Resa sah zu Mo hinüber. Was wusste der schwarze Prinz, was sie nicht wusste? Ja, Eichelherr, erzähl uns endlich, wie du diesmal heil davongekommen bist. Die Stimme des Schnappers klang so unverhohlen feindselig, dass einige der Räuber unbehagliche Blicke austauschten. Es grenzt wahrlich an Zauberei. Erst lassen sie dich heil aus der Nachtburg und nun auch aus deren Ombra, obwohl dort unter dem Hänfling ein scharfer Wind weht. Sag nicht, den hast du, um frei zu kommen, auch unsterblich gemacht. Einige Räuber lachten, aber ihr Lachen klang unbehaglich. Resa war sicher, daß viele von ihnen Mo tatsächlich für eine Art Zauberer hielten, für einen der Männer, deren Namen man besser nur flüsterte, weil sie sich angeblich auf dunkle Künste verstanden und normale Sterbliche schon mit einem Blick verhexen konnten. Wie sonst konnte es angehen, daß ein Mann, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war, besser mit dem Schwert umgehen konnte als die meisten von ihnen? Und schreiben und lesen konnte er auch. Der Natternkopf soll nicht viel Freude an seiner Unsterblichkeit haben, warf der starke Mann ein. Doria setzte sich neben ihn, den Blick finster auf den Schnapper geheftet. Nein, der Junge mochte seinen Retter wirklich nicht. Sein Freund Lüg dagegen folgte dem Schnapper und dem Gecko wie ein Hund. Na und? Was hilft uns das? Der Pfeifer plündert und mordet schlimmer als je zuvor. Der Schnapper spuckte aus. Die Natter ist unsterblich, sein Schwager hängt fast jeden Tag mindestens einen von uns, und der Eichelherr reitet nach Ombra und kommt unversehrt zurück. Erneut wurde es sehr, sehr still. Vielen der Räuber war der Handel, den der Eichelherr auf der Nachtburg mit dem Natternkopf geschlossen hatte, mehr als unheimlich, auch wenn es letztlich Mo gewesen war, der den Silberfürsten überlistet hatte. Unsterblich war der Natternkopf dennoch. Immer wieder machte er sich einen Spaß, daraus irgendeinem Mann, den der Pfeifer für ihn eingefangen hatte, ein Schwert in die Hand zu geben und es sich durch den Leib stoßen zu lassen. Nur um den Angreifer dann mit demselben Schwert so zu verwunden, dass er lange genug zum Sterben brauchte, um die weißen Frauen herbeizurufen. Das war die Art des Natternkopfes zu verkünden, dass er die Töchter des Todes nicht länger fürchtete. Auch wenn es hieß, dass er es immer noch mied, ihnen allzu nahe zu kommen. Der Tod ist der Diener der Natter. So hatte er es über das Tor der Nachtburg schreiben lassen, mit Buchstaben aus Silber. Nein, den Hänfling musste ich nicht unsterblich machen. Moos Stimme klang kalt, als er dem Schnapper antwortete. So kalt. Es war Violante, die mich heil aus der Burg gebracht hat, nachdem sie mich gebeten hat, ihr zu helfen, ihren Vater zu töten. Resa legte die Hand auf ihren Bauch, als könnte sie die Worte so von ihrem ungeborenen Kind fernhalten. Aber in ihrem Kopf hatte nur ein Gedanke Raum. Dem schwarzen Prinzen hat er erzählt, was auf der Burg geschehen ist, aber nicht mir. Sie erinnerte sich daran, wie gekränkt Maggies Stimme geklungen hatte, als Mo ihnen endlich erzählte, was er mit dem leeren Buch getan hatte, bevor er es dem Natternkopf übergab. Du hast jede zehnte Seite feucht gemacht? Aber das kann nicht sein. Ich war doch die ganze Zeit bei dir. Warum hast du nichts gesagt? Obwohl Mo ihr all die Jahre verschwiegen hatte, wo ihre Mutter war, glaubte Maggie immer noch, dass er letztlich kein Geheimnis vor ihr haben konnte. Rese hatte das nie geglaubt. Trotzdem tat es weh, dass er dem schwarzen Prinzen mehr anvertraut hatte als ihr. So weh. Die hässliche will ihren Vater töten? Baptistas Stimme klang ungläubig. Was ist daran verwunderlich? Der Schnapper sprach so laut, als müsste er für alle sprechen. Sie ist Natternbrot! Was hast du geantwortet, Eichelherr? Dass du erst noch darauf warten musst, daß dein verfluchtes Buch ihn nicht mehr vor dem Tod beschützt? Er hasst Mo, dachte Resa. Ja, das tut er. Aber der Blick, mit dem Mo den Schnapper musterte, war nicht weniger feindselig, und Resa fragte sich nicht zum ersten Mal, ob sie den Zorn in ihm früher einfach nur übersehen hatte, oder ob er so neu war wie die Narbe auf seiner Brust. Das Buch wird Violantes Vater noch lange schützen. Moos Stimme klang bitter. Der Natternkopf hat einen Weg gefunden, es zu retten. Erneut erhob sich ein Raunen unter den Räubern. Nur der schwarze Prinz schien nicht überrascht. Mo hatte ihm also auch das erzählt. Ihm und nicht ihr. Er wird ein anderer, dachte Reser. Die Worte ändern ihn. Dies Leben ändert ihn, auch wenn es nur ein Spiel ist. Falls es ein Spiel ist. Aber das ist unmöglich. Wenn du es nass gemacht hast, schimmelt es. Und du hast selbst immer wieder gesagt, Schimmel tötet Bücher ebenso zuverlässig wie Feuer. Wie vorwurfsvoll Maggies Stimme klang. Geheimnisse. Nichts frisst die Liebe schneller. Mo sah seine Tochter an. Das war in einer anderen Welt, Maggie, sagte sein Blick. Aber sein Mund sagte etwas anderes. Nun, der Natternkopf hat mich eines Besseren belehrt. Das Buch wird ihn weiter vor dem Tod schützen, falls seine Seiten unbeschrieben bleiben. Nein, dachte Resa. Sie wusste, was nun kommen würde, und sie wollte sich die Hände auf die Ohren pressen, obwohl sie nichts auf der Welt mehr liebte als Moos Stimme. Sein Gesicht war ihr fast verloren gegangen in all den Jahren in Mortolas Diensten, doch an seine Stimme hatte sie sich stets erinnert. Nun aber klang sie nicht wie die ihres Mannes, sondern wie die des Eichelheers. Der Natternkopf glaubt immer noch, dass nur ich das Buch retten kann. Mo sprach nicht laut, doch die ganze Tintenwelt schien erfüllt von seiner Stimme. Sie schien schon immer hierher gehört zu haben, zwischen die endlos hohen Bäume, die zerlumpten Männer, die schläfrigen Feen in ihren Nestern. Er würde es mir geben, wenn ich zu ihm gehe mit dem Versprechen, es zu heilen. Und dann? Etwas Tinte, eine Feder? Es dauert nicht länger als ein paar Sekunden, um drei Wörter zu schreiben, was, wenn seine Tochter mir diese Sekunden verschafft? Seine Stimme malte die Szene in die Luft, und die Räuber lauschten, als sähen sie das Ganze schon passieren, bis der Schnapper den Bann brach. »Du bist verrückt, vollkommen verrückt!« sagte er heiser. »Vermutlich glaubst du inzwischen schon selbst, was all die Lieder über dich sagen.« dass du unverwundbar bist, der unbesiegbare Eichelherr. Die Hässliche wird dich verkaufen, und ihr Vater wird dir die Haut vom Leib ziehen, wenn er dich noch einmal in die Finger bekommt. Ja, das wird er tun. Und er wird sich dafür mehr als ein paar Sekunden Zeit lassen. Aber uns wird es auch alle den Hals kosten, dass du so gerne den Helden spielst. Resa sah, wie Moos Finger sich um den Knauf seines Schwertes schlossen, doch der schwarze Prinz legte ihm die Hand auf den Arm. Vielleicht müsste er weniger oft den Helden spielen, wenn du und deine Männer es etwas häufiger täten, Schnapper, sagte er. Der Schnapper stand bedrohlich langsam auf, doch bevor er etwas sagen konnte, erhob der starke Mann seine Stimme, eilfertig wie ein Kind, das den Streit seiner Eltern schlichten will. Was, wenn der Eichelheher recht hat? Vielleicht will die Hässliche uns ja wirklich helfen. Sie war immer gut zu uns Spielleuten. Sie ist früher sogar zu uns ins Lager gekommen. Und sie füttert die Armen und holt den Schleierkauz auf die Burg, wenn der Hänfling wieder irgendeinem armen Hund die Hand oder den Fuß hat abpacken lassen. Ja, ist das nicht großzügig? Der Gecko verzog spöttisch das Gesicht, wie so oft, wenn der starke Mann etwas sagte, und die Krähe auf seiner Schulter ließ ein höhnisches Krächzen hören. Was ist so großartig daran, Küchenreste zu verschenken und Kleider, die man nicht mehr tragen will? Läuft die Hässliche in Lumpen herum, wie meine Mutter und meine Schwestern? Nein. Vermutlich ist Balbulus das Pergament ausgegangen und sie will mit dem Kopfgeld für den Eichel Neues kaufen. Erneut lachten ein paar der Räuber. Der starke Mann aber blickte unsicher zum schwarzen Prinzen. Sein Bruder flüsterte ihm etwas zu und warf einen feindseligen Blick zum Gecko hinüber. Bitte, Prinz, dachte Resa. Sag Mo, dass er vergessen soll, was Violante gesagt hat. Auf dich wird er hören und hilf ihm auch, das Buch zu vergessen, das er ihrem Vater gebunden hat. Bitte. Der schwarze Prinz sah zu ihr herüber, als hätte er ihr stummes Flehen gehört. Doch sein dunkles Gesicht blieb unlesbar, so unlesbar, wie es Moos Gesicht immer öfter für sie war. Doria, sagte er, denkst du? du kommst an den burgwachen vorbei und kannst dich bei violante soldaten umhören vielleicht hat einer von ihnen gehört was genau der auftrag des pfeifers ist der starke mann öffnete den mund als wollte er protestieren er liebte seinen bruder und tat alles um ihn zu beschützen aber doria war in einem alter in dem man nicht mehr beschützt werden will sicher das ist leicht sagte er mit einem Lächeln, das zeigte, wie gern er den Auftrag des Prinzen ausführte. Einige von ihnen kenne ich, seit ich laufen kann. Die meisten sind ja kaum älter als ich. Gut. Der schwarze Prinz richtete sich auf. Seine nächsten Worte waren an Mo gerichtet, auch wenn er ihn nicht ansah. Was Violantes Angebot betrifft. Stimme ich dem Gecko und dem Schnapper zu. Violante mag eine Schwäche für Spielleute haben und Mitleid mit ihren Untertanen, aber sie ist die Tochter ihres Vaters, und wir sollten ihr nicht trauen. Alle Blicke richteten sich auf den Eichel her. Aber Mo schwieg. Für Resa sprach dieses Schweigen lauter als Worte. Sie kannte dieses Schweigen ebenso wie Maggie. Resa sah die Angst auf dem Gesicht ihrer Tochter, als sie auf Mo einzureden begann. Ja, inzwischen spürte wohl auch Maggie, wie fest diese Geschichte ihren Vater umsponnen hatte, obwohl er selbst sie einst eben davor gewarnt hatte. Tiefer und tiefer zogen die Buchstaben ihn hinab, wie ein Strudel aus Tinte, und erneut beschlich Resa der furchtbare Gedanke, der ihr immer öfter in den letzten Wochen gekommen war, dass die weißen Frauen an dem Tag, an dem Mo in Capricorns niedergebrannter Festung gelegen hatte, verwundet auf den Tod, tatsächlich einen Teil von ihm mit sich genommen hatten, dorthin, wohin auch Staubfinger verschwunden war, und sie diesen Teil von ihm erst dort wiedersehen würde, an dem Ort, an dem alle Geschichten enden. Laute Worte, leise Worte. Bitte, Mo, frag ihn! Zuerst dachte Maggie, sie hätte die Stimme ihrer Mutter nur im Traum gehört, einem der finsteren Träume, die ihr manchmal die Vergangenheit schickte. Reza klang so verzweifelt. Doch als Maggie die Augen aufschlug, hörte sie ihre Stimme immer noch. Und als sie aus dem Zelt lugte, sah sie ihre Eltern zwischen den Bäumen stehen, nur ein paar Schritte entfernt, kaum mehr als zwei Schatten in der Nacht. Die Eiche, an deren Stamm Mo lehnte, war so groß, wie Maggie sie nur aus der Tintenwelt kannte, und Resa hielt seinen Arm umklammert, als müsste sie ihn zwingen, ihr zuzuhören. Haben wir es nicht immer so gemacht? Wenn einem von uns eine Geschichte nicht mehr gefiel, haben wir das Buch zugeklappt. Mo, hast du vergessen, wie viele Bücher es gibt? Lass uns ein anderes finden, das uns seine Geschichte erzählt. Eins, dessen Worte Worte bleiben und uns nicht zu Fleisch von ihrem Fleisch machen. Maggie blickte hinüber zu den Räubern, die nur wenige Meter entfernt unter den Bäumen lagen. Viele von ihnen schliefen unter freiem Himmel, obwohl die Nächte schon sehr kalt waren. Aber die verzweifelte Stimme ihrer Mutter schien keinen von ihnen geweckt zu haben. Wenn ich mich so richtig erinnere, war ich es, der dieses Buch schon vor langer Zeit zuschlagen wollte. Moos Stimme klang so kühl wie die Luft, die durch die zerschlissenen Stoffbahnen zu Maggie hereindrang. Aber Maggie und du, ihr wolltet von nichts anderem hören. Woher sollte ich wissen, was diese Geschichte aus dir machen würde? Resas Stimme klang, als wüsste sie kaum, wie sie die Tränen zurückhalten sollte. Leg dich wieder schlafen, dachte Maggie. Lass die zwei allein. Doch sie blieb sitzen, frierend in der kalten Nachtluft. Was redest du da? Was soll sie aus mir gemacht haben? Mo sprach so leise, als wollte er die nächtliche Stille nicht stören, aber Resa schien vergessen zu haben, wo sie war. Was sie aus dir gemacht hat? Sie sprach lauter mit jedem Wort. Du trägst ein Schwert am Gürtel. Du schläfst kaum und bist nächtelang fort. Glaubst du, ich kann den Schrei eines echten Eichelheers nicht von dem eines Menschen unterscheiden? Ich weiß, wie oft Baptista oder der starke Mann dich geholt haben, als wir noch auf dem Hof waren. Und was das Schlimmste ist, ich weiß, wie gern du mit ihnen gehst. Du hast Geschmack an der Gefahr gefunden. Du bist nach Ombra geritten, obwohl der Prinz dich davor gewarnt hat. Und du kommst zurück, nachdem sie dich fast gefangen hätten, und tust, als wäre das alles ein Spiel. Was ist es sonst? Mo sprach immer noch so leise, dass Maggie ihn kaum verstand. Hast du vergessen, woraus diese Welt besteht? Es ist mir egal, woraus sie besteht. Du kannst sterben in ihr, Mo. Das weißt du besser als ich. Oder hast du die weißen Frauen vergessen? Nein. Du sprichst sogar im Schlaf von ihnen. Manchmal denke ich, fast du vermisst sie. Mo schwieg. Aber Maggie wusste, dass Reza recht hatte. Mo hatte ihr nur ein einziges Mal von den weißen Frauen erzählt. Sie sind aus nichts als Sehnsucht gemacht, Maggie, hatte er gesagt. Sie füllen dir das Herz bis an den Rand damit, bis du nur noch mit ihnen gehen willst, wo auch immer sie dich hinführen. Bitte, Mo. Resas Stimme zitterte. Bitte für uns zurückzuschreiben. Für dich wird er es versuchen. Er ist es dir schuldig. Einer der Räuber hustete im Schlaf, ein anderer rückte näher ans Feuer, und Mo schwieg. Als er schließlich antwortete, klang es, als spräche er mit einem Kind. Nicht einmal mit Maggie sprach er noch so. Finolio schreibt nicht mehr, Resa. Ich bin nicht einmal sicher, ob er es noch kann. Dann geh zu Orpheus. Du hast gehört, was Farid erzählt. Er hat bunte Feen hergeschrieben, Einhörner. Und... »Orpheus, kannst du Geschichte vielleicht hier und da etwas hinzudichten. Aber um uns zu Elinor zurückzubringen, müsste er etwas eigenes schreiben. Ich bezweifle, dass er das kann, und selbst wenn, nach dem, was Farid erzählt hat, ist er nur daran interessiert, sich zum reichsten Mann von Ombra zu machen. Hast du Geld, um ihn für seine Worte zu bezahlen? Diesmal schwieg Resa, so lange, als wäre sie wieder stumm wie damals, als sie ihre Stimme in dieser Welt zurückgelassen hatte. Mo war es, der schließlich das Schweigen brach. »Resa«, sagte er, »wenn wir jetzt zurückgehen, werde ich in Elinors Haus sitzen und Tag aus, Tag ein an nichts anderes denken als daran, wie diese Geschichte weitergeht. Aber kein Buch der Welt wird es mir erzählen können. Du willst nicht nur wissen, wie es weitergeht?« Nun war es Resas Stimme, die kühl klang. Du willst bestimmen, was passiert. Du willst mitspielen. Aber wer sagt dir, dass du jemals wieder aus den Buchstaben herausfindest, wenn du dich noch mehr in ihnen verfängst? Noch mehr? Wie das? Ich habe hier den Tod gesehen, Resa, und ein neues Leben bekommen. Wenn du es nicht für mich tun willst. Maggie hörte, wie schwer es ihrer Mutter fiel, weiterzusprechen. Dann geh zurück für Maggie und für unser zweites Kind. Ich will, dass es einen Vater hat. Ich will, dass er lebt, wenn es geboren wird, und dass er noch derselbe Mann ist, der seine Schwester großgezogen hat. Resa musste erneut lange auf Moos Antwort warten. Ein Käuzchen schrie. Die Krähen des Geckos krächzten schläfrig in dem Baum, in dem sie nachts hockten. Fenolios Welt schien so friedlich. Und Mo strich dem Baum, an dem er lehnte, so zärtlich über die Rinde, wie er es sonst mit dem Rücken eines Buches tat. Woher willst du wissen, daß Maggie nicht bleiben will? Sie ist fast erwachsen. Und sie ist verliebt. Glaubst du, sie will zurück, während Farid hier bleibt? Und er wird bleiben. Verliebt? Maggies Gesicht begann zu brennen. Sie wollte nicht, dass Mo aussprach, was sie selbst nie in Worte gefasst hatte. Verliebt? Es klang wie eine Krankheit, für die es keine Heilung gab. Und fühlte es sich nicht manchmal auch so an? Ja, Farid würde bleiben. Wie oft hatte sie selbst sich das schon gesagt, wenn sie den Wunsch verspürt hatte zurückzukehren. Farid wird bleiben, auch wenn Staubfinger bei den Toten bleibt. Er wird weiter nach ihm suchen und sich nach ihm sehnen, so viel mehr als nach dir, Maggie. Aber wie würde es sich anfühlen, ihn nie wieder zu sehen? Würde sie ihr Herz hier lassen und künftig mit einem Loch in der Brust herumlaufen? Würde sie allein bleiben, so wie Elinor, und nur noch in Büchern vom Verliebtsein lesen? »Sie wird darüber hinwegkommen«, hörte sie reser sagen. »Sie wird sich in einen anderen verlieben.« was redete ihre Mutter da? Sie kennt mich nicht, dachte Maggie. Sie hat mich nie gekannt. Wie auch? Sie war ja nie da. Was ist mit deinem zweiten Kind? fuhr Reza fort. Willst du, dass es in diese Welt geboren wird? Mo blickte sich um und Maggie spürte erneut, was sie schon lange wußte, daß ihr Vater diese Welt inzwischen ebenso sehr liebte wie sie und Reza es einst getan hatten. Vielleicht liebte er sie sogar noch mehr. Warum nicht? fragte er zurück. Willst du, dass es in eine Welt geboren wird, in der es das, wonach es sich sehnt, nur in Büchern findet? Resas Stimme bebte, als sie antwortete, doch nun war es Zorn, der herausklang. Wie kannst du so etwas sagen? Alles, was du hier findest, wurde in unserer Welt geboren. Wo sonst soll Finolio es herhaben? »Was weiß ich? Glaubst du tatsächlich immer noch, dass es nur eine wirkliche Welt gibt und die anderen nichts als blasse Ableger sind?« Irgendwo heulte ein Wolf und zwei andere antworteten. Eine der Wachen kam zwischen den Bäumen hervor und warf Holz auf das sterbende Feuer. Streuner nannte er sich. Keiner der Räuber trug den Namen, unter dem er geboren worden war. Mit einem neugierigen Blick auf Mo und Räser verschwand er wieder zwischen den Bäumen. Ich will nicht zurück, Resa. Nicht jetzt. Moos Stimme klang entschieden, doch zugleich warb sie um ihre Mutter, als hoffte er sie doch noch davon überzeugen zu können, dass sie am richtigen Ort waren. Es werden noch viele Monate vergehen, bevor dieses Kind geboren wird. Und vielleicht werden wir bis dahin alle wieder in Elinors Haus sitzen. Aber jetzt ist dies der Ort, an dem ich sein will. Er küsste Resa auf die Stirn. Dann ging er fort hinüber zu den Wachen, die am anderen Ende des Lagers zwischen den Bäumen standen. Und Resa ließ sich dort, wo sie stand, ins Gras sinken und vergrub das Gesicht in den Händen. Maggie wollte zu ihr gehen und sie trösten. Doch was sollte sie sagen? Ich will bei Farid bleiben, Resa. Ich will keinen anderen finden. Nein, das hätte ihre Mutter wohl kaum getröstet. Und Mo. Kam auch nicht zurück. <Sie> Das Angebot des Pfeifers Na endlich! Da kamen sie! Die Fanfaren schalten vom Stadttor herüber, blechern und anmaßend. Finolle fand, daß sie genauso klangen wie der Mann, den sie ankündigten. Der Hänfling! Das Volk fand auch immer die passendsten Namen. Selbst ihm hätte kein besserer einfallen können. Aber nun ja, er hätte diesen blässlichen Emporkömmling auch gar nicht erst erfunden. Nicht einmal der Natternkopf ließ seine Ankunft jedes Mal von langstieligen Trompeten verkünden, aber sein schmalbrüstiger Schwager ritt einmal um die Burg und schon schmetterten sie los. Fenolio zog Despina und Ivo dichter an seine Seite. Despina ließ das bereitwillig geschehen, aber ihr Bruder entwand sich Fenolios Griff und kletterte flink wie ein Eichhörnchen auf einen Mauervorsprung, um in die Gassen zu lugen, die sie bald heraufkommen würden, der Hänfling und sein Gefolge auch die Meute genannt. Ob man dem Schwager der Natter schon gemeldet hatte, dass fast alle Frauen von Ombra vor dem Burgtor auf ihn warteten? Bestimmt. Warum zählt der Pfeifer unsere Kinder? Für diese Frage waren sie gekommen. Sie hatten sie auch schon den Wachen entgegengerufen, doch die hatten nur mit unbewegten Gesichtern die Lanzen auf die aufgebrachten Frauen gerichtet. Nach Hause gegangen waren sie dennoch nicht. Es war Freitag, Jagdtag, und sie warteten seit Stunden auf die Rückkehr ihres neuen Herrn, der seit dem Tag seiner Ankunft daran arbeitete, den weglosen Wald zu entvölkern. Dutzende von blutigen Rebhühnern würden seine Diener wieder durch das hungrige Ombra tragen, Wildschweine, Hirsche und Hasen, vorbei an Frauen, die kaum wussten, woher sie die Mahlzeit für den nächsten Tag nehmen sollten. Normalerweise machte Fenolio deshalb freitags noch seltener als an anderen Tagen einen Schritt vor die Tür, aber heute hatte ihn die Neugier hergetrieben. Neugier, was für ein lästiges Gefühl. »Fenoglio«, hatte Minerva gesagt, kannst du auf Despina und Ivo achten? Ich muss zur Burg, alle gehen hin. Wir wollen sie zwingen, uns zu sagen, warum der Pfeifer unsere Kinder zählt. Ihr wisst die Antwort, wollte Fenoglio sagen. Aber die Verzweiflung auf Minervas Gesicht ließ ihn schweigen. Sollte sie doch hoffen, dass sie ihre Kinder nicht für die Silberminen brauchten. Überlass es dem Hänfling und dem Pfeifer ihr die Hoffnung zu nehmen, Finollio. Ach, wie sehr er das alles leid war. Gestern hatte er es wieder mit dem Schreiben versucht, nachdem er sich über das arrogante Lächeln aufgeregt hatte, mit dem der Pfeifer in Ombra eingeritten war er hatte eine der gespitzten federn in die hand genommen die der glasmann ihm immer noch auffordernd hinlegte sich für ein leeres blatt papier gesetzt und rosenquartz nach einer stunde vergeblichen wartens dafür beschimpft daß er papier gekauft hatte dem man ansah daß es aus alten hosen gemacht war ach Fenolio, wie viele dumme ausreden werden dir noch dafür einfallen daß du ein wortloser alter mann geworden bist ja er gab es zu er wollte der Herr dieser Geschichte sein, auch wenn er es seit Cosimos Tod lautstark geleugnet hatte. Immer öfter machte er sich mit Feder und Tinte auf die Suche nach dem alten Zauber, meist während der Glasmann in seinem Feennest schnarchte, weil es allzu peinlich war, wenn Rosenquarz Zeuge seines Versagens wurde. Er versuchte es, wenn Minerva den Kindern eine Suppe vorsetzen musste, die kaum besser als Waschwasser schmeckte, wenn die grässlichen bunten Feen so laut in ihrem Nest schnatterten, dass er keinen Schlaf fand, oder eins seiner Geschöpfe ihn, wie gestern der Pfeifer, an die Tage erinnerte, an denen er diese Welt, berauscht von der eigenen Wortkunst, aus Buchstaben gewebt hatte. Aber das Papier blieb leer, als hätten sich alle Worte zu Orpheus hinübergestohlen, nur weil der sie auf seine Zunge nahm und abschleckte. Hatte das Leben jemals zuvor so bitter geschmeckt? In seiner Trübsal hatte Fenolio sogar mit dem Gedanken gespielt, zurückzugehen, in das Dorf in der anderen Welt, so friedlich und wohlgenährt, so wunderbar ereignis- und feenlos, zu seinen Enkeln, die sicherlich seine Geschichten vermissten, und was für fabelhafte Geschichten würde er ihnen mitbringen können? Aber woher sollten die Worte für ein Zurückkommen? Sicherlich nicht aus einem leeren alten Kopf, und er konnte wohl kaum Orpheus bitten, sie ihm zu schreiben. Oh nein, so tief war er noch nicht gesunken. Despina zupft an seinem Ärmel. Cosimo hatte ihm die Tunika geschenkt, aber auch sie war inzwischen motten zerfressen und so staubig, wie sein Hirn das nicht mehr denken wollte. Was tat er hier vor der verfluchten Burg, deren Anblick ihn nur noch deprimierte? Warum lag er nicht in seinem Bett? Phenolio, Stimmt es, dass man Blut auf das Silber spuckt, das man aus der Erde gräbt? Despinas Stimme erinnerte ihn immer an die eines kleinen Vogels. Ivo sagt, für die Stollen, wo das meiste Silber ist, hätte ich genau die richtige Größe. Verfluchter Bengel, warum erzählt er seiner kleinen Schwester solche Geschichten? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du deinem Bruder kein Wort glauben sollst. Finojo strich Despina das dichte schwarze Haar hinter die Ohren und warf Ivo einen tadelnden Blick zu. Armes, kleines, vaterloses Ding. Warum soll ich es ihr nicht erzählen? Sie hat mich gefragt. Ivo war in dem Alter, in dem man selbst tröstende Lügen verachtet. Dich werden sie vermutlich nicht holen, sagte er und beugte sich zu seiner kleinen Schwester herab. Die Mädchen sterben zu schnell, aber mich und Beppo und Lino, sogar Mungus, obwohl der humpelt, der Pfeifer wird uns alle mitnehmen. Und dann bringen sie uns tot zurück, wie unseren. Despina presste ihm so hastig die Hand auf den Mund, als könnte es ihren Vater wieder lebendig machen, wenn ihr Bruder nur das schlimme Wort nicht aussprach. finoglio hätte den Jungen am liebsten gepackt und geschüttelt, doch Despina hätte nur auf der Stelle zu weinen angefangen beteten alle kleinen Schwestern ihre Brüder an. Schluss jetzt. Hör auf, deine Schwester verrückt zu machen, fuhr er Ivo an. Der Pfeifer ist hier, um den Eichel herzufangen, nichts weiter. Und um den Hänfling zu fragen, warum er nicht mehr Silber auf die Nachtburg schickt. Ach ja, und warum zählen sie uns dann? Der Junge war erwachsen geworden in den letzten Wochen, als hätte der Kummer ihm die Kindheit vom Gesicht gewischt. Ivo war nun der Vater in der Familie, mit knapp zehn Jahren. Auch wenn Finolio manchmal versuchte, ihm diese Rolle von den schmalen Schultern zu nehmen. Der Junge arbeitete bei den Färbern, half den nassen Stoff aus den stinkenden Kübeln zu ziehen, Tag aus, Tag ein, und brachte den Geruch abends mit nach Hause. Aber er verdiente auf die Art mehr, als Finollio mit seiner Schreiberei auf dem Markt. Sie werden uns alle umbringen, fuhr er ungerührt fort den Blick auf die Wachen geheftet, die ihre Lanzen immer noch auf die wartenden Frauen richteten. Und den Eichelheer werden sie in Stücke reißen, so wie sie es letzte Woche mit dem Spielmann gemacht haben, der den Stadthalter mit faulem Gemüse beworfen hat. Die Stücke haben sie an die Hunde verfüttert. Ivo! Das war zu viel. Finolio versuchte, ihn an den Ohren zu packen, aber der Junge war schneller und sprang davon, bevor er ihn sich greifen konnte. Seine Schwester jedoch stand da und presste Finollios Hand so fest, als könnte nichts anderes mehr ihr Halt geben in dieser zerschlagenen Welt. »Sie fangen ihn nicht, oder?« Despinas kleine Stimme klang so zaghaft, dass Fenolio sich zu ihr hinunterbeugen musste, um sie zu verstehen. »Der Bär beschützt den Eichelherr jetzt genauso wie den schwarzen Prinzen, oder?« »Natürlich!« Fenolio strich ihr erneut über das nachtschwarze Haar. Hufschlag klang die Gassen herauf, und Stimmen drangen zwischen den Häusern hervor, so ausgelassen, als verhöhnten sie die Stummheit der wartenden Frauen, während hinter den umliegenden Hügeln die Sonne versank und Ombras Dächer rot färbte. Die adligen Herrschaften kamen heut spät von ihrem Jagdvergnügen zurück, die silberbestickten Gewänder bespritzt mit Blut, die gelangweilten Herzen angenehm erregt vom Töten. Ja, der Tod konnte ein fabelhafter Unterhalter sein, wenn es sich um den Tod anderer handelte. Die Frauen drängten sich enger zusammen. Die Wachen trieben sie vom Tor zurück, doch sie blieben vor den Burgmauern stehen. Alte Frauen, junge Frauen, Mütter, Töchter, Großmütter. Minerva war eine der vordersten. Sie war schmal geworden in den letzten Wochen. Seine Geschichte fraß sie auf, kannibalisches Ding. Aber sie hatte gelächelt, als sie hörte, daß der Eichelherr sich auf der Burg ein paar Bücher angesehen hatte und ungestraft wieder davongeritten war. Er wird uns retten, hatte sie geflüstert und sang abends mit leiser Stimme die schlechten Lieder, die in Ombra die Runde machten, über die weiße und die schwarze Hand der Gerechtigkeit den heer und den prinzen ein buchbinder und ein messerwerfer gegen den pfeifer und seine armee von gepanzerten brandstiftern aber warum nicht klang das nicht am ende doch nach einer guten geschichte finnochio nahm despina auf den arm als die soldaten vorbeiritten die die jagdgesellschaft bewachten spielleute kamen hinter ihnen die gassen herunter pfeifer trommler Jonglöre, Kobold, Zähmer und natürlich der Rußvogel, der sich keine Vergnügung entgehen ließ, auch wenn es hieß, dass ihm beim Blenden und Vierteilen schlecht wurde. Dann folgten die Hunde, scheckig wie das Licht im weglosen Wald, mit den Knechten, die dafür sorgten, dass sie am Jagdtag hungrig waren, und schließlich die Jäger. Ganz vorne weg der Hänfling, ein mageres Bürschchen auf einem viel zu großen Pferd, so hässlich, wie seine Schwester angeblich schön war, mit einer spitzen Nase, die zu kurz für sein Gesicht schien und einem breiten, verkniffenen Mund. Keiner wusste, warum der Natternkopf gerade ihn zum Herrn von Ombra gemacht hatte. Vielleicht war es auf Bitten seiner Schwester geschehen, die dem Silberfürsten schließlich seinen ersten Sohn geschenkt hatte. Fenoglio vermutete allerdings eher. Dass der Natternkopf seinen schwächlichen Schwager gewählt hatte, weil er sicher war, dass der sich niemals gegen ihn erheben würde. Was für eine blasse Figur! dachte Fenoglio verächtlich, während der Hänfling mit überheblichem Gesicht an ihm vorbeiritt. Offenbar besetzte diese Geschichte inzwischen selbst Hauptrollen mit billigen Nebendarstellern. Die Beute der feinen Herrschaften war wie erwartet reichlich ausgefallen. Rebhühner, wie frisch gefallene Früchte von den Stangen baumelnd, an die die Jagdknechte sie gebunden hatten. Ein halbes Dutzend der Rehe, die er eigens für diese Welt ersonnen hatte, das rotbraune Fell auch im hohen Alter noch gescheckt wie das eines Kitzes. Nicht, daß diese besonders alt geworden wären. Hasen, Hirsche, Wildschweine. Die Frauen von Ombra starrten das erlegte Wild mit unbewegten Gesichtern an. Manchen fuhr die verräterische Hand an den leeren Magen. Oder sie blickten zu ihren ewig hungrigen Kindern hinüber, die in den Toreingängen auf ihre Mütter warteten. Und dann trugen sie das Einhorn vorbei. Verfluchter Käsekopf! Es gab keine Einhörner in Finollios Welt, aber Orpheus hatte eins herbeigeschrieben, nur damit der Händling es abschlachten konnte. Finollio hielt der Bina rasch die Augen zu, als sie es vorbeitrugen, das weiße Fell zerstochen und voll Blut. Rosenquarz hatte ihm erst vor knapp einer Woche von diesem Auftrag des Hänflings berichtet. Die Bezahlung war stattlich gewesen, und ganz Ombre hatte darüber gemutmaßt, aus welchem fernen Land das Doppelauge das märchenhafte Geschöpf herbeigeschafft hatte. Ein Einhorn. Was hätte man darüber für Geschichten erzählen können? Doch für Geschichten bezahlte der Hänfling nicht, ganz abgesehen davon, dass Orpheus sie nicht hätte schreiben können. Mit meinen Worten hat er es erschaffen dachte mit meinen Worten! Er spürte, wie die Wut sich wie ein Stein in seinem Magen ballte. Wenn er doch nur Geld gehabt hätte, um ein paar Diebe anzuheuern, die das Buch stahlen, das diesen Parasiten die Wörter lieferte, sein eigenes Buch. Wenn er sich wenigstens selbst ein paar Schätze hätte herbeischreiben können. Doch nicht einmal das brachte er zustande, er, Finolio, ehemals Dichter Cosimos, des Schönen und Schöpfer dieser einst so prächtigen Welt. Tränen des Selbstmitleids stiegen ihm in die Augen, und er malte sich aus, dass sie Orpheus so zerstochen und blutig an ihm vorbeitrugen wie das Einhorn. Ja. Warum zählt ihr unsere Kinder? Hört auf damit. Minervas Stimme riss Finolio aus seinen rachetrunkenen Träumen. Despina umklammerte seinen Hals so fest mit ihren dünnen Ärmchen, daß es ihm fast den Atem abschnürte, als sie ihre Mutter zwischen die Pferde treten sah. War Minerva verrückt geworden? Wollte sie ihre Kinder nun vollends zu Waisen machen? Eine Frau, die gleich hinter dem Hänfling ritt, wies mit ihrem behandschuhten Finger auf Minerva, auf ihre nackten Füße und das ärmliche Kleid. Die Wachen kamen mit ihren Lanzen auf sie zu. Minerva zum Teufel! Fenolio schlug das Herz bis zum Hals. Despina begann zu weinen, aber es war nicht ihr Schluchzen, das Minerva zurückstolpern ließ. Der Pfeifer war unbemerkt zwischen die Zinnen über dem Tor getreten. Warum wir eure Kinder zählen? rief er zu den Frauen hinunter. Er war wie immer prächtig gekleidet. Selbst der Hänfling sah gegen ihn wie ein Kammerdiener aus. Schillernd wie ein Pfau stand er zwischen den Zinnen, vier Armbrustschützen neben sich. Vielleicht hatte er schon lange dort oben gestanden, beobachtend, wie der Schwager seines Herrn mit den wartenden Frauen zurechtkam. Seine gepresste Stimme trug weit in der Stille, die plötzlich über Ombra lag. »Wir zählen alles, was uns gehört«, rief er. Schafe, Kühe, Hühner, Frauen, Kinder, Männer? Auch wenn ihr von denen nicht mehr allzu viele habt. Felder, Scheunen, Ställe, Häuser? Jeden Baum in eurem Wald zählen wir. Schließlich will der Natternkopf wissen, worüber er herrscht. Die Silbernase saß ihm immer noch wie ein Schnabel im Gesicht. Es gab Geschichten, daß der Natternkopf seinem Herold auch ein Herz aus Silber hatte anfertigen lassen, aber Finolio war sicher, daß in der Brust des Pfeifers ein menschliches Herz schlug. Nichts war grausamer als ein Herz aus Fleisch und Blut, weil es wußte, was Schmerzen bereitet. Ihr wollt sie nicht für die Minen? Die Frau, die diesmal die Stimme erhob, trat nicht hervor wie Minerva, sondern verbarg sich zwischen den anderen. Der Pfeifer antwortete nicht sogleich. Er betrachtete seine Fingernägel. Der Pfeifer war stolz auf seine rosigen Nägel. Sie waren gepflegt wie die einer Frau, so wie Fenolio es beschrieben hatte. Ach, es war doch immer wieder aufregend, wenn sie sich genau so benahmen, wie er es erdacht hatte. Du badest sie abends in Rosenwasser, du Schuft dachte Finolio, während Despina den Pfeifer anstarrte wie ein Vogel die Katze, die ihn fressen will. Und du trägst sie lang wie die Frauen, die dem Hänfling Gesellschaft leisten. Für die Minen? Eine reizvolle Idee. Es war so still geworden, dass der Silbernasige nicht einmal die Stimme heben musste. Die untergehende Sonne warf seinen Schatten auf die Frauen, lang und schwarz. Sehr wirkungsvoll, dachte Finolio. Und wie dumm der Hänfling dreinschaute. Der Pfeifer ließ ihn vor seinem eigenen Tor warten wie einen Bediensteten. Was für eine Szene. Aber sie stammte nicht von ihm. Ich verstehe. Ihr denkt deshalb hätte der Natternkopf mich hergeschickt? Der Pfeifer stützte die Hände auf die Mauer und blickte von den Zinnen wie ein Raubtier, das sich fragte, ob ihm der Hänfling oder eine der Frauen in seinem Gefolge besser schmecken würde. Aber nein, ich bin hier, um einen Vogel zu fangen und ihr alle wisst, welche Farbe sein Gefieder hat. Auch wenn er, wie ich gehört habe, bei seiner letzten Frechheit schwarz wie ein Rabe war, sobald dieser Vogel gefangen ist, reite ich zurück auf die andere Seite des Waldes. Nicht wahr, Statthalter? Der Hänfling sah zu ihm hinauf und drückte sich das von der Jagd blutige Schwert zurecht. Wenn ihr es sagt, rief er mit mühsam beherrschter Stimme und warf den Frauen vor dem Tor einen so irritierten Blick zu, als hätte er nie zuvor ihresgleichen gesehen. Nun, ich sage es. Der Pfeifer lächelte überlegen auf den Hänfling herab. Sollte sich allerdings... Er blickte auf die Frauen herab und die Pause, die er machte, schien kein Ende zu nehmen. Sollte sich dieser Vogel nicht fangen lassen? Erneut machte er eine Pause, so lang, als wollte er jede der wartenden Frauen eingehend mustern. Sollten einige der hier Anwesenden ihm gar Versteck und Obdach gewähren, ihn warnen vor unseren Patrouillen? Und Lieder darüber dichten, wie er uns an der Nase herumführt. Der Seufzer, den er ausstieß, kam aus tiefster Brust. Nun, in dem Fall würde ich wohl doch an seiner Statt eure Kinder mitnehmen müssen. Denn schließlich kann ich nicht mit leeren Händen auf die Nachtburg zurückkehren, oder? O oh, verfluchter silbernasiger Bastard. Warum hast du ihn nicht dümmer erschaffen, Fenolio? Weil dumme Bösewichte sterbenslangweilig sind, gab er sich selbst zur Antwort und schämte sich dafür, als er die Verzweiflung auf den Gesichtern der Frauen sah. Ihr seht, es liegt ganz an euch. Die gepresste Stimme verriet immer noch etwas von der schmalzigen Süße, für die Capricorn sie einst so geliebt hatte. Helft mir, den Vogel zu fangen, den der Nattenkopf so gern auf seiner Burg singen hören würde, und ihr könnt eure Kinder behalten. Anderenfalls... Gelangweilt gab er den Wachen ein Zeichen, und der Hänfling ritt mit zornstarrem Gesicht auf das sich öffnende Tor zu. Anderenfalls werde ich mich wohl leider daran erinnern müssen, dass in unseren Silberminen tatsächlich ein ständiger Bedarf an kleinen Händen besteht. Die Frauen starrten mit so leeren Gesichtern zu ihm hoch, als passte einfach nicht noch mehr Verzweiflung darauf. Was steht ihr noch da? rief der Pfeifer, während unter ihm die Knechte die Jagdbeute des Hänflings durch das Tor trugen. Verschwindet! Oder ich lasse euch mit heißem Wasser übergießen. Was sicherlich keine schlechte Idee wäre, da ihr alle ein Bad gebrauchen könnt. Wie betäubt wichen die Frauen zurück, zu den Zinnen hinaufblickend, als würden dort schon die Kessel erhitzt. Fenollios Herz aber hatte zum letzten Mal so schnell geschlagen, als die Soldaten in Balbudos Werkstatt erschienen und Mortimer mit sich genommen hatten. Er musterte die Gesichter der Frauen. Die Bettler, die neben dem Pranger vor der Burgmauer hockten, die verängstigten Kinder und Furcht machte sich in ihm breit. All die Belohnungen, die auf Mortimers Kopf ausgesetzt waren, hatten dem Silberfürsten keinen Verräter in Ombra kaufen können. Aber was würde nun geschehen? Welche Mutter würde den Eichelherr nicht für ihr Kind verraten? Ein Bettler drängte sich durch die Frauen, und als er an Fenolio vorbeihinkte, erkannte er in ihm einen der Spitzel des schwarzen Prinzen. Gut, dachte er. Mortimer wird also bald wissen, welchen Handel der Pfeifer den Frauen von Ombra angeboten hat. Doch was dann? Die Jagdgesellschaft des Hänflings zog weiter durch das offene Burgtor, und die Frauen machten sich auf den Heimweg, die Köpfe gesenkt, als schämten sie sich schon jetzt für den Verrat, zu dem der Pfeifer sie aufgerufen hatte. Finoglio. Eine Frau blieb vor ihm stehen. Er erkannte sie erst, als sie das Tuch zurückschob, das sie wie eine Bäuerin über dem hochgesteckten Haar trug. Resa, was machst du hier? Finoglio sah sich unwillkürlich besorgt um, aber Mortemas Frau war offenbar ohne ihren Mann gekommen. Ich habe überall nach dir gesucht. Despina umklammerte Finollios Hals und starrte die Fremde neugierig an. Die Frau sieht aus wie Maggie, flüsterte sie ihm zu. Ja, weil sie ihre Mutter ist. Finollio setzte Despina ab, als Minerva auf ihn zukam. Sie ging so langsam, als wäre ihr schwindelig, und Ivo lief auf sie zu und legte beschützend den Arm um sie. Finollio! Reza griff nach seinem Arm. Ich muss mit dir sprechen. Worüber? Es konnte nichts Gutes sein. Minerva, geh schon vor, sagte er, du wirst sehen. Es wird alles gut, setzte er hinzu, aber Minerva sah ihn nur an, als wäre er eins ihrer Kinder. Dann griff sie nach der Hand ihrer Tochter und folgte ihrem vorauslaufenden Sohn mit so unsicherem Schritt, als wären die Worte des Pfeifers Glassplitter unter ihren Füßen sag mir daß dein mann tief tief im wald versteckt ist und keine weiteren dummheiten wie den besuch bei balbulus vorhat raunte finolio resa zu während er sie mit sich in die gasse der bäcker zog es roch dort immer noch nach frischem brot und kuchen ein quälender duft für die meisten bewohner von ombra die sich solche köstlichkeiten längst nicht mehr leisten konnten resa zog sich das tuch wieder übers haar und sah sich um, als fürchtete sie, der Pfeifer wäre von den Zinnen herabgestiegen und ihr gefolgt, doch nur eine magere Katze schlich vorbei. Früher hatte es auch viele Schweine in den Gassen gegeben, doch sie waren längst verspeist, die meisten oben auf der Burg. Ich brauche deine Hilfe! Gott, wie verzweifelt sie klang! Du musst uns zurückschreiben! Du schuldest es uns! Mo ist nur deiner Lieder wegen in Gefahr, und es wird mit jedem Tag schlimmer. Du hast gehört, was der Pfeifer gesagt hat. Halt, 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 halt! Auch wenn er sich selbst inzwischen oft genug Vorwürfe machte, von anderen hörte Finolio sie immer noch nicht gern, und dieser war nun wirklich ungerecht. Orpheus hat Mortimer hergebracht, nicht ich. Ich konnte nun wahrlich nicht voraussehen, daß mein Vorbild für den Eichelheer plötzlich in Fleisch und Blut hier herumspaziert aber es ist geschehen einer der nachtwächter die die lampen anzündeten kam die gasse herunter die dunkelheit kam schnell in ombra bald würden sie auf der burg wieder mit dem feiern beginnen und die feuer des rußvogels würden zum himmel stinken wenn du es nicht für mich tust resa gab sich alle mühe gefaßt zu klingen aber fenolio sah die tränen in ihren augen dann Tu es für Maggie und für den Bruder oder die Schwester, die sie bald haben wird. Noch ein Kind? Fenollio blickte unwillkürlich auf Resas Bauch, als könnte er den neuen Mitspieler dort schon sehen. Nahmen die Verwicklungen denn gar kein Ende? »Fenollio, bitte. Was sollte er ihr antworten? Sollte er von dem Blatt Papier erzählen, das immer noch leer auf seinem Schreibpult lag? Oder gar zugeben, daß ihm gefiel, wie ihr Mann die Rolle spielte, die er ihm geschrieben hatte? Dass der Eichelherr sein einziger Trost in diesen finsteren Zeiten war, die einzige seiner Ideen, die wirklich funktionierte? Nein, wohl besser nicht. Hat Mortimer dich geschickt? Sie wich seinem Blick aus. Resa, will er auch fort? — Fort aus meiner Welt, setzte er in Gedanken hinzu, meiner fabelhaften Welt, auch wenn im Moment alles etwas drunter und drüber geht. Ja, Fenolio wußte es nur allzu gut. Er liebte sie immer noch, trotz all ihrer Finsternis. Vielleicht sogar gerade deshalb. Nein, nein, deshalb nicht. Oder? — Er muß fort, siehst du das nicht? Das letzte Tageslicht starb in den Gassen. Es war kalt zwischen den engstehenden Häusern und so still, als dächte ganz Ombra über die Drohung des Pfeifers nach. Resa zog fröstelnd den Umhang zu, den sie trug. Deine Worte, sie verändern ihn. Ach was, Wörter ändern keine Menschen. Fenolios Stimme klang lauter, als er beabsichtigt hatte. Vielleicht hat dein Mann durch meine Worte Dinge über sich erfahren, von denen er noch nichts wusste, aber sie waren da, und wenn er nun Gefallen daran findet, so ist das wohl kaum meine Schuld. Also, reite zurück, erzähl ihm, was der Pfeifer gesagt hat, daß er Besuche wie die bei Balbulus in nächster Zeit besser lässt, und mach dir, um Gottes Willen, keine Sorgen. Er spielt seine Rolle sehr gut. Er spielt sie besser als all die anderen, die ich erfunden habe den schwarzen Prinzen mal ausgenommen. Dein Mann ist ein Held in dieser Welt. Welcher Mann wünscht sich das nicht? Wie sie ihn ansah, als wäre er ein alter Narr, der nicht wusste, was er redete. Du weißt genau, wie Helden enden, sagte sie mit mühsam beherrschter Stimme. Sie haben weder Frauen noch Kinder und sie werden nicht alt. Such dir einen anderen, der in deiner Geschichte den Helden spielt, aber nicht meinen Mann! Du mußt uns alle zurückschreiben, noch heute Nacht! Er wußte nicht, wo er hinsehen sollte. Ihr Blick war so klar. Genau wie der ihrer Tochter. Maggie hat ihn auch immer auf diese Art angesehen. Im Fenster über ihnen flammte eine Kerze auf. Seine Welt versank in Dunkelheit. Es wurde Nacht, Vorhang zu, morgen geht es weiter. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Ich werde nie wieder schreiben. Es bringt nichts als Unglück, und davon gibt es hier wahrlich genug. Was war er doch für ein Feigling? Zu feige für die Wahrheit. Warum sagte er ihr nicht, dass die Worte ihn verlassen hatten, daß sie den Falschen fragte. Aber Resa schien das ohnehin zu wissen. So viele Gefühle mischten sich auf ihrem klaren Gesicht. Zorn, Enttäuschung, Angst und Trotz. Wie ihre Tochter, dachte Finolio erneut. So unbeugsam, so stark. Frauen waren anders, ja. Ohne Zweifel. Männer zerbrachen so viel schneller. Frauen zerbrach der Kummer nicht. Er nutzte sie ab, hüllte sie aus, ganz langsam, wie Minerva. Also gut, Resas Stimme klang beherrscht, auch wenn sie bebte. Dann gehe ich eben zu Orpheus. Er kann Einhörner herbeischreiben. Er hat uns alle hergebracht. Warum soll er uns nicht auch heimschicken können? Wenn du ihn bezahlen kannst, dachte Finolio, aber er sprach es nicht aus. Orpheus würde sie fortschicken. Er sparte seine Worte für die Herrschaften von der Burg, die seine teuren Kleider und Mägde bezahlten. Nein, sie würde bleiben müssen, mit Mortimer und mit Maggie, und das war gut so, denn wer sonst sollte seine Worte lesen, falls sie ihm eines Tages doch wieder gehorchten? Und wer sollte den Natternkopf töten, wenn nicht der Eichelherr? Ja, sie mussten bleiben. Es war besser so. Gut, geh zu Orpheus, sagte er. Viel Glück dabei. Er wandte ihr den Rücken zu, damit er die Verzweiflung in ihren Augen nicht länger sah. Entdeckte er in ihrem Blick nicht auch eine Spur von Verachtung? Aber reite besser nicht im Dunkeln zurück setzte er noch hinzu. Die Straßen werden von Tag zu Tag unsicherer. Dann ging er davon. Minerva wartete bestimmt schon mit dem Abendessen. Er drehte sich nicht noch einmal um. Er wußte nur allzu gut, wie Resa ihm nachblicken würde. Genau wie ihre Tochter. Falsche Angst. Zwei ganze Tage und Nächte hatte Mo mit Baptista und dem schwarzen Prinzen nach einem Ort gesucht, an dem man hundert oder mehr Kinder verstecken konnte. Mit Hilfe des Bären hatten sie schließlich eine Höhle gefunden, aber es war ein weiter Weg dorthin. Die Bergflanke, in der die Höhle sich verbarg, war steil und unwegsam, besonders für Kinderfüße, und in der nächsten Schlucht hauste ein Wolfsrudel, aber es bestand tatsächlich Hoffnung, dass weder die Hunde des Hänflings noch der Pfeifer sie dort finden würden, auch wenn es keine große Hoffnung war. Zum ersten Mal seit vielen Tagen wog Moos Herz wieder etwas leichter. Hoffnung. Nichts machte Betrunkener. Und kaum eine Hoffnung schmeckte süßer, als die, dem Pfeifer eine böse Überraschung zu bereiten und ihn zu demütigen vor seinem unsterblichen Herrn. Sie würden nicht alle Kinder verstecken können. Natürlich nicht. Aber viele, sehr viele. Ging alles nach Plan, dann würde Ombra schon bald nicht nur Männer, sondern auch fast kinderlos sein. Und der Pfeifer würde zum Kinderstehlen von einem abgelegenen Hof zum anderen ziehen müssen, hoffend, dass die Männer des Schwarzen Prinzen nicht vor ihm dort angekommen waren und den Frauen geholfen hatten, ihre Kinder zu verstecken. Ja wenn es ihnen gelang, die Kinder von Ombra in Sicherheit zu bringen. War viel gewonnen, und Mo fühlte sich fast übermütig, als sie zurück ins Lager kamen. Doch als Maggie ihm mit besorgtem Gesicht entgegenlief, verflog diese Stimmung sofort. Offenbar gab es schon wieder schlechte Nachrichten. Maggies Stimme zitterte, als sie ihm von dem Handel erzählte, den der Pfeifer den Frauen von Ombra angeboten hatte. »Der Eichelherr gegen eure Kinder!« der Prinz musste Mo nicht erklären, was das bedeutete. Statt beim Verstecken der Kinder zu helfen, würde er sich selbst verstecken müssen, vor jeder Frau, die ein Kind im richtigen Alter hatte. Am besten lebst du von nun an auf den Bäumen, lallte der Gecko ihm zu. Er war betrunken, vermutlich von dem Wein, den sie erst letzte Woche ein paar jagenden Freunden des Hänflings gestohlen hatten. Du kannst doch einfach hinauffliegen. Sagen Sie nicht, dass du so aus Balbulus Werkstatt entkommen bist? Mo hätte ihn zu gern auf den betrunkenen Mund geschlagen, aber Maggie griff nach seiner Hand und der Zorn, der inzwischen so rasch von ihm Besitz ergriff, verebbte, als er die Angst auf dem Gesicht seiner Tochter sah. Was wirst du nun tun, Mo? flüsterte sie. Ja, was? Er wußte die Antwort nicht. Er wußte nur, daß er lieber auf die Nachtburg reiten, als sich verstecken wollte. Rasch wandte er das Gesicht ab, damit Mickey ihm die Gedanken nicht von der Stirn las, aber sie kannte ihn so gut, zu gut. Vielleicht hat Resa doch recht, flüsterte sie ihm zu, während der Gecko ihn mit blutunterlaufenden Augen anstarrte und selbst der schwarze Prinz nicht verbergen konnte, wie besorgt er war. Vielleicht setzte sie kaum hörbar hinzu, müssen wir wirklich zurück, Mo. Sie hatte ihn und Resa streiten hören. Er sah sich unwillkürlich nach Resa um, aber er konnte sie nirgendwo entdecken. Was wirst du nun tun, Mo? Ja was? Sollte das letzte Lied vom Eichelhäher so lauten? Doch sie fingen den Häher nie, so sehr sie ihn auch suchten. Er verschwand spurlos, als hätte es ihn nie gegeben. Das Buch jedoch ließ er zurück, das leere Buch, das er dem Natternkopf gebunden hatte, und mit ihm unsterbliche Tyrannei. Nein, das durfte nicht das letzte Lied sein. Ach nein, Mortimer, was dann? Eines Tages aber verriet den Eichelherr eine Mutter, die um ihr Kind fürchtete, und der Herr starb den schlimmsten aller Tode, den je ein Mann auf der Nachtburg gestorben war. War das ein besseres Ende? Gab es ein besseres? Komm! Baptista legte ihm den Arm um die Schulter. Ich schlage vor, auf die Nachricht betrinken wir uns erstmal, falls die anderen vom Wein des Händlings noch etwas übrig gelassen haben. Vergiss den Pfeifer, vergiss den Natternkopf, vergiss die Kinder von Ombra, ertränk sie alle in Rotwein. Doch Mo war nicht nach Trinken zumute, obwohl der Wein vielleicht endlich die Stimme verstummen lassen würde, die er seit dem Streit mit Resa unentwegt in seinem Innern hörte. Ich will nicht zurück, nein, noch nicht. Der Gecko schwankte zurück ans Feuer und zwängte sich zwischen den Schnapper und den Elfenschreck. Bald würden sie sich wieder schlagen, wie immer, wenn sie betrunken waren. Ich leg mich schlafen, das macht den Kopf klarer als Wein, sagte der schwarze Prinz. Wir reden morgen. Der Bär legte sich vor das Zelt, in dem sein Herr verschwand, und sah Mo an. Morgen. Was nun, Mortimer?